Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bitte nehmen Sie Platz. Moin. Guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Bevor ich den ersten Einzelplan aufrufe, möchte ich darauf hinweisen, dass heute ein vom Bundestag beauftragter Fotograf Aufnahmen für Publikationen des Bundestags machen wird. Wir setzen jetzt die Haushaltsberatungen fort. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 1a und 1b, die Einzelpläne des Bundeskanzleramts. Für die heutige Aussprache haben wir insgesamt eine Redezeit von 8 Stunden beschlossen. Wir beginnen mit dem Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und des Bundeskanzleramts. Das Wort hat die Fraktionsvorsitzende der AfD, Dr. Alice Weidel. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Haushalt ist der Nerv des Staates. Daher muss er den profanen Augen der Untertanen entzogen werden. Diesen Satz, der Kardinal Richelieu zugeordnet wird, haben Sie sich offensichtlich seit Jahrzehnten auf die Fahnen geschrieben. Denn pünktlich zur Vorstellung des Haushaltes beginnt das Tarnen und Täuschen. Statt dem Souverän dem Bürger reinen Wein einzuschenken, werden vollmundige Sonntagsreden gehalten. Und dabei fühlen Sie sich dem Schriftzug am Hohen Hause, dem deutschen Volke, ohnehin nicht mehr verpflichtet. Das Volk, das wollen Sie sich nämlich selbst aussuchen und zusammenstellen. Sie reden von einer schwarzen Null, doch in Wahrheit sitzen die Steuerzahler auf einem gewaltigen Schuldenberg, den die künftigen Generationen erben werden. Dennoch binden uns die jeweiligen Finanzminister, wie gestern auch Olaf Scholz, Jahr für Jahr einen Bären auf. Wie das gelingt? Ganz einfach. Im Bundeshaushalt werden schlicht nicht alle Ausgabenposten aufgeführt. Denn wo ist zum Beispiel der EU-Etat zu finden? Richtig, nämlich gar nicht. Die rund 30 Milliarden, die Deutschland nach Brüssel transferiert, werden im Budget verschwiegen. Nach dem Brexit wird der Posten sogar noch größer. Die Haftung und Garantien für andere Euro-Staaten, Banken und die diversen Euro-Rettungsfonds sind gigantisch, ganz zu schweigen von den Target-2-Salden, mit denen wir unsere Exporte nämlich selbst bezahlen. Und auch ist das nur ein Teil der tatsächlichen Schulden überhaupt veröffentlicht. Es ist nämlich die Schattenverschuldung, die Sie der jüngeren Generation wie ein Mühlstein um den Hals gehängt haben. Und der Ökonom Raffel Hüschen hat in seiner Generationenbilanz nachgewiesen, auf unglaubliche 7 Billionen Euro beläuft sich die Gesamtverschuldung, die Bund, Länder, Gemeinden angehäuft haben, zuzüglich der zukünftigen Zahlung und Verpflichtung aus dem gesetzlichen Sozialversicherungssystem und ihrer staatlichen Pension. Und ich stelle die Frage, ist das eigentlich noch verantwortliches Haushalten? Sie reden von Verantwortung, doch in Wahrheit geben Sie das Königsrecht des Parlaments, die Budgethoheit, schamlos aus der Hand. No taxation without representation, keine Besteuerung ohne Zustimmung des Parlaments, Grundsatz einer jeden parlamentarischen Demokratie. Das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar festgehalten, als Repräsentanten des Volkes müssen die gewählten Abgeordneten des Deutschen Bundestages die Kontrolle über grundlegende haushaltspolitische Entscheidungen behalten. Der Deutsche Bundestag darf seine Budgetverantwortung nicht durch unbestimmte haushaltspolitische Ermächtigungen auf andere Akteure übertragen, so das Bundesverfassungsgericht. Sie haben aber dennoch den Rettungsschirm, den dauerhaften automatisierten Finanzierungsmechanismen zugestimmt und Sie bejubeln die Pläne von Präsident Emmanuel Macron. Kein Widerspruch
zum gigantischen Transfer von deutschem Steuergeld kein Widerspruch zu einem EU-Finanzminister. Ganz im Gegenteil, es scheint Ihnen nämlich nicht schnell genug zu gehen, Verantwortung nach Paris und Brüssel zu übertragen und damit das Steuergeld, das Sie hier nie erarbeitet haben, sehr geehrte Damen und Herren. Unser Haushalt ist sozial gerecht, behaupten Sie tatsächlich. Deutschland hat eine der höchsten Einkommens- und Ausgabenbelastung aller westlichen Staaten. Durch ihre absurde Steuerpolitik sind vor allem die mittleren und kleinen Einkommen, vor allem die Familien, belastet. Die Steuerzahler bluten zusätzlich mit dem Abschmelzen ihrer Ersparnisse für die Zinsersparnis, die sich der Staat über die Null- und Negativzinspolitik der EZB ermöglicht. Der Staat entschuldet sich also auf Kosten der Sparer und Steuerzahler. Und dann über die schwarze Null reden. Was ist daran gerecht? Was ist daran sozial, sehr geehrte Damen und Herren? Und das ist nichts anderes als Steuerzahlerausbeutung nach Gutsherrenart, was Sie hier praktizieren, während die Infrastruktur dieses Landes zerfällt, der Staat seine Bürger nicht mehr schützen kann, fließen Abermilliarden in die Aufnahme und Alimentierung illegaler Einwanderer und in die Sozialsysteme. Und es ist erschreckend. In spätestens 20 Jahren wird jeder fünfte Rentner auf die Grundsicherung angewiesen sein. Trotz eines harten Arbeitslebens haben heute unzählige Senioren kaum genug zum Leben. Zwei Beispiele aus Bochum. Zum einen Herbert W. Bis Mitte der 70er Jahre unter Tage gearbeitet, später bei Opel. Hat viele Jahre ins deutsche Rentensystem eingezahlt, sammelt am Wochenende Flaschen vor dem Ruhrstadion, um seine kümmerliche Rente aufzubessern. Zum anderen Sami A. Ging früher auch einer beschwerlichen Arbeit nach. Er war Leibwächter von Osama Bin Laden, hat nie ins deutsche Sozialsystem eingezahlt, fährt am Wochenende gern mit seinem Moped ins Grüne, erhält vom Staat 1.200 Euro pro Monat und das seit sage und schreibe 10 Jahren. Und das ist aus meiner Sicht eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die Sie hier zu verantworten haben. Sie behaupten, der Haushalt sei zukunftsorientiert, im Gegenteil. Sie verbauen die Chancen der zukünftigen Generation. Das Fundament unseres Staates, das sind die Menschen, die hier leben und arbeiten. Es sind aber nicht nur die Menschen, die jetzt hier leben, sondern auch die in Zukunft hier leben. Und ja, wir haben die Hauptverantwortung für die Menschen, die Familien, die schon länger hier leben. Und diesen Menschen haben sie zu dienen. Staatsaufgabe ist nämlich, das über Generationen aufgebaute Volksvermögen treuhänderisch zum Wohle des deutschen Volkes zu verwalten und es nicht mit vollen Händen zum Fenster rauszuschmeißen. Denn Eigentümer sind die deutschen Bürger und nicht Sie, nicht die Regierung. Seit 1972 werden in Deutschland jedes Jahr weniger Kinder geboren, als Menschen sterben. Für die Überlebensfähigkeit eines leistungsfähigen Staates ist das ein Problem. Was haben Sie dagegen getan? Nichts. Naja, jedenfalls nichts Wirksames. Denn Sie setzen ausschließlich auf kompensatorische Einwanderung. Das sagen Sie ja die ganze Zeit. Bei muslimischen Zuwanderern schaut die Geburtenrate nämlich ganz anders aus. Sogar die Auffettung der Einwohnerzahl durch zugewanderte Straftäter mit mehrfachen Identitäten scheint sie überhaupt gar nicht zu stören. Doch ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Dazu bedarf es einer qualifizierten, Herr Kauder, und keiner plan- und zügellosen bildungsfernen Zuwanderung. Denn Deutschland ist schon lange ein grenzenloses Einwanderungsland für Unqualifizierte und ein Auswanderungsland für Hochqualifizierte geworden. Und was tun Sie dagegen? Wer soll in Zukunft für die Renten aufkommen? Wer zahlt denn Ihre stattlichen Pensionen? Auch Ihre, Herr Rohfalter, die Schreihals. Ja? Ihre eingewanderten Goldstücke etwa, das glauben Sie doch wohl nicht im Ernst.
Die Bürger scheinen Ihnen vollkommen egal zu sein. Sie wollen sich darauf beschränken, den Niedergang unseres Landes zu verwalten. Ja, teilweise hat man den Eindruck, ihn sogar zu befeuern. Aber das wird wohl Ihrem Wertekanon entsprechen. Wenn eine Bundestagsvizepräsidentin hinter einem Transparent herrennt, Deutschland, du mieses Stück Scheiße, ja? Und alle das hier mittragen, indem sie zur Bundestagsvizepräsidentin gewählt wird wie Claudia Roth, dann muss man sich über nichts mehr wundern hier in diesem Hohen Haus. Und die AfD tritt hingegen für Verantwortung, Gerechtigkeit und für eine lebenswerte Zukunft ein. Deshalb fordern wir erstens einen schonungslosen Kassensturz. Alle Zahlen müssen endlich mal offen auf den Tisch gelegt werden. Wir fordern, den Sozialstaat endlich zu sichern und die Zukunft zu gestalten. Die Strategie des Generationenersatzes durch eine ungeregelte Zuwanderung, teilweise aus frauenverachtenden Stammeskulturen, hat sich als Holzweg erwiesen. Wohlstand kann nur gesichert werden, wenn in sichere Grenzen und in die kommenden Generationen investiert wird. Drittens, echte Steuergerechtigkeit. Mittel- und Geringverdiener müssen endlich ehrlich belastet werden. Dazu muss der Grundfreibetrag endlich angehoben werden. 2.000 Euro brutto im Monat steuerfrei, das wäre doch mal visionär. Denn es kann doch überhaupt gar nicht sein, dass ein Facharbeiter bereits bei einem 1,3-fachen des Durchschnittslohnes den Spitzensteuersatz zu zahlen hat. Und ich kann Ihnen sagen, es ist endlich Zeit für ehrliche Entlastung. Viertens, keine weitere Aushöhlung der Souveränität. Die Hoheit über unseren Haushalt gehört nach Berlin und nicht nach Brüssel. Und in diesem Sinne schließe ich mit einem Zitat des früheren tschechischen Präsidenten Seemann, das ihn auch schon die ehrenwerte ehemalige CDU-Abgeordnete Erika Steinbach vorgetragen hat. Ich zitiere: Falls Sie in einem Land leben, in dem Sie für das Fischen ohne Anglerschein bestraft werden, jedoch nicht für den illegalen Grenzübertritt ohne gültigen Reisepass, dann haben Sie das volle Recht zu sagen, dieses Land wird von Idioten regiert. Frau Kollegin Weigel, Sie haben in Ihrer Rede die Formulierung unter anderem Kopftuchmädchen und sonstige Taugenichtse gebraucht. Damit diskriminieren Sie alle Frauen, die ein Kopftuch tragen. Dafür rufe ich Sie zur Ordnung. Jetzt erteile ich das Wort der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist für jedermann erkennbar, dass der Haushalt 2018 und die dazu gehörige mittelfristige Finanzplanung wieder sehr gute Daten aufweisen. Das ist außerordentlich erfreulich, wird manchmal schon für selbstverständlich inzwischen gehalten. Aber dass wir die höchste Beschäftigung seit der Wiedervereinigung haben, dass wir seit 2014 keine neuen Schulden machen, das ist alles andere als selbstverständlich. Wir werden im nächsten Jahr erstmals seit 2002 mit der Gesamtverschuldung wieder da liegen, wo der Europäische Stabilitätspakt uns hinverweist, nämlich unterhalb von 60%. 2012, nach der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise, lag die Gesamtverschuldung bei knapp 80%. Und dass wir das schaffen, das ist nichts anderes als Generationengerechtigkeit pur und genau das Denken an die, die nach uns einmal jung sein werden und leben werden. Und deshalb ist das gut. Der Internationale Währungsfonds hat in seinem gerade abgeschlossenen Artikel 4 Konsultationen, die er mit Deutschland geführt hat, die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft als, ich zitiere, beeindruckend bezeichnet.
Fiskalische Spielräume sollten genutzt werden, um das Wachstumspotenzial zu erhöhen. Staatliche Investitionen in die Infrastruktur sollten getätigt werden. Investitionen in Bildung sollten gestärkt werden. Verfahren sollten beschleunigt werden. Und genau das ist das, was wir in unserem Koalitionsvertrag niedergelegt haben und was sich auch in diesem Haushalt widerspiegelt. Das heißt, auch international findet das durchaus Unterstützung. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, unabhängig von diesen guten Zahlen und Werten erreichen uns täglich beunruhigende Nachrichten aus allen Teilen der Welt, leider auch aus Teilen, die sehr nah an der Europäischen Union liegen. Die schrecklichen Bilder aus Syrien, inklusive von Giftgaseinsätzen in jüngster Zeit, die Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die Vereinigten Staaten von Amerika, die Bombardierung von Stellungen auf den Golanhöhen durch den Iran, ein drohender Handelsstreit zwischen den USA und der Europäischen Union, tägliche Waffenstillstandsverletzungen an der Kontaktlinie in der Ukraine, Terroropfer auch am letzten Wochenende wieder in Paris und in Indonesien. 70 Jahre Israel, ein Tag zum Feiern und trotzdem 59 tote Palästinenser und viele, viele Verwundete. Wir verfolgen diese Schlagzeilen täglich, die uns vor Augen führen, in welch unruhiger und auch unübersichtlicher Welt wir leben. Und wir wissen inzwischen, dass wir uns von diesen Ereignissen nicht abkoppeln können. Nach dem arabischen Frühling, von vielen auch als arabisches Beben bezeichnet, ist die Region vor unserer Haustür unruhig geworden. Der Bürgerkrieg in Syrien seit 2011, der Sturz von Gaddafi in Libyen mit dem Zerfall der staatlichen Ordnung, 2014 die Annexion der Krim, die Probleme in der Ostukraine, 2014 der IS in Syrien und im Irak, der Völkermord an den Jesiden und die geplanten, in Raqqa im Irak geplanten Attentate, die Paris mit Charlie Hebdo so erschüttert haben. Das sicherheitspolitische Umfeld unserer Nachbarschaft hat sich gravierend verändert. Das sind tiefgreifende Auswirkungen auch für uns. Und sie zeigen uns noch einmal, ein Land alleine kann mit Sicherheit Sicherheit nicht garantieren. Und deshalb ist uns bewusst geworden, was wir vielleicht oft fast schon stereotyp gesagt haben: Unsere Sicherheit hängt unauflösbar mit der unserer Nachbarschaft zusammen. Deutschland braucht für seine eigene Sicherheit eine Einbindung in Bündnisse als Mitglied der Europäischen Union und als Mitglied der NATO. Und deshalb, trotz aller Schwierigkeiten, die wir in diesen Tagen haben, sind und bleiben die transatlantischen Beziehungen von herausragender Bedeutung. Das bleibt eine Konstante. Aber diese transatlantischen Beziehungen müssen auch Meinungsunterschiede aushalten, auch gerade in diesen Tagen. Das zeigt sich insbesondere an der Kündigung des iranischen Nuklearabkommens durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben über ein Jahrzehnt verhandelt, um dieses Abkommen zustande zu bringen. Dieses Abkommen ist alles andere als ideal, aber der Iran hält sich nach allen Erkenntnissen der Internationalen Atomenergiebehörde an die Verpflichtungen aus diesem Abkommen. Dieses Abkommen ist endossiert worden, einstimmig vom UN-Sicherheitsrat. Und deshalb glauben wir, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, aber mit uns auch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dass es nicht richtig ist, dieses Abkommen jetzt in dieser Situation zu kündigen. Das bedeutet nicht etwa, dass wir mit dem, was der Iran ansonsten tut, zufrieden sein könnten. Wir müssen über mehr sprechen, über das ballistische Raketenprogramm, über den Einfluss, den der Iran und die Hisbollah in Syrien ausüben, über andere Fragen. Aber die Frage, die wir zu beantworten haben und die wir so anders als die Vereinigten Staaten von Amerika beantwortet haben, heißt: Kann man besser sprechen, wenn man dieses Abkommen kündigt? Oder kann man besser sprechen, wenn man in diesem Abkommen bleibt? Wir glauben, dass man besser miteinander weiterreden kann und muss. Ich sage das ausdrücklich, weil das ballistische Raketenprogramm eine Gefährdung auch gerade der Sicherheit Israels ist.
Wir glauben, man kann besser sprechen, wenn man in diesem Abkommen bleibt, meine Damen und Herren. Und genau in diesem Sinne hat der Bundesaußenminister gerade gestern Abend wieder Gespräche geführt. Und wir wissen auch, und das zeigt sich jeden Tag drängender, dass wir natürlich eine politische Lösung in Syrien brauchen, dass das Leben der Menschen in Syrien unter einem unglaublichen Schrecknis abläuft. Die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger eines Landes wie Syrien sind inzwischen auf der Flucht. Ein großer Teil innerhalb Syriens, ein anderer Teil außerhalb Syriens. Der Kampf gegen den IS ist vorangekommen. Deutschland hat sich an der Anti-IS-Koalition, an den Operationen gegen Daesh beteiligt, durch Ausbildung der Peschmerga im Irak und durch Luftüberwachung. Aber inzwischen ist aus dem Bürgerkrieg in Syrien, dem Kampf gegen den islamistischen Terrorismus, ein Regionalkonflikt gigantischen Ausmaßes geworden, der ohne Russland, ohne die Türkei, ohne den Iran, ohne Saudi-Arabien, ohne Jordanien und, ich sage, im Grunde auch ohne Europa nicht zu lösen ist. Aber war es auch, und der Schriftsteller Matthias Enar, der gerade von der Konrad-Adenauer-Stiftung den Literaturpreis bekommen hat, hat das beklemmend zu Papier gebracht. War es auch, Europa ist immanent betroffen und hat gleichzeitig bisher zur politischen Lösung dieses Konflikts nicht ausreichend beigetragen. Ich sage das auch selbstkritisch. Und deshalb sind wir froh, dass wir jetzt mit der neuen Bundesregierung, der sogenannten Small Group, angehören, in der Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Jordanien, Saudi-Arabien und die USA gemeinsam nach Lösungen suchen. Und auf der anderen Seite muss natürlich dann auch die sogenannte Astana-Gruppe Türkei, Iran und Russland mit in die Gespräche einbezogen werden. Und das kann bedeuten, dass wir endlich auch die Arbeit des UN-Vermittlers, dem Mistura, besser unterstützen können. Ich glaube, es ist aller Mühe wert, obwohl ich mir keine Illusionen mache über die Kompliziertheit dieses Konflikts, dass wir politisch uns stärker engagieren. Und das wird die Bundesregierung tun. Und auch für einen anderen Konflikt in unserer Umgebung, mit dem wir uns schon viel beschäftigt haben, den zwischen Russland und der Ukraine, gibt es nur eine politische Lösung. Militärisch ist das nicht zu lösen. Und wir tun das im Normandie-Format. Wir versuchen, das Abkommen von Minsk wieder zu beleben, obwohl es schon deprimierend ist, dass es jede Nacht zu Waffenstillstandsverletzungen an der Kontaktlinie kommt, dass es immer wieder Behinderungen der OSZE-Beobachter gibt, denen ich im Übrigen von dieser Stelle aus einmal herzlich danken möchte. Wer Jahre über Jahre dort arbeitet und diese Arbeit tut, das sind wirklich friedenssichernde Maßnahmen. Und Deutschland hat sich immer, und wir werden das verstärkt tun, und das sagt die neue Bundesregierung, auch dem vernetzten Ansatz gestellt. Wir wissen, wir können solche Probleme nur lösen, indem wir Entwicklung betreiben, indem wir politische Lösungen suchen und indem wir auch als Ultima Ratio militärische Gewalt einsetzen. Aber militärische Gewalt alleine wird das Thema nicht lösen. Und deshalb ist sozusagen symptomatisch dafür in unserem Koalitionsvertrag vereinbart, Erhöhung von Entwicklungskosten und Erhöhung der Verteidigungsausgaben 1:1, um deutlich zu machen, dass uns dieser vernetzte Ansatz nicht irgendein Anliegen, sondern ein zentrales Anliegen ist. Aber wir müssen eben Verpflichtungen auf allen Seiten einhalten. Und das heißt die ODA-Quote auf der einen Seite, die wir noch nicht erreicht haben. Und das heißt die Ziele von Wales, der NATO, auf der anderen Seite. Diesen Zielen fühlen wir uns verpflichtet und das haben wir auch im Koalitionsvertrag niedergelegt. Und der Bundesfinanzminister hat gestern gesagt, mit seiner Erlaubnis darf ich ihn zitieren, ein verteidigungspolitisches Konzept wird nicht nur dadurch gut, dass es teuer ist. Das stimmt. Unbestritten. Aber die Frage heißt ja anders. Die Frage heißt ja anders, was brauchen wir für eine Bundeswehr, die den heutigen Anforderungen Rechnung trägt? Und wenn Sie einmal vergleichen das Weißbuch 2006
das wir auch schon einmal in einer großen Koalition verabschiedet haben. In diesem Weißbuch war eine volle Konzentration auf die Auslandseinsätze. Damals galt der Satz von Peter Struck, den er richtig gesagt hat, die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch, und Hindukusch steht pars pro toto, verteidigt. Richtig, absolut richtig. Aber durch die Ereignisse 2014 und durch das, was vor unserer Haustür passiert, auch im Raum Syrien zum Beispiel, hat die NATO 2014 beschlossen, und wir haben das im Übrigen im Weißbuch 2016 danach vollzogen, dass neben den Auslandseinsätzen auch die Landes- und Bündnisverteidigung wieder von größerer Bedeutung ist. Und da kommt jetzt genau der Punkt der Herausforderung, vor denen die Bundeswehr gestellt ist. Und die Bundesregierung natürlich auch. Nämlich sicherzustellen, dass wir nicht nur unsere Soldatinnen und Soldaten in den Auslandseinsätzen so ausrüsten und so ausstatten, dass sie ihre Einsätze gut absolvieren können, sondern gleichermaßen zu Hause wegen der Landes- und Bündnisverteidigung auch in viel größerer Breite Material und Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, um die zusätzlichen Aufgaben, die wir heute haben, zu bewerkstelligen. Und das ist die Luftraumüberwachung im Baltikum. Das ist die Rückversicherung für Polen und die drei baltischen Staaten, wo wir als Rahmennation in Litauen tätig sind. Das ist die Verstärkung des Korps in Stettin. Das sind Engagements in Rumänien und Bulgarien. Dazu muss ich schneller Truppen verlegen können, dazu muss ich nicht nur jeden hundertsten Soldaten, sage ich mal gegriffen, bin keine Expertin, vernünftig ausstatten können und alle anderen kommen mit wenig Übungsgerät aus, sondern dazu muss ich in großer Breite die Aufgaben und die Ausrüstung schultern. Und das ist die Aufgabe, vor der die Bundeswehr steht. Und die zweite Aufgabe ist die, die große Herausforderung der Digitalisierung mit aufzunehmen. Und da geht es einmal um die Digitalisierung der Strukturen der Bundeswehr. Aber da geht es auch um völlig neue Fähigkeiten, nämlich die Cyberfähigkeiten. Deshalb war es richtig, ein Cyberkommando einzurichten. Denn die hybride Kriegsführung ist Teil der Militärdoktrin, zum Beispiel Russlands, ganz offiziell beschrieben. Und da sind die gut und da müssen wir natürlich wehrhaft sein können. Ansonsten werden wir keine Chance haben. Und deshalb geht es nicht um Aufrüstung, sondern es geht ganz einfach um Ausrüstung. Und ich finde, darüber sollten wir einen ruhigen Dialog führen, im Übrigen mit dem Wehrbeauftragten, der das alles wunderbar ausdrücken kann, insbesondere in seinen Berichten. Und dann sollten wir einfach helfen, dass auch der Wehrbeauftragte wieder positive Berichte schreiben kann. Meine Damen und Herren, das alles zeigt ja, da zeigt sich ja, dass wir natürlich unsere Außenpolitik auf Multilateralismus ausrichten. Der Multilateralismus steht im Augenblick unter großem Druck. Und dass wir wissen, weil der Multilateralismus unter so großem Druck steht, dass Europa sein eigenes Schicksal stärker in die eigene Hand nehmen muss, als das bislang der Fall war. Und deshalb brauchen wir europäische Antworten. Und es war eine gute Nachricht, dass in sehr kurzer Zeit nach dem Schock, den wir hatten, als Großbritannien beschlossen hat, aus der Europäischen Union auszutreten, wir als erstes mal ein jahrzehntelang ruhendes Projekt auf die Beine gebracht haben, nämlich eine europäische Verteidigungsunion, eine strukturierte Zusammenarbeit. Diese strukturierte Zusammenarbeit hat jetzt erste Projekte, in denen Deutschland im Übrigen in einigen dieser Projekte auch Verantwortung übernimmt. Aber die wichtige Botschaft ist eigentlich eine andere. Wenn Sie sich die Zahl der Waffensysteme der Europäischen Union, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union anschauen, dann kommen wir auf stolze 178. Wenn Sie sich die Zahl der Arten von Waffensystemen der Vereinigten Staaten von Amerika angucken, dann kommen die auf 30. Die geben 3,4% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus. Die Europäische Union liegt im Mittel unter 2%. Und mit 178 Waffensystemen können sie überhaupt nicht effizient sein. Das heißt, der große Nutzen auf die lange Zeit wird darin bestehen, auch mit einheitlichen Systemen viel effizienter, in der Ausbildung auch viel einfacher miteinander agieren zu können. Und das ist allemal richtig und ein Riesenfortschritt, der einen neuen Pfeiler auch der europäischen Zusammenarbeit bringt. Die zweite große Aufgabe, die Europa zu schultern hat, das ist die
Frage, wie regeln und steuern wir Migration? Und das wird ein Thema sein, das uns über Jahre, ich sage Jahrzehnte beschäftigen wird. Mit der Nachbarschaft Syrien, aber vor allen Dingen dann auch mit der Nachbarschaft Afrika. Und deshalb ist es richtig, dass wir an einem gemeinsamen europäischen Asylsystem arbeiten. Deshalb war es richtig, Frontex einzuführen, aber mit 600 Polizisten bei Frontex werden sie die Außengrenzen der Europäischen Union mit Sicherheit nicht schützen können. Deshalb ist eine der großen Aufgaben der Zukunft, Frontex zu stärken und vernünftig auszurüsten. Und Deutschland wird dazu seinen Beitrag leisten. Und wir wissen auch, Abschottung alleine wird nicht helfen, wenn wir nicht auch Ursachen von Flucht und Vertreibung bekämpfen. Ich habe über die politische Lösung in Syrien gesprochen, über den Kampf gegen den IS im Irak. Und die große Aufgabe, Gerd Müller würde das jetzt den Marshallplan für Afrika nennen, was ich unterstütze, die große Aufgabe heißt hier auch wieder in einer gemeinsamen europäischen Kraftanstrengung, denn unsere europäische Entwicklungspolitik ist nicht immer effizient, wirklich auch zur Entwicklung von Afrika beizutragen. Und das hat zwei Komponenten. Die eine Komponente ist die humanitäre Hilfe. Wir haben das erlebt, als die Flüchtlinge in Jordanien und Libanon kein Geld mehr hatten, um Lebensmittel zu haben, um ihre Kinder zu beschulen. Da war der Druck zu fliehen ins Unermessliche gewachsen. Aber wenn Sie sich heute die Budgets der UN-Hilfsorganisationen anschauen, dann ist die Wahrheit, obwohl wir ein Vielfaches mehr tun, ist international längst nicht mehr getan, nicht so viel getan, wie sein muss. Alle Budgets, ob UNHCR, ob Welternährungsprogramm, sind dramatisch defizitär. Und wir müssen unsere Stimme, wo immer das geht, erheben und natürlich auch unseren Beitrag leisten für diese humanitären Fragen. Aber es darf natürlich jetzt auch nicht so sein, dass wir den gesamten Entwicklungsetat sozusagen in humanitäre Hilfe umwenden, weil Entwicklung ja nicht ausreichend stattfindet. Und dann ist es auch richtig, dass wir uns fragen, sind unsere Mittel und Methoden der Entwicklungshilfe eigentlich ausreichend? Ich sage nein, die klassische Entwicklungshilfe alleine reicht nicht aus. Wir müssen überlegen, wie wir wirtschaftlichen Schwung in die Dinge bringen, wie wir auch mit Kreditinstrumenten, mit Hermes und vielem anderen mehr, noch mehr Investitionen in Afrika möglich machen, aber natürlich auch durch das, was Wolfgang Schäuble in der G20-Präsidentschaft gemacht hat, durch bessere Rahmenbedingungen kommt Compact with Afrika ein gutes Investitionsumfeld. Anders wird wirtschaftliche Entwicklung dort nicht in Gang kommen. Nur mit staatlichen Geldern wird das nicht klappen, meine Damen und Herren. Und natürlich brauchen wir drittens in Europa eine Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion. Wir sind durch die Krisen gekommen. Wir haben das heute eine Situation, in der alle europäischen Mitgliedstaaten, die den Euro haben, wieder wachsen. Die Beschäftigung steigt. Aber das kann uns nicht zufriedenstellen, weil wir natürlich wissen, dass im Augenblick auch die Europäische Zentralbank eine Politik fährt, die nicht auf Dauer so weitergehen wird. Und deshalb ist die Aufgabe, die Eurozone nachhaltig zu stärken und Krisen festzumachen. Dass es darüber intensive Diskussionen gibt und dass wir darüber sprechen, was ist die nationale Verantwortlichkeit. Viele der Politiken in Europa sind nicht vergemeinschaftet. Wir können alleine kein Handelsabkommen mehr abschließen, aber wir können natürlich alleine Arbeitsmarktpolitik machen. Jeder hat das in nationaler Verantwortung. Die Budgethoheit ist in nationaler Verantwortung. Die Frage der Wettbewerbsfähigkeit, der Genehmigung ist in vielen Bereichen, nicht in allen, vieles ist europäisch gelöst, aber in nationaler Verantwortung. Und deshalb liegt zuallererst natürlich die Aufgabe zu Hause in den einzelnen Mitgliedstaaten dazu beizutragen, dass die Wettbewerbsfähigkeit besser wird. Und zwar nicht besser gegenüber unserem europäischen Durchschnitt, sondern besser gegenüber dem, was global notwendig ist. Aber dann ist es eben so, dass die globale Sicht auf gemeinsame Währungsunionen so ist, dass man sagt, ihr müsst auch irgendwo Letztverantwortung haben. Wir wollen wissen, ob ihr alle gemeinsam zum Euro steht. Und deshalb ist es richtig und gut, den ESM weiterzuentwickeln, ihm auch Aufgaben zu geben in Richtung des, wie eines internationalen Währungsfonds. Das können wir alleine.
Und deshalb stimme ich auch zu, dass, wenn der Risikoabbau national weit vorangegangen ist, wir einen Common Backstop haben und dieser Common Backstop auch beim ESM angesiedelt sein könnte, so wie der Bundesfinanzminister es gestern gesagt hat. Und dann haben wir die Aufgabe, natürlich auch zu überlegen, wie können wir die Konvergenz der Eurozone und die Stabilität der Eurozone sicherstellen? Und da finden im Augenblick Gespräche statt, denn wir haben ja im Augenblick zwei Projekte. Das eine Projekt ist Eurozone, auch finanzielle Ausstattung, meinetwegen Investitionshaushalt oder Ähnliches, wie wir es in unserer Koalitionsvereinbarung geschrieben haben. Aber gleichzeitig haben wir die Beratung zur mittelfristigen finanziellen Vorausschau in Europa. Und jetzt sage ich mal, der Finanzminister ist großzügig, aber irgendwie gelten auch für ihn die Grundrechenarten. Das heißt, deutlich mehr in den europäischen Haushalt und deutlich mehr noch in den Eurozonenhaushalt und trotzdem noch die Stabilitätskriterien einhalten, ist natürlich nicht ganz einfach. Und deshalb werden wir mit Frankreich genau auch über diese Wechselwirkungen sprechen. Was müssen wir in den Haushalt packen? Denn nach dem Austritt Großbritanniens sind 85% des Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Union Eurozone. Und was müssen wir speziell als Absicherung gegebenenfalls noch im Eurohaushalt machen? Und diese Gespräche finden statt und wir werden bis zum Junirat darüber auch Einvernehmen erzielen. Das ist im Übrigen eigentlich die einzige noch richtig offene Frage unter all den Vorschlägen, die gemacht wurden. Also ich glaube, wir sind schon ganz schön weit vorangekommen. Und dann, meine Damen und Herren, dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es natürlich auch um die Erweiterung. Hier geht es im Wesentlichen um die Frage, wie geht es weiter mit dem westlichen Balkan. Ich werde heute nach Sofia fliegen. Wir werden uns morgen mit den Mitgliedstaaten des westlichen Balkans treffen. Und dass Sie die europäische Perspektive haben, das ist ja unbestritten. Und jetzt ist die Frage, wie und unter welchen Bedingungen können wir das machen. Aber ich kann nur sagen, der westliche Balkan und die Situation dort entscheidet über Krieg und Frieden in unserer absoluten Nachbarschaft. Und wenn Sie sehen, wie schnell da die Funken sozusagen hochschlagen zwischen Serbien und Kosovo, zwischen Serbien und Bosnien und Herzegowina, wie schwierig das ist, die Namensfrage von Mazedonien zu klären, wie man ringt um die Grenzabkommen, Kosovo hat jetzt mit Montenegro endlich ein Grenzabkommen geschlossen, ein Riesenerfolg. Wenn man sich vor Augen führt, dass selbst zwischen Slowenien und Kroatien heute noch keine Klarheit über den Seezugang ist, obwohl Kroatien Mitglied der Europäischen Union ist und Slowenien Mitglied der Europäischen Union ist. Im Übrigen wieder ein Grund zu sagen, bevor nicht Grenzfragen geklärt sind, niemals Beitritt eines Landes, muss ich sagen, im Rückblick. Und deshalb ist es so immens wichtig, dass wir uns um diese Fragen kümmern und hier auch zur wirtschaftlichen Stärkung beitragen. Also, meine Damen und Herren, alles wichtig für Europa und um unser Wohlstandsversprechen in Europa einzuhalten, geht es natürlich jetzt auch um die Schaffung eines digitalen Binnenmarktes. Wir haben eine Unzahl von Verordnungen, die wir umsetzen oder noch verhandeln müssen. Und hier geht es sehr stark auch um die Wettbewerbsfähigkeit Europas und deshalb geht es hier auch sehr stark um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe es schon oft gesagt, ich sage es heute wieder, vielleicht ist das ambitionierteste Projekt, weil wir ganz neu zum Teil denken müssen, die Frage, wie gestalten wir diesen umfassenden gesellschaftlichen Wandel, der mit der Digitalisierung verbunden ist. Das ist ja nicht nur, dass wir die Infrastruktur ausbauen müssen, das müssen wir auch. Und da können wir auch besser werden. Und eines Tages muss die App wieder abgeschafft werden, mit der man die Funklöcher der Bundesnetzagentur mitteilt. Allerdings zu glauben, man teilt sie den Telekommunikationsanbietern mit, ist nicht so sehr erfolgsversprechend, weil sie damit noch nicht weg sind, sondern die brauchen manchmal Druck. Und natürlich müssen wir nach der Tatsache, dass wir uns jetzt auf den 50 Megabit pro Sekunde Ausbau konzentriert haben, jetzt in Zukunft nur noch Breitbandanschlüsse, also Glasfaser oder Kabel, fördern. Das ist klar. Und dazu haben wir auch die entsprechenden Programme, dazu haben wir die Vorhaben. Da hat der Bundesfinanzminister gesagt, dass zusätzliche Mittel jetzt auch in einen Digitalfonds kommen, damit wir anfangen können und nicht wieder 2 Jahre warten, bevor es endlich mal losgeht. Und die Ausschreibungen müssen auch so sein, dass die Leute vor Ort die nutzen können und nicht in der Bürokratie ersticken. Auch das haben wir gelernt und daran werden wir arbeiten. Aber das geht ja weiter. Es geht um Forschung und Entwicklung. Wir zählen zu den 5 Ländern, die am meisten für Forschung und Entwicklung ausgeben, aber es ist richtig, dass wir uns vorgenommen haben, den Anteil, der heute bei 2,94% des Bruttoinlandsprodukts liegt, auf 3,5% im Jahre 2025 zu erhöhen, weil es heute Länder gibt, die bereits diese 3,5% haben.
Und da ist es natürlich von entscheidender Bedeutung, dass wir insbesondere im industriellen Bereich, insbesondere im Mobilitätsbereich, bei der Digitalisierung vorne mit sind. Bei der Konsumentendigitalisierung haben wir den Anschluss ja verloren, da nutzen wir alle asiatische oder amerikanische Geräte, daran haben wir uns gewöhnt. Okay, das werden wir auch so schnell nicht aufholen. Aber jetzt, wenn es um unsere industriellen Grundlagen geht, um das Internet der Dinge, wo wir das Land sind, das noch eine hohe industrielle Wertschöpfung hat, da müssen wir vorne mit dabei sein. Da reicht Platz 5 und Platz 6 und sonst was nicht aus, sonst werden wir kein führendes Industrieland mehr sein. Und ich fange mal an bei der Mobilität. Die Mobilität wird sich dramatisch verändern. Und deshalb ist es natürlich nicht nur zu kritisieren, sondern eigentlich unfassbar, sage ich mal, welches Vertrauen die deutsche Automobilindustrie im Zusammenhang mit dem Diesel verspielt hat. Aber es kann jetzt nicht unsere Aufgabe sein, oder es ist unsere Aufgabe der Industrie zu sagen, ihr müsst verloren gegangenes Vertrauen selber wieder gut machen. Das ist nicht die Aufgabe der Politik. Aber ich sage auch, es kann auch nicht unser Interesse sein, dass wir durch politische Maßnahmen anschließend die Automobilindustrie so schwächen, dass sie keine Kraft mehr hat, in die eigentlichen Zukunftsinvestitionen etwas hineinzustecken. Und das ist die Auseinandersetzung, die wir jetzt führen, zum Beispiel um Hardware-Nachrüstung. Die Gutachten liegen jetzt auf dem Tisch, die müssen bewertet werden. Dann werden wir auch die Kommunen wieder einladen, dann wird das Dieselforum tagen. Aber meine Damen und Herren, Tausende von Euro, jetzt können wir, ob es 3.000, 2.000 oder 5.000 sind. Und 2 bis 3 Jahre Beschäftigung aller Ingenieure mit der Frage, wie man dann wieder die Typenzulassung kriegt, weil man an dem Motor was geändert hat. Ist das die richtige Beschäftigung für die Automobilindustrie oder müssen wir auch nicht alle Kräfte zusammennehmen und der Automobilindustrie sagen, ihr müsst jetzt in die Mobilität der Zukunft investieren, ins autonome Fahren, in alternative Antriebe und da unterstützen wir euch dabei. Und da gibt es für mich einen Punkt, der treibt mich um seit Jahren und ich bin froh, dass da ein Umdenken jetzt bei der Wirtschaft stattfindet. Nämlich die Tatsache, dass behauptet wird, die Batteriezellproduktion, die können wir in Europa nicht mehr haben. Ich sage Ihnen, wenn ein Auto der Zukunft, jetzt nehmen wir mal an, die Elektromobilität ist die Antriebstechnologie der Zukunft, was nicht sicher ist, besteht zu 40% aus Wertschöpfung in einer Batterie. Und dann nochmal zu 20 bis 30% aus digitaler Wertschöpfung. Der eine Teil kommt dann aus Amerika oder Asien, der andere Teil kommt auch definitiv aus Asien bei der Batterie. Was ist da noch die Wertschöpfung, die wir hier in Europa haben? Und deshalb sage ich, wir brauchen eine strukturierte Förderung. Die Europäische Kommission sieht solche Möglichkeiten vor. Wir machen das jetzt schon bei Chips, mit der wir eine Kraftanstrengung machen, auch in die Zellproduktion einzusteigen. Nur ohne wirtschaftlichen Druck und ohne wirtschaftliche Mitmacher geht das natürlich nicht. Das können wir nicht als Staat machen. Und deshalb bin ich dankbar, dass einige in der Automobilindustrie da umdenken. Wir werden das unterstützen, meine Damen und Herren. Und wir brauchen die konsequente Digitalisierung von Verwaltung. Und im Übrigen kompatibel mit der Gesundheitskarte. Das sage ich dem Geburtstagskind Jens Spahn heute mal. Hat mich heute Geburtstag. Und wir brauchen einen Zugang der Bürgerinnen und Bürger für alle Verwaltungsleistungen. Und das wird eine große Kraftanstrengung natürlich sein. Und wir brauchen eine nationale Bildungsoffensive, sowohl Digitalpakt Schule als auch im Bereich der Weiterbildung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Denn die Veränderungen, die jetzt stattfinden, im technischen Bereich, diese Veränderungen haben natürlich massive Auswirkungen auf das, was in Zukunft gebraucht wird. Und wir haben heute schon einen großen Fachkräftebedarf, den wir befriedigen müssen. Und deshalb ist es richtig, dass wir ein Fachkräftezuwanderungsgesetz machen werden. Denn wenn wir Wirtschaft stärken wollen, dann kann es sein, es hängt gar nicht mehr im Augenblick an den hohen Sozialabgaben oder an der Steuerfrage. Es hängt daran, dass ich einfach in Deutschland niemanden mehr finde. Und da müssen wir helfen, dass die Wirtschaft in Deutschland bleiben kann und hier Wertschöpfung betreibt und nicht irgendwo weggehen muss, weil sie hier keine Fachkräfte findet. Und deshalb ist das die richtige Antwort. Und meine Damen und Herren,
für uns, und das wird noch eine Riesenanstrengung sein, ich bin im Übrigen sehr dankbar, dass die Koalitionsfraktionen sich entschieden haben, zwei Enquete-Kommissionen, die im Zusammenhang mit der Digitalisierung stehen, zu beschließen. Einmal mit der künstlichen Intelligenz. Meine Damen und Herren, wir sind seit 20, 30 Jahren relativ gut dabei, was künstliche Intelligenz anbelangt. Aber jetzt sind wir gerade in einer Situation, wo wir den Anschluss ein bisschen vielleicht schon verloren haben oder zu verlieren drohen. Warum? Weil plötzlich zwei Entwicklungen zusammenkommen. Die künstliche Intelligenzentwicklung, Algorithmen und Ähnliches als solches, plus die Fähigkeit, riesige Mengen an Daten zu verarbeiten. Und jetzt ist das bei der künstlichen Intelligenz so, die entwickelt sich nur gut, wenn sie viele breite Datenmengen verarbeiten kann. Und bei den Datenmengen ist natürlich die Frage, wir reden gerade über die Einführung der Datenschutzgrundverordnung, wie hantieren wir mit den Daten und wie stellen wir viele, im Übrigen oft anonymisierte Daten zur Verfügung. Aber zu glauben, wir könnten bei der künstlichen Intelligenz vorne sein und bei Daten sozusagen so restriktiv wie möglich, ist genauso wie wenn man Kühe züchten will und ihnen kein Futter gibt. Es ist einfach so. Und deshalb ist die Kommission Ethik der Daten wichtig. Aber sie darf nicht so enden, dass Daten sozusagen zum raren Gut gemacht werden, sondern aus Daten kann man neue Produkte erzielen. Und die Tatsache, dass Daten sozusagen ein wichtiger Faktor in der sozialen Marktwirtschaft werden, es wird ja mal regelmäßig ein bisschen unruhig, wenn ich über sowas spreche, aber ich meine das ziemlich ernst. Die Tatsache, dass Daten ein so wichtiger Faktor in der sozialen Marktwirtschaft werden, bedeutet im Grunde, dass wir neu denken müssen vom Steuersystem bis zu den sozialen Sicherungssystemen. Wir erleben das jetzt an Folgendem. Natürlich ist das nicht in Ordnung, dass Google, Amazon, Facebook und wie sie alle heißen, GAFA, wie man so schön sagt, keine Steuern in Europa zahlen. Aber jetzt zu sagen, pass mal auf, jetzt erfinden wir mal einfach eine virtuelle Betriebsstätte und die besteuern wir, als wäre es eine richtige Betriebsstätte. Wozu wird das führen? Wir sind einer der großen Exportnationen. Dann werden die Betriebsstätten irgendwo in China oder sonst wo, die deutschen Unternehmen, dann werden die Heimatländer sagen, okay, das sind jetzt richtige Betriebsstätten, jetzt besteuern wir die auch. Deshalb sind wir zögerlich zu bestimmten Vorschlägen, die gemacht werden. Nicht, weil wir nicht finden, dass man Steuern zahlen muss. Aber wenn ich hier ein Unternehmenssteuerrecht habe, der Gestalt altes Körperschaftssteuerrecht, und da habe ich eine Besteuerung der Internetkonzerne, und anschließend weiß ich nicht mehr, ob das Auto ein rollendes Internet ist oder ob das Auto noch in die alte Körperschaftstheorie gehört. Da muss ich Steuersysteme finden, die miteinander kompatibel sind. Und deshalb sind die Arbeiten der OECD so wichtig. Und deshalb können wir da jetzt nicht einfach mal so einen Schlag machen und sagen, für zwei Jahre probieren wir mal das aus, sondern wir müssen das vernünftig durchdenken. Das heißt aber nicht, dass wir nichts tun. Und ähnlich wird es sein, dass ob Daten auch Wert haben wie Arbeit und Ähnliches. Darüber müssen wir dringend diskutieren und vielleicht können wir dazu ja auch die entsprechenden Fachleute einladen. Also, meine Damen und Herren, ich habe so lange über Digitalisierung gesprochen, weil ich glaube, dass davon der Wohlstand, das Wohlstandsversprechen abhängt. Und wenn wir uns unsere Koalitionsvereinbarung anschauen, und das spiegelt sich ja alles im Haushalt wider, dann sind wir ja in dieser Richtung wirklich gut vorangegangen. Wir haben ein Digitalkabinett jetzt, das wird vor der Sommerpause tagen. Wir werden einen Digitalrat einrichten, der uns ganz spezifisch berät über Dinge, die wir noch nicht so wissen, über Entwicklungen, die wir haben. Wir haben die digitale Kooperation zwischen den Ressorts der Bundesregierung verbessert, auch durch die Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt. Und bei dem Digitalkabinett kommt übrigens raus, jeder Minister ist heute in bestimmter Weise ein Digitalminister. Das durchzieht alle Bereiche der Gesellschaft. Und deshalb werden wir da auch zusammenarbeiten und ich werde auch demnächst eine Anhörung zur künstlichen Intelligenz einladen, damit wir hier nochmal festschreiben, wo stehen wir und damit wir vor allen Dingen auch sagen können, was fehlt und wo müssen wir besser zusammenarbeiten. Im Übrigen klassisches Produkt für deutsch-französische Kooperation, so haben wir es ja auch in unserer Koalitionsvereinbarung verabredet. Und Frankreich und Deutschland werden heute in Sofia beim Abendessen, wo wir über Innovation sprechen, einen Vorschlag machen, wie wir auch mit disruptiven Innovationen in Europa umgehen. Stichwort DARPA. Auch sowas braucht Europa und das muss gemeinsam gemacht werden. Nun, meine Damen und Herren, haben wir unsere Koalitionsvereinbarung aber auch in einer Stimmung verabschiedet, die uns sagt, die Stimmung war nicht schlecht.
war der Lage entsprechend, war der Ernsthaftigkeit der Lage geschuldet, sagen wir mal so. Wir konnten auch auf gewissen Vorarbeiten aufbauen, obwohl wir das uns nie eingestanden haben, egal. Jedenfalls hat uns umgetrieben, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland das Leben aus der Perspektive betrachten, wie stellt sich das für mich dar, und nicht aus der Perspektive betrachten, wer ist gerade für was zuständig. Und deshalb sind wir an einigen Stellen über uns hinausgewachsen, sage ich jetzt mal als CDU-Mitglied. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Schulen zu fördern, nicht nur in finanzschwachen Kommunen. Wir haben gesagt, wir werden den sozialen Wohnungsbau, oder wir arbeiten daran und hoffen auf tätige Mithilfe. Wir wissen auch, dass wir diese Mithilfe brauchen. Wir haben uns entschlossen, mehr für den sozialen Wohnungsbau zu tun. Wir haben uns entschlossen, mehr für die Gemeindeverkehrsfinanzierung zu tun, alles mit Grundgesetzänderungen verbunden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist für den Bund schon nicht so eine triviale Entscheidung. Denn in der Kombination mit dem Bund-Länder-Finanzausgleich, der in dieser Legislaturperiode 2020 in Kraft tritt, schwächt der Bund damit auch seine finanziellen Möglichkeiten. Und Olaf Scholz hat doch gestern richtig darauf hingewiesen, wenn wir den sozialen Wohnungsbau den Ländern geben, wenn der Bund mehr in die Bund-Länder-Finanzverhandlungen gibt, wenn das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz viel bei den Ländern ist, dann zu sagen, wenn die Investitionssumme im Bund genau um diesen Teil auch sich verschmälert, zu sagen, ja, nun investiert der Bund nicht mehr. So können wir die Sache nicht machen. Wir haben gesagt, wir geben es dahin, wo am besten mit den Dingen gearbeitet werden kann. Das darf man dann aber nicht als erstes 14 Tage später vergessen. Und trotzdem investieren wir ja mehr. Wir investieren übrigens nicht nur Steuergelder, sondern wir werden die Versteigerung der 5G-Frequenzen haben. Wir werden daraus etwas machen. Und unser Problem ist im Augenblick nicht, dass wir zu wenig Geld für Investitionen haben. Unser Problem ist, eine Baufirma zu finden und die Genehmigungen zu haben. Und deshalb müssen wir Genehmigungsrecht beschleunigen und versuchen, mehr Gründungen zu haben, damit wir da vorankommen. Und da ist es richtig, die AFA zu machen im Wohnungsbaubereich. Da ist das Baukindergeld wichtig. Das alles sind Incentives, wie man heute so sagt, Anreize, um besser zu leben. Ja, die letzten Jahre haben wir schon viel gemacht, aber noch nicht genug. So ist das Leben, Herr Bartsch. Sonst müssten wir irgendwann aufhören, Abgeordnete zu sein. Politik wird immer wieder neue Aufgaben haben. Das ist das Schöne und das, was spannend ist. Meine Damen und Herren, der Riesenbereich der Sicherheit ist für uns wichtig. Auch hier werden wir Kooperationen haben, Pakt für den Rechtsstaat. Überhaupt nicht denkbar, weil man nicht mit Kommunen und Ländern zusammenarbeitet. Das heißt, die ganze Koalition ist angelegt auf ein sehr kooperatives Verhalten des gesamten föderalen Systems. Und ich setze darauf, dass das, was wir an Geldern ausgegeben haben für bestimmte Zwecke von den Ländern und Kommunen, dann auch wirklich für diese Zwecke verwendet wird. Und da werden wir schon sehr darauf achten, dass das nicht irgendwo verschwindet. Meine Damen und Herren, ein Riesenbereich neben der Sicherheit ist natürlich auch die Steuerung und Ordnung der Migration im Innern. Und deshalb haben wir uns für die Ankerzentren entschieden. Und ich finde, jetzt sollten auch alle dazu stehen. Und die Vorschläge des Bundesinnenministers an dieser Stelle sind wirklich sehr praxisorientiert. Und mit Verlaub, ich muss mal ehrlich sagen, wenn man am 19. April, und wir sind noch nicht mal 100 Tage im Amt, etwas hört über Missstände im BAMF, die Missstände sind, nun zu sagen, der Minister hat die Sache nicht im Griff, also da muss ich echt sagen, ist auch ein bisschen komisch. Und da Koalitionsfreunden wollte ich das nochmal angemerkt haben. Wir orientieren die sozialen Sicherungssysteme auf die Zukunft. Gestern die Rentenkommission eingesetzt. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Und wir werden natürlich in Pflege und Gesundheit Riesenkraftanstrengungen machen. Mehr Fachkräfte, auch hier wieder ein Riesenproblem. Und ich glaube, wir alle sind im Übrigen uns einig. Und es ist in weiten Teilen eine Länderkompetenz, dass man in den Pflegeausbildungsberufen bis vor kurzem Schulgeld gezahlt hat und keine Ausbildungsvergütung. Das gehört zu den Anachronismen der Bundesrepublik Deutschland. Und dass man das kurz bevor die Republik 70 wird, noch abschafft, darüber bin ich sehr, sehr dankbar, liebe Freunde. Und es geht darum, die natürlichen Lebensgrundlagen zu sichern. Klimaschutz. Wir werden eine Kommission haben, die sich mit dem Ausstieg aus der Braunkohle befasst. Sie erinnern sich, vor mehr als 10 Jahren haben wir uns mit dem Ausstieg aus der Steinkohle befasst. Wir haben das so hinbekommen,
dass dieses Jahr die letzte Grube schließt, aber die Menschen, die dort gearbeitet haben, diesen Wechsel auch verkraften konnten und er mit ihnen gestaltet wurde. Und so muss es auch bei der Braunkohle sein. Erst fragen, was wird in der Region, und dann aussteigen und nicht erst Aussteigedaten festlegen und dann sich überlegen, was wird aus den Menschen. So wird entschieden. Und wir werden auch an eine lebenswerte Umwelt, auf eine lebenswerte Umwelt achten. Mehr Tierwohl, mehr vernünftige Landwirtschaft. Ich hoffe nur, dass die Europäische Union auch in der Lage ist, die Entbürokratisierung der zweiten Säule, die sich ja diesem Thema widmet, auch mal hinzukriegen. Ansonsten werden wir es nicht schaffen. Und ich will mit etwas schließen, was vielleicht manch einem ein bisschen klein vorkommt, aber was ganz groß ist. Am 20. Mai nächste Woche wird zum ersten Mal der Tag, der Weltbienentag sein. Und die Bienen stehen inzwischen pars pro toto. Im Übrigen eine Initiative von slowenischen Imkern. Die Bienen stehen inzwischen pars pro toto für das, was wir unter Artenvielfalt, unter Natur, wie sie funktionieren muss und soll und wie wir sie schützen müssen, steht. Und deshalb sollten wir an diesem Tag wirklich an diese Artenvielfalt denken und etwas Gutes für die Bienen tun. Deutschland, Julia Klöckner und der slowenische Agrarminister haben hierzu eine Vereinbarung geschlossen, wie wir zusammenarbeiten, gerade mit Slowenien, ein kleines Teilchen eines guten, ganz präzisen, konkreten Einsatzes. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben viel Arbeit. Wir wollen das auch tun. Die Bundesregierung wird mit Nachdruck arbeiten. Herzlichen Dank. Alles Gute. Jetzt hat das Wort der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Christian Lindner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kollegin Dr. Weidel, Sie haben hier heute nach AfD-Manier wieder allen anderen Zensuren erteilt. Und es ist ja auch Ihr gutes Recht, als Oppositionsfraktion das zu tun. Aber eine Fraktion, eine Partei, in der sich der nationalökonomische und der sozialnationale Flügel sich nicht auf ein eigenes Rentenkonzept einigen kann, eine solche Partei sollte erstmal sich selbst einer Klärung unterziehen, bevor sie über andere urteilen. Dann können Sie wiederkommen. Dann können Sie wiederkommen. Frau Bundeskanzlerin, in Ihrer Koalition wird gestritten. Der Gesundheitsminister und der Arbeitsminister streiten über Hartz IV. Der Wirtschaftsminister bemüht sich darum, dass die Nord Stream 2 Pipeline kommt. Der Außenminister verweigert sich allen zusätzlichen Dialoginitiativen mit Russland. Es ist ungeklärt, ob nach Auffassung dieser Regierung der Islam zu Deutschland gehört oder nicht. Frau Nahles ermahnt Sie, die Brückenteilzeit müsse jetzt aber auch wirklich kommen. Und wir haben gestern und heute auf offener Bühne eine Auseinandersetzung um den Wehretat erlebt. Sie haben bei der Bundeswehrtagung 1,5% Investitionen in die Verteidigung gemessen am Bruttoinlandsprodukt 2025 zugesagt. Frau von der Leyen fordert 12 Milliarden Euro zusätzlich für die Legislaturperiode. Und dann stellt sich der Bundesfinanzminister hin und sagt,
Ein verteidigungspolitisches Konzept wird nicht besser dadurch, dass es teuer ist. Sie haben ihn heute hier in die Schranken verwiesen, aber ausweislich der Zahlen des Haushalts ändert sich nichts und es gibt keinen Mittelaufwuchs. Frau Bundeskanzlerin, Sie sprechen dieser Tage oft von der Krise des Multilateralismus. Mit Blick auf die drei Regierungsparteien bekommt dieses Wort eine ganz andere Bedeutung. Die sozialdemokratische Fraktion hat Ihrer Rede heute keinen Beifall gespendet. Und wir ermuntern Sie, Frau Bundeskanzlerin, wir ermuntern Sie bei diesen offenen Richtungsfragen von Ihrer Richtlinienkompetenz Gebrauch zu machen. Führen Sie dieses Land. Und lassen Sie Worten Taten folgen. Sie haben hier plädiert für eine Stärkung des transatlantischen Verhältnisses. Dabei haben Sie unsere Unterstützung. Also sollte der Deutsche Bundestag das Freihandelsabkommen mit Kanada, CETA, endlich ratifizieren. Ein klares Signal wäre das. Worauf warten Sie? Worauf warten Sie? Wir brauchen Europa angesichts der Kündigung des Iran-Abkommens durch die USA, der Lage in Syrien und einer im Raum stehenden Auseinandersetzung in Handelsfragen. Aber wie tritt Europa auf der Weltbühne auf? Binnen einer Woche kommt der amerikanische Präsident nach Washington und die deutsche Bundeskanzlerin. Der eine 3 Tage mit militärischen Ehren, die andere 3 Stunden bei Wasser und Brot. Der französische Wirtschaftsminister sagt, wir schützen unsere französische Wirtschaft vor Sanktionen. Der deutsche Wirtschaftsminister sagt, wir können das nicht. Wir wünschen uns eine abgestimmte europäische Haltung, Frau Bundeskanzlerin. Es ist Zeit für einen EU-Sondergipfel zu diesen Fragen, damit wir auch der Welt symbolhaft unterstreichen, dass wir an einem Strang ziehen wollen. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben eine neue Gelegenheit verstreichen lassen, Deutschland klar in Fragen der Weiterentwicklung Europas zu positionieren. Auch der Bundesfinanzminister hat ja dieses Thema gestern aufgemacht. Die Süddeutsche Zeitung jubelt heute, er habe ein leidenschaftliches Plädoyer für Europa gehalten. Alle, die dabei waren, müssen sagen, offensichtlich gibt es eine gewisse öffentliche Entwöhnung in Fragen der Leidenschaft, wenn der Auftritt von Olaf Scholz in der Europapolitik bereits den Affektstau löst. Vielleicht liegt in Wahrheit auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung näher an der Wahrheit, die nämlich geurteilt und kommentiert hat, dass der Finanzminister sich nach und nach aus dem herauswinden will, was die SPD zuvor in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Unter dem Strich kann man sagen, keine klare Position dieser Bundesregierung in einer solchen Existenzfrage. Und dort, wo es dann klare Aussagen gegeben hat, passen Sie ausgerechnet nicht zur Zeit. Ausgerechnet über einen europäischen Währungsfonds sprechen Sie und ausgerechnet über den Common Backstop, oder wir drücken es mal auf Deutsch aus, die letzte Haltelinie mit auch dem Geld deutscher Steuerzahler bei der Abwicklung maroder privater Banken. Und dann sagen Sie, verehrter Herr Finanzminister, ja, Sie hätten die Vermutung, man könnte bei der Reduzierung von Risiken vielleicht noch schneller vorankommen, als man denkt. Was bringt Sie zu diesem Optimismus? Ich lese, dass in Italien eine Koalition davor steht, in die Regierung zu kommen, die Flattax und bedingungsloses Grundeinkommen gleichzeitig will und die einen Schuldenerlass von 250 Milliarden Euro bei der Europäischen Zentralbank erwirken will. In dieser Situation hätten wir von Ihnen gewünscht, ein klares Bekenntnis zu Stabilität, zur finanzpolitischen Eigenverantwortung. Sie wollen Herrn Macron helfen mit dem, was Sie sagen. In Wahrheit ermuntern Sie aber nur Beppe Grillo durch diese Äußerung. Eine Diskussion, die Sie aufgemacht haben, ist ja der EU-Haushalt. Wir entnehmen den Medien, dass der arme Staatsminister Roth völlig alleine in Brüssel war bei den Verhandlungen über den EU-Finanzrahmen.
alle anderen unserer Partner in Europa sagen, wir wollen erst wissen, für was wir Geld ausgeben, bevor wir entscheiden, ob wir mehr geben. Die Deutschen sind die einzigen in Brüssel, die sagen, wir geben mehr Geld und wollen danach sprechen, wofür. Damit haben sie uns in die schlechtmöglichste Verhandlungsposition gebracht. Und wir sind damit allein. Liebe ja, Frau Kollegin Baerbock sagt, Europa zuerst. Ja, in der Tat. Aber Frau Kollegin Baerbock, man ist nicht europafreundlich, indem man zu allem Ja sagt, sondern nur zum Richtigen sollte man Ja sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Staat schöpft aus dem Vollen. 2007 waren es noch 540 Milliarden Euro gesamtstaatliche Einnahmen. 2022 werden es 905 Milliarden Euro per annum sein, bei Nullzins und nahezu ohne Inflation. Und in diesen Zeiten ist die schwarze Null in der Tat kein Fetisch. Dass man das betont, ist ja schon eine sehr defensive Position. Die schwarze Null ist mitnichten ein Fetisch, denn angesichts der Zukunftslasten, die durch Ihre Rentenpolitik noch vergrößert werden, ist die schwarze Null die letzte Haltelinie im Interesse der Enkelgeneration. Sie ist ein Symbol für Stabilität in Europa, denn der Verzicht auf Schulden gibt uns Autorität, auch anderen Stabilität zu empfehlen. Und angesichts von Rekordeinnahmen und Nullzinsen ist es eine Kunst, dass es überhaupt nur eine schwarze Null ist. Bei disziplinierter Politik wären enorme Haushaltsüberschüsse möglich und nötig, Frau Bundeskanzlerin. Stattdessen hat sich diese Regierung für 100 Milliarden Euro Mehrausgaben im Koalitionsvertrag entschieden. Und immerhin 46 Milliarden Euro davon sind bereits eingeplant. Der Bundesinnenminister und CSU-Vorsitzende Seehofer hat gesagt, die Milliarden für Soziales, das seien die Antwort auf die Bundestagswahl. Als ob die da wegen des Pflegenotstands hier sitzen würden. Das sind andere Gründe. Aber es zeigt trotzdem eine Mentalität, wenn der CSU-Vorsitzende sagt, die Milliarden für Soziales sind die Antwort auf die Bundestagswahl. Das heißt, mit Geld Zustimmung kaufen. Und diese Methode, die kenne ich aus dem rheinischen Karneval. Das ist Kamellepolitik. Und damit kann man im Karneval beliebt werden, aber die größte Volkswirtschaft in Europa kann man so nicht führen, meine Damen und Herren. Und in den etwas vornehmeren Worten des Chefvolkswirts des BMF heißt es Social Dominance. So schreibt der Chefvolkswirt Ludger Schuhknecht in einem aktuellen wissenschaftlichen Beitrag. Sozialausgaben verdrängen andere wichtige Schwerpunktsetzungen. Die wirklich wichtige Aufgabe des Sozialstaats ist aber, Menschen aus der Abhängigkeit zu befreien, damit sie ein Leben in eigener Verantwortung führen können. Und dafür ist für uns die Bildung die Schlüsselaufgabe. Schaut man in den Entwurf des Bundeshaushalts, stellt man fest, dass ausgerechnet der zentrale Etat des BMBF zu den wenigen gehört, die 2017 keine Aufwüchse zu verzeichnen haben. Das ist eben genau die falsche Schwerpunktsetzung. Viermal mehr für die Rente als für die Bildung treibt ein Keil zwischen die Großmütter und ihre Enkel. Für den Digitalpakt Schule sind keine Gelder eingestellt. Machen wir uns das bitte klar. Der soll finanziert werden, ich komme gleich nochmal darauf zurück, durch ein Sondervermögen, das gebildet werden soll durch die Auktion von Mobilfunklizenzen. Und das zeigt, wenn es aus einem Sondervermögen kommt, ganz offenbar ist nicht daran gedacht, diesen Mittelansatz zu verstetigen. Sie wollen das Grundgesetz verändern. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben darauf hingewiesen, dass Sie dafür die Zustimmung auch von Oppositionsfraktionen brauchen. Ich habe mit dem Bundesfinanzminister auch in dieser Frage bereits gesprochen, andere auch. Und selbstverständlich sind wir konstruktiv und begleiten das. Aber wir wollen die Frage stellen nach der Qualität. Was passiert mit dem Geld?
Und uns ist wichtig, dass es sich nicht um ein einmaliges Strohfeuer handelt, sondern dass der Bund dauerhaft Mitverantwortung für die wichtigste gesellschaftspolitische Frage übernimmt. Das ist nämlich die Voraussetzung, dass nicht nur in Steine und Tablets investiert wird, sondern auch in Köpfe, nämlich in die Qualität von Lehrerinnen und Lehrern. Sie haben, Frau Bundeskanzlerin, gesprochen hier über künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Freilich begrüßen wir das. Schauen wir in den Bundeshaushalt, stellen wir aber fest, es gibt einen neuen Titel, künstliche Intelligenz. Dieser Titel ist aber mit 0 Euro befüllt. Das ist keine künstliche Intelligenz, das ist keine Intelligenz. Und deshalb sollte es am Ende der Haushaltsberatung dafür einen Mittelansatz geben. Im Übrigen ist es mutig, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie über das Thema Digitalisierung und Tempo machen, genau heute an diesem Tag sprechen. Ich begrüße Ihren Ehrgeiz in der Frage. Aber das heute zu machen, das zeugt wirklich von Courage. Denn am heutigen Tag, ausgerechnet, berichten die Medien darüber, dass es bei der Versteigerung von 5G-Mobilfunklizenzen zu Verzögerungen kommen wird. Die 2018er Breitbandziele werden schon nicht erreicht. Nach britischen Studien haben wir ein LTE-Netz, das nur noch in Russland und Moldawien schlechter ist. Und beim Zukunftsnetz 5G, das wir für das autonome Fahren brauchen, gibt es jetzt eine Verzögerung von mindestens 9 Monaten, wie die aktuellen neuen Pläne der Bundesnetzagentur zeigen. Deutschland kann es sich nicht leisten, weiter Zeit zu verspielen, weil Sie die falsche Politik machen, Frau Bundeskanzlerin. Denn Sie versuchen ja Folgendes. Sie versuchen das Kunststück, einerseits flächendeckende Versorgung von denjenigen zu verlangen, die sich an der Auktion beteiligen, und gleichzeitig maximalen Erlös. Beides zusammen gleichzeitig geht offenbar nicht oder geht zu Lasten der Zeit. Deshalb setzen Sie auf Marktwirtschaft, setzen Sie auch öffentliche Fördergelder ein, beispielsweise durch die Teilveräußerung der Deutschen Post, denn dieses Land braucht bei der Zukunftsinfrastruktur endlich einen Platz in der Champions League und nicht am Abstiegsende der Tabelle. Die Haltung dieser Regierung, Frau Bundeskanzlerin, hat Ihr Wirtschaftsminister ausgedrückt, als er davon sprach, das gegenwärtige Wachstum, das ginge noch 20 Jahre so weiter. Paradiesische Zustände. Bedauerlicherweise sagen die ersten Zahlen im Jahr 2018 etwas anderes. Denn nach den Zahlen des Statistischen Bundesamts hat sich das Wachstum im ersten Quartal 2018 gegenüber dem letzten 2017 halbiert. Bei aller Sympathie sollten wir uns also auf die seherischen Fähigkeiten von Peter Altmaier allein nicht verlassen, sondern die gegenwärtige Stärke als Ansporn begreifen, auch in der Zukunft genau diese wirtschaftliche Stärke zu verteidigen. Diese Wachstumszahlen sind kein Grund für Alarmismus, aber für Wachsamkeit. Denn Brexit, demografischer Wandel, Handelskriege, Digitalisierung, mögliche Zuspitzungen in der Währungsunion, alle diese Risiken stehen eben nicht im Haushalt. Für sie wird keine Vorsorge getroffen. Frau Merkel, Sie haben hier den Internationalen Währungsfonds eben zitiert, aber nicht vollständig. Sie haben über die öffentliche Infrastruktur, Investitionen gesprochen und Digitalisierung der Verwaltung. All das haben Sie zitiert, aber der Internationale Währungsfonds empfiehlt neuerdings, und das ist eine neue Stimme aus Washington, neuerdings auch Steuerentlastungen. Wenn es einmal gute Nachrichten aus Washington gibt, dann ignoriert die Regierung sie auch noch. Ich komme auf Sie zurück. So, jetzt kündigt Olaf Scholz großzügig eine Dämpfung der kalten Progression an. Ja, Herr Finanzminister, der Verzicht auf automatische Steuererhöhungen, das ist keine Entlastung, sondern ein Gebot unserer Verfassung und eine Frage der Ehre im Übrigen. Die deutsche Exportwirtschaft gerät unter Druck. Die USA senken Unternehmenssteuern, Frankreich auch. Sie wollen nichts tun und den Unternehmen, auch unseren großen, im internationalen Wettbewerb stehenden Familienunternehmen, auch noch den Soli abverlangen. Wir schlagen vor, ohne Alarmismus, mit vergleichsweise schmalen Mitteln,
eine Sofortmaßnahme, befristete Sonderabschreibung für digitale Wirtschaftsgüter, damit die privaten Investitionen angeschoben werden und damit auch die Produktivität der Wirtschaft erhöht wird. Dann zum Zweiten, Senkung der Sozialabgaben unter 40%. Der Bundesfinanzminister spricht davon, jeder solle 2.000 Euro brutto im Monat verdienen. Ein wunderbares Ziel, aber wie wäre es damit, Herr Scholz, Sie fangen mal mit der Senkung von Steuern und Sozialabgaben an, was in Ihrer Hand liegt. Und nötig ist der komplette Entfall des Soli bis zum Ende dieser Legislaturperiode, und zwar für alle. Das wäre die minimale deutsche Antwort auf den Steuerwettbewerb in der Welt. Sie sagen, wir können es uns nicht leisten. Wir sagen, wir können es uns nicht erlauben, irgendwann die höchsten Steuersätze der Welt zu haben. Und was jetzt Ihre Zwischenrufe da angeht, seitens der SPD, ich will Sie daran erinnern, in Ihrem eigenen Wahlprogramm haben Sie geschrieben von 15 Milliarden Euro Steuerentlastung, insbesondere Kampf gegen den Mittelstandsbauch. 15 Milliarden Euro hat auch die Union im Wahlkampf versprochen. Was ist aus diesen Zusagen geworden? 10 Milliarden beim Soli, hieß es bei den Koalitionsverhandlungen. In der mittelfristigen Finanzplanung sind es jetzt schon nur noch 9,08. Binnen weniger Wochen ist eine ganze Milliarde in den Plänen verdunstet. Wenn das so weitergeht, kommt am Ende gar nichts raus. Und ich weiß ja, was kommt. Ich weiß ja, was kommt. Kenne ich ja, haben wir gestern auch schon gehört. Die Unionsfraktion wird jetzt riesige Entlastungen vorrechnen. Haben wir gestern schon gehört. Und dabei werden Sozialtransfers und Subventionen und steuerliche Maßnahmen in einen Topf geworfen und dann wird ein Summenstrich darunter gemacht. Sagt Volker Kauder. Einer der großen Vordenker der sozialen Marktwirtschaft, Wilhelm Röpke, der hat einmal davor gewarnt, aus dem Wohlfahrtsstaat ein Tag und Nacht arbeitendes Pumpwerk der Einkommen zu machen, weil am Ende niemand mehr weiß, ob er zu den Gewinnern oder zu den Verlierern von Umverteilungspolitik gehört. Deshalb, den Menschen das Geld erst zu nehmen, es durch die klebrigen Finger der Bürokratie zu leiten, ihnen dann zurückzugeben und ein Dankeschön von den Menschen zu erwarten, das zeugt von ihrem Verständnis des Verhältnisses Bürger und Staat. Ich muss die nächsten 10 Minuten auch noch nehmen. Und gestatten Sie mir einen abschließenden letzten Komplex. Die Frage der Einwanderung. Denn eine Wende in der Integrations- und Einwanderungspolitik ist auch angesichts der Zahlen im Haushalt nötig. Die fiskalischen Folgen wären sonst unkontrollierbar. Und es geht auch noch um mehr. Es geht um den sozialen Frieden im Land. Die Menschen erwarten Entscheidungen, die der praktischen Alltagsvernunft genügen und vor allem Handlungsfähigkeit des Rechtsstaats. Trotz oder wegen CSU und Horst Seehofer fehlt es momentan an beiden. Und ja, Herr Kollege, ich werde meiner Zuneigung für das deutsche Handwerk heute nicht nachkommen. Aber hier geht es um eine ernsthafte Frage bei der Einwanderung, das werden Sie jetzt gleich auch merken. Bislang steht nur eine Neuregelung des Familiennachzugs bei Ihnen im Raum. Der Normenkontrollrat hat Ihren Regierungsentwurf in der Luft zerrissen. Der genügt nicht der praktischen Alltagsvernunft der Menschen und er genügt nicht den Anforderungen des Normenkontrollrats. Bei Menschen ohne dauerhafte Bleibeperspektive macht der Familiennachzug auch keinen Sinn. Konzentrieren Sie sich auf klar definierte Einzel- und Härtefälle statt auf ein Kontingent. Wir haben Ihnen dazu Vorschläge unterbreitet. Kann ich verstehen, dass die SPD in dieser Frage grüner als grün ist. Ansonsten hören wir aus Ihrer Regierung nur Worte. Der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Das ist genauso spalterisch, wie in Bayern Kreuze an die Wand zu nageln. Sie mögen von Macht wie Orbán träumen, aber Deutschland ist ein weltoffenes, tolerantes Land. Wir beurteilen Menschen nicht danach, woher sie kommen oder woran sie glauben, sondern ob sie bereit sind, Verantwortung für ihren Lebensunterhalt zu übernehmen und unsere Rechtsordnung akzeptieren. Es wird lamentiert über eine Anti-Abschiebeindustrie.
Wenn Menschen die legitimen Mittel des Rechtsstaats nutzen, kann und darf man ihnen keinen Vorwurf machen. Dann muss gegebenenfalls der Staat Recht und Verfahren ändern. Wo sind dazu die Vorschläge, Recht und Verfahren zu ändern, wenn es angeblich eine Anti-Abschiebeindustrie gibt? Die Ankerzentren, Frau Bundeskanzlerin, die Sie eben gelobt haben, gibt es ebenfalls nur auf dem Papier. Über die Modernisierung des Einwanderungsrechts und ein besseres Management sollte die Bundesregierung also schnellstmöglich mit denen ins Gespräch kommen, die das umsetzen müssen, nämlich Ländern und Kommunen. Wenn Sie wirklich etwas bewegen wollen, dann rufen Sie umgehend einen Migrationsgipfel von Bund, Ländern und Gemeinden ein, Herr Seehofer. Mit großem Unverständnis verfolgen wir das Chaos im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Es ist die Rede von einem Eigenleben der Behörde. Prüfungen von Schutzgründen erfolgen nicht sorgfältig, lesen wir in den Medien, und offenbar wird nach einer Robin-Hood-Mentalität zum Schaden von Steuerzahlern und Rechtsstaat entschieden. Nach Medienberichten hat die Hausleitung spätestens am 4. April umfassende Kenntnis erhalten. Nach Medienberichten am 4. April spätestens. Zwei Tage später hat der Bundesinnenminister in Nürnberg noch Lobpreisungen zu Protokoll gegeben. Nimmt man zu Ihren Gunsten nur einmal Abstimmungsprobleme in der Spitze des Innenministeriums an, beruhigt das dennoch nicht. Diese Vorgänge müssen restlos aufgeklärt werden, damit Verschwörungstheoretikern kein Boden gegeben wird. Bislang, Herr Seehofer, überzeugen uns Ihre Taten in der Einwanderungspolitik nicht. Und Ihr Aufklärungswille und das Streben nach Transparenz in der Frage Bundesagentur für Migration und Flüchtlinge auch nicht. Um es anders zu sagen, Sie sind einen Schritt entfernt von einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, einen sorgsamen Umgang mit dem Reichtum der Bürgerinnen und Bürger sehen wir beim vorliegenden Haushalt nicht. Anders als die Regierung glauben machen will, ist dieser Haushalt gerade nicht solide, denn er nimmt Zukunftsrisiken nicht in den Blick. Er ist gerade nicht sozial, denn er tut nichts verlässlich für die Bildung. Und er ist gerade nicht zukunftsorientiert. Bei den wesentlichen Fragen wie der Digitalisierung sind sie blank. Unser Wohlstand wird auf Kosten nächster Generationen verlebt. Damit wollen wir uns nicht zufrieden geben. Jetzt hat das Wort die Vorsitzende der SPD-Fraktion, Andrea Nahles. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es stimmt mich sehr traurig, dass der Fraktions- und Parteivorsitzende der FDP in dieser zentralen Debatte zum Haushalt 2018 nicht ein gutes Wort zu Europa gefunden hat. Offensichtlich, Herr Lindner, schreiben Sie sich ganz bewusst, in die wirtschaftsnationale Tradition der Luca-AfD ein. Dieses Erbe mögen Sie antreten. Es versperrt aber ganz klar den Blick darauf, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Zusammenarbeit, auch mehr finanzielles Engagement Deutschlands auf der europäischen Ebene, denn das ist die Antwort auf viele Probleme, die diese Welt hat, Herr Lindner. Und es geht auch hier nicht um Kamellen, sondern wir beraten hier heute in diesem Haushalt, wie wir das hart erarbeitete Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes einsetzen wollen. Darum geht es. Und da geht es zum Beispiel ganz konkret um die Frage, gibt es eigentlich in Zukunft auch noch gut bezahlte Arbeitsplätze in der Lausitz, bevor
die Braunkohleförderung zu Ende geht. Dafür haben wir 1,5 Milliarden regionale Wirtschaftshilfe in diesem Haushalt eingestellt. Es geht um die Frage, werden die Kinder in unseren Schulen digitale Arbeitsmittel endlich zur Verfügung haben, um sich auf die Zukunft auch vorbereiten zu können. Und es geht um die Frage, bekommt eine Rentnerin nach 35 Jahren, wo sie es redlich verdient hat, endlich mehr als Sozialhilfe und eine Grundrente von der deutschen Rentenversicherung. Das sind die konkreten Punkte, das sind keine Kamellen, sondern das sind die Themen, das sind die Bedürfnisse, das sind die Fragen, die die Menschen in unserem Land beschäftigen. Und ich sage Ihnen, es beschäftigt die Menschen auch in den Familien, wenn sie den Vater nur noch am Wochenende sehen, weil er ganz weite Wege zu pendeln hat. Denn bezahlbarer Wohnraum ist in der Nähe des Arbeitsplatzes oft nicht mehr finanzierbar. Und deswegen haben wir, die CDU, CSU und die SPD-Fraktion, eine Wohnraumoffensive auf den Weg gebracht. Und dafür stellen wir Mittel zur Verfügung, für neuen Wohnraum zu schaffen, für Eigenheimförderung und auch dafür, dass Mieter ihre Rechte bekommen. Denn wir wollen nicht mehr, dass gezielt Menschen in diesem Land aus ihren Wohnungen herausmodernisiert werden. Und deswegen gibt es jetzt eine Kappungsgrenze für die Umlage der Kosten. Und es wird sanktioniert, wenn das passiert. Und das sind die wahren Themen, die die Menschen in unserem Land beschäftigen. Und die Frage, können sich pflegebedürftige Menschen darauf verlassen, dass die Menschen, die sie pflegen, überhaupt noch Zeit dafür haben, weil sie genügend Kolleginnen und Kollegen haben, die mit ihnen auf der Schicht sind? Und können sich die Menschen, die auch ein Gewissen haben, die merken, dass sie unter Stress stehen, darauf verlassen, dass diese Pflegekräfte auch gut bezahlt werden? Auch dafür haben wir mit diesem Haushalt die Grundlage gelegt. Denn wir investieren in die sofort, nicht nur 8.000 Stellen Sofortprogramm in die Pflege. Nein, es geht um neue Mindestbesetzungsschlüssel in jeder Schicht, in den Altenheimen und in den Krankenhäusern. Und auch dafür haben wir die finanziellen Mittel in diesen 46 Milliarden zur Verfügung gestellt. Also, ich kann wirklich sagen, das sind die Fragen, die vielen unter den Fingernägeln brennen. Und ich glaube, deswegen ist die ganze Debatte, ob das hier ein Haushalt ist, Investitionshaushalt oder nicht, da muss man ja schon wirklich eine Leseschwäche haben. Dieser Haushalt ist voller Investitionen. Alleine 15 Milliarden mehr für den ganzen Komplex Bildung. Und da sage ich mal an dieser Stelle, was wollen wir damit machen? Ich möchte damit zum Beispiel das BAföG verbessern, aber auch die Meisterausbildung. Die kostet nämlich 7.500 Euro und das kann sich dieses Land nicht leisten. Und deswegen müssen wir an dieser Stelle die Weichen in eine ganz andere Richtung stellen. Und auch ein Thema, Frau Bundeskanzlerin hat das eben angesprochen, in Bezug auf die Altenpflege. Wir bezahlen aber auch in anderen Berufen, die wir dringend händeringend brauchen, wo Franziska Giffey mit dem Gute-Kita-Gesetz jetzt richtige Weichen stellt. Aber eins möchte ich doch mal an der Stelle sagen, wir haben auch da ganz viele offene Stellen, die nicht besetzt werden können. Und deswegen gehört auch das Schulgeld für Erzieherinnenausbildung schlichtweg abgeschafft. Erzieherinnenausbildung in Deutschland muss gebührenfrei werden. Und deswegen sage ich an dieser Stelle, ist dieser Haushalt, der übrigens, wenn man das mit der letzten Legislaturperiode hat das begonnen, insgesamt 100 Milliarden mehr ausgibt für Familien, für Kinder, für Sozialleistungen. Das ist auch Investition. Ich weiß, das ist ein alter Streit. Ich sage, das sind Sozialinvestitionen. Wenn wir das Kindergeld erhöhen und den Kinderzuschlag verbessern, das ist doch auch Investition in die Zukunft unseres Landes. Und jetzt sind wir am Zug hier. Wir als Gesetzgeber, die in diesem Haus, das Parlament, wir werden uns da einbringen und das Ganze voranbringen. Denn es geht um ganz konkrete Fragen, die die Menschen beschäftigen. Ich sage Ihnen, zum Beispiel haben wir eine wichtige Frage schon angeschoben. Dafür bin ich sehr dankbar, auch der Ministerin Katharina Barley. Einer für alle Klage, sage ich als Stichwort. Es sind Millionen Menschen in Deutschland von deutschen Autokonzernen betrogen worden. Sie müssen mit enormen Wertverlust ihrer Autos rechnen. Und ich sage Ihnen, in meiner Heimat ist das Thema
eines, was ganz vorne und ganz häufig an den Stammtischen diskutiert wird. Und die Leute kalkulieren auch damit. Und deswegen haben sie auch das Recht, dass wir ihre Rechte stärken. Und mit der Einer-für-alle-Klage passiert das. Einer klagt, alle können davon profitieren. Dieses Prinzip wird Millionen Geschädigten endlich die Möglichkeit geben, auch zu ihrem Recht zu kommen. Und ich sage deswegen, wir sollten aufpassen, dass wir diesen guten Start mit guten Initiativen, den wir jetzt auch hatten mit der neuen Bundesregierung, auch weiterführen. Wir packen die großen Themen an und wir handeln. Dafür sorgen auch übrigens Tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Polizei und Sicherheitsbehörden, in der Justiz und in den Gerichten. Sie sichern rechtsstaatliche Abläufe in diesem Land. Und sie sichern damit auch den inneren Frieden in diesem Land. Wir verlangen übrigens von diesen Mitarbeitern, dass sie sich penibel an das Gesetz halten. Und das machen die auch. Was aber soll unsere Polizei und Justiz eigentlich von Politikern halten, die von Rechtsbruch reden, wo es keinen gibt, die Anwälte als Saboteure des Rechtsstaates bezeichnen, die Neutralität des Staates mit Füßen treten und so tun, als wäre das Problem unseres Rechtsstaates, dass Menschen ihre Rechte wahrnehmen. Nein, das ist nicht das Problem unseres Rechtsstaates. Und ich muss an dieser Stelle klar sagen, wir haben doch längst verstanden. Wir haben doch verstanden. Die Menschen erwarten doch, dass unsere rechtsstaatlichen Prinzipien für jedwede Frau und jedweden Mann, egal woher sie kommen, egal ob Manager oder Flüchtling, gelten. Und dass wir auch in der Lage sind, als Staat dieses durchzusetzen, das können Sie von uns verlangen. Und deswegen haben wir einen Pakt für Justiz auch aufgelegt, mit 2000 zusätzlichen Stellen übrigens für die Richterinnen und Richter, 2500 zusätzlichen Stellen bei der Justiz und 15.000 zusätzlichen Polizeistellen. Ja, wir haben verstanden, aber den Rechtsstaat aufgeben, das werden wir nicht tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten uns von nichts und niemandem daran hindern lassen, den Blick auf die wahren Herausforderungen unseres Landes zu richten und dies auch anzunehmen. Die Umsetzung der Vorhaben dieser Koalition und die Investitionen, die in diesem Haushalt angelegt sind, entscheiden über die Zukunft unseres Landes. Wer die im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben dagegen blockiert, schadet unserem Land. Und ich sage an dieser Stelle, wer wieder anfängt, Vereinbarungen in Frage zu stellen, schadet unserem Land. Und wer Nebenschauplätze eröffnet, statt sich ans Umsetzen unserer Vorhaben zu begeben, er schadet unserem Land. Wir sollten uns allen bewusst sein, das möchte ich klar sagen, dass die Menschen von uns hier erwarten, dass wir gemeinsam viel schaffen. Und das dürfen sie auch. Und ich sage das auch im Blick auf ein zentrales Vorhaben dieses Koalitionsvertrages, das ist das Rückgerecht von Teilzeit in Vollzeit. Viele Frauen in Deutschland sitzen in der Teilzeitfalle. 1,7 Millionen Teilzeitbeschäftigte geben an, dass sie mehr arbeiten wollen. Wir haben in diesem Land einen Fachkräftemangel. Wir haben gut ausgebildete Frauen. 1,7 Millionen Teilzeitbeschäftigte, davon sind die meisten Frauen, wollen, dass sie mehr arbeiten können. Ja, warum helfen wir ihnen nicht dabei? Dieses Gesetz ist überfällig. Und zwar genauso, und darauf bestehen wir, wie es im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Und da möchte ich schon mal etwas sagen, weil es offensichtlich ein Reizthema ist, auch bei dem Bundesverband der deutschen Arbeitgeber, dass es auch hier darum geht, die Beweislast umzukehren. Was heißt das? Das ist ein technischer Begriff. Wenn jetzt eine Frau sagt, sie will aus Teilzeit in Vollzeit und der Arbeitgeber sagt, nein, geht nicht, dann ist die rechtliche Lage so, dass die Frau nachweisen muss, es geht doch. Jetzt mal unter uns hier, in diesem Plenarsaal. Glaubt irgendeiner, dass das ernsthaft möglich ist? Ich sage deswegen, wir drehen den Spieß um. Wenn die Frau Teilzeit, Vollzeit aufstocken will, und der Arbeitgeber sagt nein, dann muss der Arbeitgeber begründen, warum. Das ist doch nun wahrlich nicht zu viel verlangt. Und das wird auch niemanden in der deutschen Wirtschaft umbringen. Und das ist das Minimum, was wir tun müssen für die teilzeitbeschäftigten Frauen in diesem Land. Und ich sage deswegen an dieser Stelle auch sehr klar, dass wir bei uns auf der Seite der SPD keinen Redebedarf mehr haben, sondern nur noch Umsetzungsbedarf sehen. Schon der Haushaltsentwurf sieht
46 Milliarden Euro Mehrausgaben für diese Legislaturperiode vor. Und aufgrund der Steuerprognose, wie wir gehört haben, sind weitere 10,8 Milliarden als Spielraum drin. Und deswegen hat Olaf Scholz für den Bundeshaushalt auch den Vorschlag gemacht, einen Teil dieser Überschüsse in den Digitalfonds einzuschütten. Ich glaube, wir haben ja heute gemerkt, dass das auf breite Zustimmung aller stößt. Und es ist auch richtig investiert. Ich sehe dagegen keinen Anlass, die geringen zusätzlichen Spielräume, die wir haben, auch noch in den Verteidigungshaushalt zu stecken. Und die Verteidigungsausgaben wachsen im Vergleich übrigens zur letzten Legislaturperiode bereits. Es gibt bereits einen Aufwuchs im Verteidigungshaushalt auf 38 Milliarden Euro. Und jetzt frage ich mal auch an die zuständige Ministerin. Sie haben in den letzten 2 Jahren das Geld, was Sie bekommen haben, nicht ausgegeben. Und Sie haben es nicht geschafft, aufgrund der inneren Zustände und Ineffizienzen in der Bundeswehr. Und wenn die Frau Merkel hier den Peter Struck lobt, dann möchte ich an dieser Stelle mal sagen, ja, der hat heute noch einen besseren Ruf in der Bundeswehr als sämtliche seiner Nachfolger. Das allerdings ist auch wahr. Das Management der Bundeswehr muss verbessert werden. Wer im Übrigen noch mehr Geld für die Bundeswehr hier will, und wir wissen alle, dass es Probleme gibt, mit Verlaub, wir haben auch Ausrüstungsschwächen. Und da sind wir immer bereit, was zu tun. Aber wir sind nicht bereit, die zusätzlichen Spielräume in diesem Maße reinzustecken. Ich möchte deswegen auch fragen, wo sollen wir sonst das Geld hernehmen, wollen wir mehr Schulden machen dafür? Sollen wir höhere Steuern auf Reiche und Vermögende erheben? Wollen wir in anderen Haushalten einsparen? Wer das hier permanent und zwar einseitig und ohne Rücksprache auch mit uns öffentlich fordert als Kampagne, der muss auch diese Fragen beantworten. Wir haben im Übrigen auch zusätzliche Spielräume bei der Bundesagentur für Arbeit. Darüber freue ich mich. Wir haben verabredet, dass wir das auch in die Absenkung der Arbeitslosenbeiträge investieren. Und das werden wir auch tun. Wir haben verabredet 0,3%, und ich glaube, das können wir machen. Und vielleicht, es gibt auch zusätzliche Spielräume. Für die SPD ist klar, jetzt müssen wir die Qualifizierungsangebote für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen verbessern. Es kann nicht sein, dass wir immer nur in Sonntagsreden über die Digitalisierung und die Notwendigkeit der Qualifizierung im digitalen Wandel reden. Wir müssen dann aber auch die Kreativität aufbringen, das konkret mit Maßnahmen zu unterlegen und in die Qualifikation unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu investieren. Und ich sage an dieser Stelle sehr deutlich, wir haben immer noch in Deutschland, das muss man sich mal vorstellen, 1,5 Millionen Erwerbstätige unter 30 ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Und ich glaube, da haben wir Mittel und Wege. In der Bundesagentur. 3-jährige Ausbildung brauchen wir. Wir haben mit dem Herrn Scheele darüber auch geredet. Wir brauchen zusätzliche Initiativen bei dem Programm Wegebau. Das ist für mich klar. Die SPD wird keiner zusätzlichen Beitragssenkung zustimmen, ohne dass nicht vorher bessere Qualifizierungsangebote für Arbeitnehmer vereinbart worden sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit großer Sorge erfüllt uns in diesen Tagen die internationale Entwicklung. Die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA und die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem sind schwere Fehler und haben weitreichende Konsequenzen. Die jüngsten Ereignisse in Palästina sind furchtbar. Die Zahl der Toten und Verletzten sind wirklich unfassbar. Die letzten Stunden haben vor allem eine tragische Entwicklung zu zeitigen. Sie haben wirklich die radikalen Kräfte auf allen Seiten verstärkt. Die ersten Demonstrationen in Gaza waren auch gegen die Hamas. Mittlerweile hat die Hamas sich diese ganze Bewegung unter den Nagel gerissen. Wir können nicht abseits stehen und wir wollen auch nicht abseits stehen. Wir wollen weiterhin alles dafür tun, damit das Leben der jungen Israelis, der jungen Palästinenser nicht weiter in einem Strudel der Gewalt sinnlos geopfert wird. Ich bekräftige an dieser Stelle, was ich hier vor wenigen Wochen auch gemacht habe, ausdrücklich das Existenz- und im Übrigen auch ausdrücklich das Selbstverteidigungsrecht Israel. Aber auch hier muss
gelten. Die Verhältnismäßigkeit der Mittel muss gewahrt bleiben. Es muss jetzt um Deeskalation auf beiden Seiten gehen. Der UN-Sicherheitsrat ist für uns der legitime und richtige Ort übrigens. Wenn es um eine Beruhigung einer so angespannten Situation geht, wie jetzt zwischen Israel und Palästina. Wir bedauern, dass es nicht gelungen ist, sich auf eine unabhängige Untersuchung der gewaltsamen Auseinandersetzung zu einigen. Wenn die USA ernsthaft eine Rolle im schwierigen Nahost-Friedensprozess einnehmen wollen, dann dürfen sie sich solchen Schritten nicht verweigern und gleichzeitig einseitig Fakten bei den politischen Kernfragen schaffen. Das geht nicht. Einseitigkeit ist das falsche Mittel. Sollte Deutschland im kommenden Jahr im UN-Sicherheitsrat eine Rolle, ein neues Gewicht bekommen, dann werden wir uns als Stimme des Friedens einbringen. Da bin ich mir sicher, dass wir uns hier alle einig sind. Die internationale Sicherheit braucht die Fähigkeit zur Entspannung und übrigens auch die Fähigkeit zum Kompromiss. Und wir werden auch für den Erhalt des Iran-Abkommens kämpfen. Mit unseren europäischen Partnern, dem Iran und den anderen Unterzeichnern des Abkommens, wollen wir Wege finden, wie Handel mit dem Iran weiterhin möglich sein kann. Die Voraussetzung ist, dass sich der Iran an die Verpflichtungen hält. Aber auch hier gilt es, Eskalationsspiralen schlicht zu verhindern. Das unabgestimmte und provokante Vorgehen des amerikanischen Präsidenten zeigt, dass wir Europäer umso mehr gefordert sind. Ich bin der Bundesregierung deswegen dankbar, dass sie sich in den letzten Wochen auf allen Ebenen, ob Bundeskanzlerin, Außenminister, Finanzminister, wirklich bemüht hat, die Europäische Union stärker wieder zusammenzubringen. Wir müssen den Zusammenhalt in Europa stärken. Dazu gehört auch, dass wir zukünftig mehr Mittel in den europäischen Finanzhaushalt einbringen werden als in der Vergangenheit. Ja. Wir haben das im Koalitionsvertrag verabredet und es war weitsichtig, wenn man sich die aktuelle Lage anguckt. Die europäische Integration ist Grundvoraussetzung für Wohlstand und Sicherheit in Europa. Und den Zusammenhalt Europas, den müssen wir doch stärken. Darum ist es momentan nicht gut bestellt. Als größter Profiteur der Europäischen Union ist es auch unser ureigenes Eigeninteresse, in die Stärkung Europas zu investieren. Wer das ablehnt, sägt an dem Ast, auf dem wir alle sitzen. Die SPD tritt auch innerhalb der Bundesregierung für eine klare Haltung hier ein. Olaf Scholz hat hierzu gerade intensive Gespräche mit den europäischen Kolleginnen und Kollegen. Er hat das gestern auch klar dargestellt. Wir sind auf dem Weg in die den europäischen Stabilitätsmechanismus weiterzuentwickeln. Unser Ziel ist es, einen europäischen Währungsfonds zu erreichen. Wir sind auf gutem Weg, das Bankenwesen in Europa sicherer zu machen. Wir unterstützen gemeinsame Mindestsätze bei den Unternehmenssteuern, was mir auch ein sehr wichtiger Punkt ist. Und wir unterstützen auch gerechte Besteuerung großer Konzerne, gerade auch der Internetkonzerne, auch wenn ich Frau Merkel recht gebe, dass das alles nicht ganz leicht ist, aber das Ziel muss hier klar benannt werden. Und ich habe keinen Zweifel, dass die Bundeskanzlerin und der Bundesfinanzminister hier konkrete Fortschritte hinbekommen werden. Die berühmte Antwort auf Macron, ja, davon war ja jetzt viel die Rede, fällt bei uns allen vielleicht etwas weniger pathetisch aus. Das ist aber auch aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Entscheidend ist, dass wir wirklich ganz konkret, und das habe ich gerade dargelegt, an der Integration Europas zusammen mit den Franzosen und den anderen Partnern arbeiten und dass das Früchte trägt noch bis zum Sommer. Dessen bin ich gewiss und da bin ich zuversichtlich und dafür steht diese Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen voll und ganz ein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine Menge uns vorgenommen in diesem Koalitionsvertrag. Es geht jetzt auch darum, uns darauf zu konzentrieren, das anzupacken. Dabei gibt es sicherlich weiter auch kontroverse Debatten. Das ist auch notwendig. Das ist auch richtig, solange wir dabei nicht die Prioritäten aus dem Auge verlieren. Die Menschen in Deutschland erwarten, dass wir etwas tun, damit diese Welt ein sichererer Ort wird. Dafür ist Europa von zentraler Bedeutung. Die Menschen erwarten, dass sie mehr Sicherheit im eigenen Land haben. Dafür investieren wir nicht nur in die Justiz, sondern auch in die sozialen Probleme, die die Menschen verunsichern.
Und deswegen ist dieser Investitionshaushalt, den wir heute vorlegen, ein wichtiger Beitrag, um Deutschland voranzubringen. Und in diesem Sinne fangen wir doch einfach an, das umzusetzen, was wir verabredet haben. Nächste Rednerin ist die Vorsitzende der Fraktion Die Linke, Dr. Sarah Wagenknecht. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin, die Gewalt im Nahen Osten eskaliert. Wenn es Europa nicht gelingt, das Atomabkommen mit dem Iran zu retten, dann droht ein Flächenbrand. Wir begrüßen es, dass Sie, Frau Bundeskanzlerin, sich von dieser gefährlichen Politik Donald Trumps distanziert haben. Wir haben schon lange eine eigenständige und selbstbewusste europäische Außenpolitik gefordert. Und wir sind froh, dass wir mit dieser Position heute nicht mehr alleine stehen. Aber wenn auch die Bundesregierung inzwischen einsieht, dass die amerikanische Politik unseren Sicherheitsinteressen widerspricht und dass es fatal wäre, sich dieser Politik weiter unterzuordnen, ja, dann müssen Sie doch jetzt auch die notwendigen Schritte unternehmen. Ich meine, Sie, Frau Merkel, Sie haben öffentlich kritisiert, dass der Bruch des Iran-Abkommens, ich zitiere Sie, das Vertrauen in die internationale Ordnung verletzt. Das ist richtig. Aber das Vertrauen in die internationale Ordnung, das wird doch seit Jahren verletzt. Das wird doch verletzt bei jeder Gelegenheit, wo das Völkerrecht mit Füßen getreten wird. Das wird doch überall dort verletzt. Das wird doch überall dort verletzt, wo große Militärmächte und allen voran die Vereinigten Staaten sich anmaßen, Länder, deren Regierungen ihnen nicht gefallen oder die ihnen ihre Rohstoffe nicht zu den gewünschten Konditionen zur Verfügung stellen, militärisch zu verwüsten. Das war im Iran so, das war im Irak so, das war in Libyen so. Sie haben vorhin die Entwicklung genannt, aber Sie haben sie genannt, als sei das vom Himmel gefallen, dass diese Länder destabilisiert wurden. Das war doch Kriegspolitik. Und die jüngsten Militärschläge gegen Syrien, auch die waren völkerrechtswidrig. Und die haben Sie leider sogar noch begrüßt. Und wenn Sie das Vertrauen in die internationale Ordnung wiederherstellen wollen, dann gehört dazu, dass Sie diese unverantwortliche Politik des Regime Changes, die immerhin schon über 1 Million Menschenleben gekostet hat, dass Sie die unmissverständlich verurteilen und dass Sie klarstellen, dass Deutschland einen Krieg gegen den Iran weder direkt noch indirekt unterstützen würde. Da würde ich gerne mal was von der Bundesregierung dazu hören. Zweitens, wenn Sie ehrlich Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten haben, ja, dann hören Sie doch bitte endlich auf, in dieses Pulverfass auch noch Waffen zu liefern. Das kann doch nicht wahr sein. Seit Jahren versprechen Sie uns eine restriktive Rüstungsexportpolitik. Und in Wahrheit dealen Sie hemmungslos mit den Rüstungslobbyisten. Und Sie liefern Diktatoren wie Erdogan oder wie den Saudis genau die Waffen, die sie brauchen, um ihre blutigen Kriege in Syrien oder eben auch in Jemen zu führen. Das ist doch eine völlig unverantwortliche Politik. Pro Stunde. Sterben weltweit 4 Menschen durch deutsche Waffen. Wir finden, dieses Verbrechen muss endlich ein Ende haben. Und drittens, auch das gehört zu einer eigenständigen Politik. Steigen Sie endlich aus dem vom Trump vorangetriebenen Wettrüsten aus. Im letzten Jahr haben die europäischen NATO-Staaten 300 Milliarden Dollar für Rüstung ausgegeben. Die NATO insgesamt 900 Milliarden Dollar. 900 Milliarden Dollar. Sie haben vorhin darüber geredet, Fluchtursachen zu bekämpfen. Ein Zehntel dieser Summe von diesen 900 Milliarden würde genügen, damit auf dieser Welt kein einziges Kind mehr verhungert oder an Armutskrankheiten stirbt. 900 Milliarden. Und ich sage Ihnen zum Vergleich. Russland.
Russland gibt 66 Milliarden im Jahr aus. Wir reden also über eine Relation von 900 Milliarden zu 66 Milliarden. Und da erzählen Sie uns allen Ernstes, wir müssen noch weiter aufrüsten, damit Putin nicht vielleicht morgen vor den Toren von Berlin steht. Wie krank ist das denn, was Sie hier verbreiten? Der Rüstungsetat, und das ist doch schon interessant, der Rüstungsetat ist der einzige, wo Sie nicht kleckern, sondern klotzen. Und dabei sind Waffen und Kriegsgerät, und das finde ich das wirklich Schlimme, dieser großen Koalition offensichtlich mehr wert als die Kinder in diesem Land. Denn während Sie für bessere Kitas gerade mal 3,5 Milliarden sich abbringen können, sollen die Rüstungsausgaben um mindestens 5,5 Milliarden steigen und wenn es nach Frau von der Leyen geht, sogar um 12 Milliarden. Können Sie irgendeinem Steuerzahler erklären, warum Sie mit seinem hart erarbeiteten Geld einen solchen Schindluder treiben? Das ist doch wirklich überhaupt nicht zu rechtfertigen. Und es gibt noch einen Schritt. Es gibt noch einen Schritt, wenn Sie wirklich eine eigenständige Politik wollen. Dann beenden Sie die Eiszeit mit Russland und heben Sie die unsäglichen Sanktionen auf. Ja, es stimmt. Ja, es stimmt. Auch der Anschluss der Krim war völkerrechtswidrig. Und trotzdem brauchen wir die Kooperation mit Russland, wenn wir Probleme lösen wollen. Das sehen wir doch jetzt bei dem Beispiel Iran. Und auch Sicherheit in Europa gibt es nur mit Russland und nicht gegen Russland. Das war doch die Kerneinsicht, die damals der neuen Außenpolitik, der neuen Ostpolitik von Willy Brandt zugrunde gelegen hat. Und diese Tradition hat doch die deutsche Außenpolitik über viele Jahre geprägt. Und da müssen wir doch dahin zurückkommen, statt diese wichtige Tradition jetzt von einem Amateur im Außenamt endgültig entsorgen zu lassen. Das ist doch der falsche Weg. Und das können Sie doch als SPD schon gar nicht mittragen. Und ja, es geht auch um wirtschaftliche Interessen. Ist Ihnen wirklich noch nicht aufgefallen, dass die Russland-Sanktionen in erster Linie die europäische Wirtschaft treffen und darunter ganz besonders die deutsche Wirtschaft? Oder dass es vor allem europäische Unternehmen sind, denen nach der Kündigung des Iran-Abkommens jetzt Probleme drohen? Ich finde die Frechheit, mit der der neue US-Botschafter sich in die Geschäftspraktiken deutscher Unternehmen eingemischt hat, die spricht doch Bände. Und statt 4 russische Diplomaten auszuweisen, die wirklich überhaupt nichts verbrochen haben, hätte man vielleicht diesem hemdsärmlichen Kollegen lieber die Heimreise nahelegen sollen. Eine eigenständige europäische Außenpolitik kann es natürlich auch nur in einem einigen Europa geben. Und das verlangt nicht weitere Zentralisierung, sondern es verlangt eine Politik der guten Nachbarschaft. Im Unterschied zu Ihnen haben wir den Wahlsieg von Macron vor einem Jahr nicht frenetisch bejubelt. Und wir stehen heute an der Seite derer, die sich in Frankreich gegen seinen Sozialabbau zur Wehr setzen. Aber gerade den Macron-Fans hier im Hause, gerade denen müsste es doch zu denken geben, wenn Macron jetzt die deutschen Exportüberschüsse und die deutsche Sparwut als antieuropäisch kritisiert. Und in dem Punkt hat er doch wirklich recht, wenn ausgerechnet die größte europäische Volkswirtschaft rücksichtslos weiter auf Lohndumping, auf Exportförderung und auf einen schwachen Binnenmarkt setzt, dann macht sie nicht nur Politik gegen die eigenen Arbeitnehmer, sondern sie macht eben auch Politik zu Lasten unserer Nachbarländer. Und das untergräbt den europäischen Zusammenhalt. Das ist doch völlig offensichtlich. Und dabei ist die Regierung eigentlich in einer komfortablen Situation. Sie haben hohe Steuereinnahmen. Sie können sie zu Lasten von Konzernen und Superreichen sogar noch weiter erhöhen und dann tatsächlich auch Mittel- und Geringverdiener spürbar entlasten, nicht nur symbolisch, wie Sie es vorhaben. Die Nullzinsen vergrößern Ihren Haushaltsspielraum noch weiter, und zwar beträchtlich. Sie hätten alle Chancen der Welt, Deutschland zu einem innovativeren und gerechteren Land zu machen. Aber was machen Sie?
Trotz eines Investitionsstaus von 120 Milliarden Euro bleiben die Investitionen, und zwar auch nur, wenn man ganz gutwillig rechnet, bleiben die Investitionen auf dem jetzigen kläglichen Niveau. Und das, obwohl Sie zurzeit das Geld von den Banken fast geschenkt kriegen, wenn Sie das für Investitionen einsetzen würden. Aber diese grandiose Mannschaft von schwarzen und roten Nullen schaut lieber weiter zu, wie Straßen, Brücken und öffentliche Gebäude verrotten, wie innovative Unternehmen am langsamen Internet verzweifeln und wie Funktelefonate in Deutschland in manchen Gegenden anstrengender sind als in vielen Entwicklungsländern. Das ist doch keine haltbare Situation. Und obwohl Sie wissen, dass infolge der Digitalisierung in Zukunft vor allem qualifizierte und hochqualifizierte Arbeit gefragt sein wird, obwohl Sie das wissen, schicken Sie unsere Kinder weiter in marode Schulen, wo die Lehrer fehlen, wo der Unterricht ausfällt und die jedes Jahr etwa einige tausend junge Menschen verlassen, ohne auch nur richtig lesen und schreiben gelernt zu haben. Frau Merkel, ich finde ja beeindruckend und ich finde es auch richtig, was Sie hier zur Förderung der künstlichen Intelligenz gesagt haben. Aber die natürliche Intelligenz, die Intelligenz der Kinder und jungen Menschen in diesem Land, die sollte man vielleicht nicht völlig außer Acht lassen. Und vor allem in sozialen Brennpunkten sind die Zustände an vielen Schulen eine einzige Katastrophe. Kinder, die hier ins Leben starten, haben nie eine echte Chance. Und wenn es nach Ihnen geht, wird sich daran auch nichts ändern. Denn die Summe, die Sie jetzt zusätzlich bereitstellen, die wird noch nicht einmal verhindern, dass in vielen Schulen weiterhin der Putz von der Decke fällt. Und ich finde ja auch interessant, die Große Koalition, auch Sie, Frau Merkel, heute nicht, aber manchmal schon, sprechen neuerdings wieder von sozialem Zusammenhalt. Begrüßen wir ja sehr. Aber ich sage Ihnen mal, wie der soziale Zusammenhalt zurzeit in Deutschland beschaffen ist. In diesem Jahr bekommt das Geschwisterpaar Quandt und Klatten, zwei Leute, aus seinen ererbten BMW-Anteilen eine Dividende von 1.100 Millionen Euro überwiesen. 1.100 Millionen Euro für zwei Personen. Und gleichzeitig schreiten sich die Zahlen 25%. Ja, da würde sich mancher Arbeitnehmer freuen, wenn er nur 25% hätte. Und gleichzeitig schreiten sich an den Tafeln immer mehr Arme, darunter auch viele Rentnerinnen und Rentner, viele Alleinerziehende, um abgelaufene Lebensmittel. Ist das ein sozialer Zusammenhalt, wie Sie ihn sich vorstellen? Wir würden das eher Raubtierkapitalismus nennen. Es gibt kein Land in der EU, in dem die Zahl der Beschäftigten, die trotz Arbeit arm sind, so stark gewachsen ist in den letzten Jahren wie in Deutschland. Und was tut die Große Koalition? Teilweise prangern sie öffentlich die Missstände an, die sie selber herbeigeführt haben. Das hat man bei der Rede von Frau Nahles wieder eindrucksvoll gehört. Aber sie ändern nichts. Jeder in diesem Land weiß, dass ein Mindestlohn von 8,84 Euro nicht zum Leben reicht. Die Bundesregierung hat vor kurzem ausgerechnet, dass man mindestens 12,63 Euro braucht, um nach 45 Jahren Vollzeitarbeit eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu bekommen. Herr Scholz hat mittlerweile einen Mindestlohn von 12 Euro gefordert. Ja, ich finde das ja gut, wenn sich die SPD unseren Forderungen anschließt. Aber wie erklären Sie es dann irgendeinem Ihrer Wähler, dass Sie in eine große Koalition gehen, ohne eine Erhöhung des Mindestlohns auch nur gefordert zu haben? Sie haben ja noch nicht mal die Forderung aufgestellt. In den Unternehmen werden die Umgangsformen immer rüder. Bei Amazon werden Beschäftigte noch auf der Toilette digital überwacht. Bei der Post muss man inzwischen eine bärenstarke Gesundheit mitbringen, wenn man einen unbefristeten Vertrag haben will. Einige von Ihnen haben das öffentlich beklagt. Aber wenn Sie nicht wollen, dass Arbeitnehmer immer schutzloser solchen Praktiken ausgeliefert sind, dann ändern Sie endlich die Gesetze, die das alles doch erst ermöglicht haben. Sorgen Sie dafür. Dass niemand mehr in diesem Land von den Jobcentern gezwungen wird, prekäre, untertariflich bezahlte Arbeit annehmen zu müssen. Verbieten Sie sachgrundlose Befristungen, nicht wieder mit tausend Hintertürchen. Das sind doch
doch Dinge, die Sie tun können, und stellen Sie eine solide Arbeitslosenversicherung wieder her, statt Arbeitslose nach einem Jahr mit Hartz IV zu enteignen und um alles zu bringen, was Sie sich im Leben aufgebaut haben. Jetzt wollen Sie schon wieder den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung senken und den Unternehmen ein Milliardengeschenk machen. Nehmen Sie das Geld und verlängern Sie die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I. Das wäre doch mal eine richtige Maßnahme für mehr soziale Sicherheit. Was haben Sie im Wahlkampf? Was haben Sie im Wahlkampf nicht alles für bessere Pflege versprochen? Jetzt soll es 8.000 Stellen mehr geben. Bei 40.000 fehlenden Stellen allein in Seniorenheimen und mindestens 70.000 fehlenden Stellen in den Krankenhäusern. 8.000 Stellen werden an den schlimmen Zuständen in vielen Pflegeheimen nicht das Geringste ändern. Und das wissen Sie auch. Herr Spahn hat jetzt angeregt, noch mehr osteuropäische Arbeitnehmer in der Pflege einzusetzen. Vielleicht sollten Sie, Herr Spahn, lieber mal darüber nachdenken, warum sich kaum noch junge Menschen für eine Ausbildung als Pfleger entscheiden. Vielleicht hat das damit zu tun, dass es nicht sehr attraktiv ist, Knochenarbeit für Hungerlöhne zu leisten. Und es ist vor allem auch zutiefst ungerecht. Jede einzelne Pflegekraft leistet mehr für das Allgemeinwohl als alle Investmentbanker zusammen. Und deswegen muss diese wichtige Arbeit endlich angemessen bezahlt werden. Ich meine, das ist doch wirklich tragisch. Es gibt nicht ein Problem, das Sie entschlossen anpacken. Nicht eine Herausforderung, der Sie sich wirklich stellen. So kann man doch nicht in eine Wahlperiode starten. Ohne Ideen, ohne jede Vision, ohne einen einzigen großen Gedanken oder irgendein wichtiges Vorhaben, so kann man doch nicht anfangen. Vor kurzem wurden die Bürgerinnen und Bürger danach gefragt, wer heutzutage die Macht hat. Und die wenigsten gaben an, dass sie der Meinung sind, dass die Macht bei den Politikern liegt. Und nahezu niemand glaubte, dass die Bevölkerung die Macht hat, wie es ja eigentlich in einer Demokratie sein sollte. Die Mehrzahl ging davon aus, dass es die Wirtschaft, die großen Unternehmen und die Reichen sind, die dieses Land regieren. Und ich will Ihnen ja nicht unterstellen, dass das Ihre Absicht ist. Aber wenn man den Menschen besonders überzeugend demonstrieren will, dass sie nicht mehr in einer Demokratie leben, dass sie wählen können, was sie wollen, und es ändert sich überhaupt nichts. Es geht all das weiter. Die gleiche Konstellation, die gleiche Politik, der sie genau vorher nachdrücklich bei der Wahl eine rote Karte gezeigt haben. Und wenn man auch noch dem letzten Gutgläubigen verdeutlichen will, dass Wahlversprechen nichts anderes sind als wohlkalkulierte Lügen, dann muss man es genau so machen, wie Sie es machen. Ich finde das unverantwortlich. Sie haben vorhin gehört, was für Hetzreden inzwischen im Bundestag gehalten werden, dass solche Reden, wo Menschen gegeneinander ausgespielt werden, wo Menschen herabgesetzt werden, dass solche Reden hier im Bundestag möglich geworden sind, das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Und Sie denken noch nicht mal darüber nach, diese Politik endlich zu verändern. Ich finde das wirklich zum Verzweifeln. Das kann doch nicht so weitergehen. Alle Umfragen belegen. Viele Menschen machen sich Sorgen um die Zukunft. Eine Mehrheit wünscht sich mehr sozialen Ausgleich. Sie ärgert sich, dass gerade die größten Unternehmen oft die niedrigsten Steuern zahlen und die Politik nichts dagegen tut. Sie fordert eine Besteuerung großer Unternehmen. Sie will keine Aufrüstung, sondern Investitionen in die Zukunft. Und was machen Sie? Sie machen einfach das Gegenteil. Sie subventionieren Konzerne und füllen die Auftragsbücher der Waffenschmieden, aber sie sind nicht bereit, Kinder und alte Menschen vor Armut zu schützen. In einem Land, das die vielleicht besten Autos dieser Welt baut, erklärt sich die Politik für unfähig, pflegebedürftigen alten Menschen einen Lebensabend in Würde zu ermöglichen. Frau Bundeskanzlerin, liebe Große Koalition, Sie erwägen ja gerade, einen Werteunterricht für Flüchtlinge einzuführen. Also ich würde Ihnen dringend raten, vorher erst mal Ihre eigenen Werte zu überprüfen. Ich finde, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen dringend eine andere Politik. Wir brauchen eine Politik, die auch das Rückgrat besitzt, auch Interessenkonflikte mit mächtigen, einflussreichen Lobbys und Interessengruppen durchzustehen. Eine Politik, die endlich wieder das tut, was ihr Auftrag in einer Demokratie ist. Politik für die Mehrheit zu machen und nicht nur für die Reichen.
Für Bündnis 90 Die Grünen spricht nun die Kollegin Katrin Göring-Eckardt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, Frau Wagenknecht, ich finde es wirklich sehr löblich, dass Sie sich über den gesellschaftlichen Zusammenhalt hier Gedanken machen. Ich finde es aber in diesem Kontext genau verkehrt, dass Sie versuchen, die osteuropäischen Pflegerinnen dann am Ende doch gegen die auszuspielen, die hier aus unserem Land kommt. Das, finde ich, sollten Sie sich noch mal überlegen. Bei den Arbeitsbedingungen gebe ich Ihnen recht. Frau Merkel, Sie haben heute viel über die Aufgaben geredet, die vor uns liegen. Sie haben heute gezeigt, dass Sie, dass diese Koalition, die Mitglieder dieser Koalition eigentlich wissen, dass das Land im Umbruch ist. Sie hätten die Mittel dazu. Sie haben die Möglichkeiten dazu. Und wenn man sich dann den Haushalt anschaut und wenn man sich dann anschaut, was real gemacht wird, dann sind Sie eben doch gefangen in den alten Routinen, in dem alten Es geht weiter so, in einem Haushalt, der eben nicht für die Zukunft gemacht ist, sondern nur eine Fortschreibung, so eine Art Wiedervorlage des Alten, meine Damen und Herren. Und natürlich ändert sich da draußen die Welt, die Haltung, die Sehnsucht. Und ich habe mir Ihre Rede in Aachen angeschaut. Und haben Sie Herrn Macron gelobt für die Begeisterungsfähigkeit für Europa wie so einen putzigen Welpen. Und Sie? Sie haben da gestanden und genau das nicht gemacht. Und ich habe das auch heute hier nicht gehört. Frau Nahles hat gesagt, wir sind ja vielleicht nicht so begeisterungsfähig. Aber du meine Güte, darauf kommt es doch an. Es kommt doch jetzt darauf an, dass wir auch ausstrahlen, dass wir für dieses gemeinsame Europa sind. Es kommt doch jetzt darauf an, dass wir das Geld auch bereitstellen. Und das hat Ihr Finanzminister eben leider nicht gemacht in seiner Ankündigung hier gestern. Es kommt doch darauf an, dass wir zeigen, wenn der Iran-Deal gekündigt worden ist von den Vereinigten Staaten, dass wir es europäisch gemeinsam machen und nicht nur darüber reden. Es kommt doch darauf an, dass wir zeigen, dass wir die Friedensmacht sind. Und eine Friedensmacht, Frau Merkel und Frau von der Leyen, ist man nicht, indem man einerseits immer über Europa und gemeinsame Außenpolitik redet und auf der anderen Seite dann eben doch wieder nur den Etat für die deutsche Bundeswehr aufstockt, die einen verdammt schlechten Umgang mit ihren eigenen Finanzmitteln hat. Und deswegen akzeptieren wir das auch nicht, meine Damen und Herren. Dieses gemeinsame Europa, für das es jetzt wirklich auch Leidenschaft braucht und auch das Eintreten dafür, auch in schwierigen Zeiten, das könnten Sie jetzt zeigen. Sie haben ja schon eine ganze Menge von Krisen gemeistert und auch Fehler gemacht. Einige hier behaupten ja immer, den größten Fehler hätten Sie 2015 gemacht. Ich glaube, da haben Sie ihn gerade nicht gemacht. Da haben Sie aus einer Notsituation heraus richtig entschieden, sind ins Risiko gegangen, trotz aller Konsequenzen und Nebenwirkungen, die diese historische Situation nun mal bringt. Aber jetzt könnten wir vor einer Situation stehen, wo der größte Fehler genau jetzt passiert, indem Sie dieses Europa eben auch nur versuchen mitzuverwalten, ins Kleinteilige zu verfallen. Und ich kann nur hoffen, dass die Vorschläge, die Sie hier angekündigt haben, genau das Gegenteil sind, dass Europa groß gedacht wird, dass tatsächlich die Verantwortung für die gemeinsame Außenpolitik auf europäischer Ebene liegt, dass Schluss ist mit dem Veto, damit wir tatsächlich auch gemeinsam und tatkräftig handeln können. Das brauchen wir jetzt. Als Gegenüber für Donald Trump, als Unterstützung für die Zivilgesellschaft in den Vereinigten Staaten. Das brauchen wir jetzt, damit wir uns in Europa auch wirklich gemeinsam zu Hause fühlen können. Das erwarte ich von Ihnen und von Ihrer Regierung, Frau Merkel. Und wenn man das ernst meint, lieber Christian Lindner, Ihre Rede auf dem Parteitag zu Europa, da war ich ja ganz bei Ihnen, da ging es ja um einen historischen Moment, von dem Sie gesagt haben, der sei nicht genutzt worden. Doch was mich wundert, wenn Sie so vehement ein deutsches Ja zu Europa fordern, dann heißt das doch, dass man eine gemeinsame Verantwortung für die Finanzen wahrnimmt. Dann heißt das doch, dass man ins Risiko geht, dass man sich tatsächlich engagiert. Und Sie hätten wirklich diese Möglichkeit gehabt. Sie hätten diese Möglichkeit gehabt,
als wir darüber verhandelt haben, für dieses gemeinsame Europa einzutreten. Genau das haben Sie nicht gemacht. Sie wollen ein anderes Europa, Herr Lindner? Sie wollen, nein, wir haben nur dieses eine Europa. Das ist das Problem. Wir haben nur dieses eine Europa und das können wir gestalten. Und dafür können wir gemeinsame Verantwortung übernehmen. Und manchmal reicht es eben nicht, Mut aufs Plakat zu schreiben. Manchmal muss man eben den Mut auch an der richtigen Stelle haben. Und Sie haben ja gesagt, vielleicht ist es auch diese Mutsache, die Sie brauchen, dass Sie mehr Frauen eine Möglichkeit geben möchten. Auch das habe ich mir genau angeschaut. Sie haben da irgendwie von Gender geredet, als ob das was Ekliges wäre. Sehe ich anders? Ja, das findet die AfD auch. Darauf habe ich gewartet. Ich finde, Herr Lindner, machen Sie es einfach so. Das mit den Frauen, das regelt der Markt. Machen Sie den Frauen einfach bessere Angebote und Zukunftsperspektiven, denn so kriegt man Spitzenfrauen in die Politik und nicht damit, dass man darüber redet, dass es vielleicht ein bisschen besser aussieht, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Frau Merkel hat vorhin gesagt, Herr Seehofer braucht noch ein bisschen Schonfrist, weil es noch nicht 100 Tage sind. Dann habe ich mal schnell gerechnet. Das Innenministerium ist in Unionshand seit 4.500 Tagen. Und wenn es dann darum geht, was man noch nicht im Griff hat, dann finde ich, kann man schon mal auf diese 4.500 Tage, diese sehr lange Verantwortung der Union blicken. Herr Seehofer, seit Wochen torpediert Ihre Partei, die CSU, das Grundgesetz. Markus Söder von rechts und Herr Dobrindt von rechts. Mit dem Bayerischen Polizeiaufgabengesetz darf gegen unschuldige Bürgerinnen und Bürger ermittelt werden, ohne konkreten Verdacht. Der Protest gegen dieses Gesetz ist Verfassungspatriotismus, meine Damen und Herren. Und das, was Sie da machen, ein Angriff auf unsere Verfassung. Das stellt den Rechtsstaat selbst in Frage. Und Herr Seehofer, Sie sind Verfassungsminister. Und man muss sich wirklich wünschen, man muss sich wirklich inständig wünschen, dass Sie unsere Verfassung jetzt mal gegen die CSU verteidigen. Herr Söder kann gar nicht so viele Kreuze aufhängen, dass man an Sie beten könnte, dass es bald vorbei ist, dass der Landtag endlich gewählt ist, dass diese populistischen Auswüchse aufhören und vor allem, dass die CSU endlich einen Koalitionspartner kriegt, damit da Vernunft einzieht, meine Damen und Herren. Und liebe Frau Nahles, ich habe mir sehr genau angeschaut, was der Haushalt bietet für Gerechtigkeit. Erstmal habe ich mich ja gefragt, warum haben Sie eigentlich, ich glaube, 13 Stunden verhandelt um das Finanzressort, damit am Schluss Wolfgang Schäuble Olaf Scholz heißt. Und sonst ändert sich eigentlich nichts. Noch nie hat eine Regierung mit so viel Geld so wenig gemacht. Die Einnahmen steigen und das Land fährt trotzdem weiter auf Verschleiß. Wo finde ich denn die von Ihnen angesprochene soziale Gerechtigkeit? Sie können sich doch nicht hier hinstellen und über die Pflegekräfte reden und am Ende kriegen Sie nicht mehr als einen Tropfen auf den heißen Stein. Selbst Jamaika hatte 25.000 Pflegekräfte besprochen und Sie sind rausgekommen mit 8 Pflegekräften. Ich war in der letzten Woche und in den Wochen davor in der ganzen Reihe von Pflegeheimen. Und die Leute fühlen sich vergackeiert, so sagt man das bei mir zu Hause, weil sie sagen, das ist nicht mal so, dass wir eine Kraft pro Pflegeeinrichtung mehr haben. Das kann doch nicht sein, das ist doch das Gegenteil von Gerechtigkeit. Das ist doch der Versuch, Leute ruhig zu stellen und kleines Karo zu machen, meine Damen und Herren. Aber am meisten hat mich erschüttert, wie lange hier heute eigentlich über die große Existenzfrage Ökologie geredet worden ist. Frau Merkel, in Ihrer Rede, wenn ich es richtig angeguckt habe, waren es, glaube ich, minus dem Gedenktag für die Bienen eine Minute. Ist das Neue jetzt an der Koalition, dass man noch nicht mal mehr so tut, als ob die ökologische Zukunft des Landes irgendwie wichtig ist? Sie stehen oben auf der Zugspitze und machen schicke Fotos dabei, wie sie der Klimakrise zuschauen, wie der Gletscher schmilzt. Und am Ende des Tages haben Sie nicht einmal den Hintern in der Hose, mit einem einzigen Beschluss zu mehr Klimaschutz da wieder runterzufahren. Das ist doch eine Fortsetzung der Katastrophe, die wir Klimakrise nennen.
Natürlich brauchen wir sofort den Ausstieg aus der Kohlekraft. Diese Verzögerungsspielchen mit noch wieder einer Kommission, die werden nicht mehr weiter funktionieren. Wir werden Sie übrigens auch nicht daran messen, was Sie irgendwie miteinander verabreden konnten und ob Sie diese Ziele einhalten. Wir werden Sie daran messen, was ökologisch, was in dieser Existenzfrage tatsächlich notwendig ist. Und ich will es noch mal sagen, nur damit es irgendwie vielleicht noch mal in Ihren Kopf hineinkommt. Jedes Jahr müssen durchschnittlich 26 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen wegen extremer Klimaschäden. Die Unwetter nehmen zu. 2017 haben Stürme, Erdbeben, Überschwemmungen einen Schaden von 330 Milliarden Euro verursacht. Das ist die Wirklichkeit, übrigens auch die ökonomische Wirklichkeit. Und daran messen wir sie. Hier auf der Regierungsbank sitzt das große ökologische Schweigekartell Deutschlands. Vergangenes Jahr haben Sie noch alle gelacht, als über das Bienensterben geredet worden ist. Aber jetzt macht man das nicht, indem man mal daran denkt, dass das vielleicht ein Problem ist. In Hannover hat ein Supermarkt gerade mal gezeigt, was ohne Bienen wäre. Die haben 60% der Produkte aus ihren Regalen genommen. Ohne Bienen gäbe es kein Obst, keine Babynahrung und vielleicht das Schlimmste für manche, keine Schokolade. Das alles ist systemrelevant. Täglich verschwinden bis zu 100 Tierarten und es entstehen keine neue. Ich will eine Politik, die dafür sorgt, dass 2020 Schluss ist mit dem Artensterben. Und ich will eine Regierung, die das tut. Und meine Damen und Herren, Sie von der Regierung, Sie müssen das wollen, wenn Sie irgendetwas für die Zukunft dieses Landes und die Zukunft dieser Erde tun wollen. So geht es nicht weiter. Und man kann es ja noch mal. Sie können da ruhig drüber lachen, weil, meine, wenn man sich die AfD anschaut und wie sie immer über Heimat und sowas alles reden, dann kann ich nur sagen, wenn Sie daran nicht denken, wenn Sie darüber lachen können, dann haben Sie komplett verfehlt, was deutsche Politiker in dieser Zeit auch tatsächlich tun müssen. Man kann sich die Verschmutzung der Meere mit Plastik anschauen. Oder, heute haben wir ja noch mal was über den Diesel gehört. Das war dieselbe Platte, die ich schon 100-mal gehört habe. Und das war dieselbe Platte, die ich immer von der Autolobby höre. Natürlich geht es darum, dass unsere Automobilindustrie das macht, was sie verschlafen hat, nämlich in die Zukunft zu investieren. Aber es muss doch auch darum gehen, dass die Leute, die betrogen worden sind von derselben Autoindustrie, jetzt auch tatsächlich eine Entschädigung kriegen und eine Hardware-Nachrüstung. Das wieder nicht zu machen, das ist echtes Versagen von Politik. Und das ist auch ein Misstrauen, dass die Leute dann immer weiter haben werden. Und auch da kann man noch mal sagen, wer war eigentlich zuständig in den vergangenen Jahren? Ich meine, Neustart hin oder her. Aber zuständig war im Wesentlichen und immer die CSU. Dafür, dass das alles passieren konnte, dafür, dass die Themen unter der Decke geblieben sind und dafür, dass die Autoindustrie einfach so weitermachen konnte, meine Damen und Herren. Ich finde, was am meisten gefehlt hat in Ihrer Rede, Frau Merkel, das war das große Thema, wie will man eigentlich den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft gestalten? Sie haben gesagt, Sie hätten das erkannt, dass die Leute nicht mehr drauf schauen wollen, wer jetzt zuständig ist. Und deswegen kommen jetzt Grundgesetzänderungen und darüber können und müssen wir ja auch gerne reden. Aber nur ums Zuständigsein alleine geht es eben nicht. Es geht auch um großes Denken. Nehmen wir mal das schöne Beispiel Wohnen. Wir haben die Situation, dass das eine der größten sozialen Fragen dieser Zeit ist. Die Leute flüchten vom Land in die Städte, weil sie Jobs und bessere Infrastruktur suchen. Was sie finden, ist schlechte Luft, keine Kita-Plätze und was sie finden, sind verdammt teure Wohnungen, unbezahlbare Mieten und kein geeigneter Wohnraum. Und dann sagen sie Baukindergeld. Baukindergeld. Und wir sagen dann 22 Milliarden Euro, die übrigens keinem einzigen helfen, der die Miete nicht mehr bezahlen kann, meine Damen und Herren. Das sind Steuergelder, die in den ohnehin schon überhitzten Wohnungsmarkt hineinfließen. Das ist kein Instrument. Es geht doch um die Frage, wie leben wir zusammen? Wie organisieren wir unsere Städte? Wie ist es mit der Infrastruktur? Wo kann man gepflegt werden? Haben wir genügend Kitas? Wie ist es mit der Integration? Meinen wir das wirklich alles ernst? Ja oder nein? Und das erwarte ich von einer Regierung, die über Zusammenleben redet. Nicht, dass sie an diesem und an jedem Punkt mal ein kleines Böllchen verteilt, sondern dass sie die Strukturfrage, das Auseinanderdriften der Gesellschaft, die Armutsfrage, die Frage, wie lebt die Alleinerziehende heute, die am Ende des Monats nicht mal das Geld hat, mit ihren Kindern in Jim Knopf zu gehen,
Diese Fragen verlange ich von Ihnen großzuziehen, in den Mittelpunkt zu stellen Ihrer Politik. Denn das ist die größte Gefahr, dass Ihr Zusammenhalt nicht mehr funktioniert, meine Damen und Herren. Und da hilft auch ganz bestimmt kein Heimatministerium, was noch mehr dafür sorgt, dass es zu Auseinanderdriften kommt. Da hilft nur, dass Sie sich aufraffen und dieses Land zu einem machen, was modern ist, was Zusammenhalt will und was die ökologische Frage endlich in den Mittelpunkt stellt. Auch das hat Ihnen Herr Macron vorgemacht. Und Sie machen es im kleinen Karo. So geht es nicht weiter, meine Damen und Herren. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun das Wort der Kollege Volker Kauder. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich möchte mit dem Thema Europa kurz anfangen, weil es sowohl für unsere Zukunft von großer Bedeutung ist, weil es auch in diesem Haushaltsdebatte eine Bedeutung hat und weil die Werte dieses Europas für die allermeisten in diesem Hohen Haus von großer Bedeutung sind. Und diese Werte sind aus der christlich-jüdischen Tradition. Und zur christlichen Tradition gehört die Erkenntnis, dass jeder Mensch Ebenbild Gottes ist und deshalb eine unverwechselbare Würde hat. Und wenn es dann in diesem Haus Kolleginnen und Kollegen gibt, die das christliche Abendland retten wollen und dann über andere Menschen so sprechen, wie Sie es gemacht haben, Frau Weidel, hat dies mit christlichem Menschenbild nichts zu tun. Null hat es damit zu tun. Sie haben von Kopftuch, Sie sind jetzt mal ruhig und hören zu, man hat Sie ja erst mal wiederholen müssen, damit Sie erst mal hier wieder herkommen. Sie besitzen die unglaubliche, ich sage es jetzt mal, das unglaubliche Ding, sich hier hinzustellen und eine Rede zu halten. Und dann verschwinden Sie aus dem Plenarsaal. Und damit ich Sie ansprechen kann, muss man Sie extra holen lassen. Was sind denn das für Werte, Frau Weidel? So, Sie brauchen mir nicht mehr kommen mit dem christlichen Menschenbild. Was Sie heute gemacht haben, ist das glatte Gegenteil davon. Und dafür sollten Sie sich schämen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Liebe Kollegen, ich bitte um Ruhe. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Hören Sie bitte dem Redner zu. Sie müssen genauso ertragen, wenn man Sie kritisiert, wie andere ertragen. Großmaulig im Austeilen und schwach im Einstecken. Das ist die AfD. So, und jetzt kommen wir mal zu den Themen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir haben mit dieser Haushaltsdebatte, glaube ich, drei Schwerpunkte. Und da ist einmal, was haben wir vor in der Weiterentwicklung unseres Landes? Zweitens, welche Antworten geben wir auf die Herausforderung Europa und wie verhalten wir uns in den großen Konflikten, die den Frieden in bestimmten Regionen bedrohen und auch für uns eine wichtige Aufgabe sind. Wir haben gesagt, mit dieser Koalition wollen wir in Deutschland einiges voranbringen. Wir wollen dieses Land modernisieren. Das ist unser Anspruch. Und wenn man nun in den Haushalt 2018 schaut, sieht man ganz klar, dass damit dieser Weg der Modernisierung begonnen wird. Wir haben nicht gesagt, und auch der Finanzminister nicht,
dass wir mit all den Aufgaben, die wir haben, im Jahr 2018 fertig sind, sondern es ist ja auch eine Planung in den nächsten Jahren. Und dies zeigt sich ja auch. Einmal die Modernisierung in der Digitalisierung, dem schnellen Internet. Zweitens die Modernisierung in unserem Bildungswesen. Und drittens weiter voran in der Forschung und Innovation. Und für all diese Bereiche geben wir auch Geld aus. Aber jetzt so zu tun, als ob es nicht auch Kompetenzverteilungen zwischen Bund, Kommunen und Ländern gibt, führt uns nicht weiter. Also nach dem Motto, weil einige Bundesländer ihre Aufgaben in der Bildungspolitik nicht hinkriegen, muss es der Bund machen. So wird Föderalismus nicht zur Stärke in unserem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es muss natürlich jeder seine Aufgabe machen. Und um es jetzt ganz klar zu sagen, ja, wir machen eine Grundgesetzänderung, Frau Nahles, zum Thema Bildung. Aber ich möchte schon auch ganz klar sagen, dass ich darunter nicht verstehe, dass wir in Zukunft die Lehrerinnen und Lehrer aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Und da sind wir uns ja auch einig. Wir machen was in der Infrastruktur. Und klar ist auch, dass die Länder ihre Aufgaben in der Modernisierung und Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer in die eigene Hand nehmen müssen. Wir haben gesagt, wir haben ein großes gemeinsames Paket, Sicherheitspaket. Und da haben wir miteinander auch vereinbart, dass wir mehr tun in der Polizei, in der Bundespolizei. Die Länder haben auch gesagt, dass sie mehr tun bei der Polizei. Aber es ist natürlich ein genauso richtiger Punkt, dass wir gesagt haben, jeder muss seinen Beitrag leisten. Und dies heißt, dass auch die Länder im Bereich der Justiz mehr tun müssen. Und darauf legen wir auch großen Wert. Ich möchte am Ende dieser Legislaturperiode, vielleicht können wir es ja auch, wir haben uns ja vereinbart, in der Halbzeit mal eine Überprüfung zu machen, was wir erreicht haben. Und da möchte ich dann in dieser Überprüfung in der Halbzeit und vor allem am Ende schon feststellen können, dass jeder seinen Beitrag geleistet hat. Dieses Land wird nicht moderner, wenn nur der Bund Geld in die Hand nimmt und seine Aufgaben macht, sondern wenn auf jeder Ebene jeder seine Aufgaben macht, dann wird Deutschland moderner und darauf legen wir einen großen Wert. Das Thema Europa hat eine, wie ich finde, zu Recht große Rolle gespielt. Und ich habe hier an diesem Rednerpult schon mehrfach leidenschaftlich für dieses Europa geworben und immer wieder darauf hingewiesen, nicht zu kleinteilig darüber zu reden. Ich habe darauf hingewiesen, dass gerade für unsere Generation, die erste Nachkriegsgeneration in Deutschland, Europa nicht in erster Linie ein Europa von Euro und Cent war, sondern dieses Europa eine Wertegemeinschaft, eine Friedenseinrichtung ist. Und für dieses Europa möchte ich auch in Zukunft leidenschaftlich streiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da höre ich dann regelmäßig von verschiedenen Seiten, ja, wie kann man leidenschaftlich für ein Europa streiten, wenn man nicht alles gut findet, was Macron oder andere vorschlagen. Also jetzt kann ich mal sagen, auch in diesem Europa wird um den richtigen Weg diskutiert, wie auch in diesem Deutschen Bundestag. Das ist doch überhaupt nichts Außergewöhnliches. Aber lieber Kollege Lindner, ich weiß ganz genau, dass Sie auch ein leidenschaftlicher Europäer sind. Aber dann kann man sich nicht hier an diesem Rednerpult hinstellen und auf der einen Seite sagen, wir brauchen mehr Europa und wo bleiben die Antworten auf Macron? Und wenn man genauer hinführt, sind 3/4 ihrer Antworten gegen Macron und gegen das, was gerade diskutiert wird. Deswegen glaube ich, braucht keiner dem anderen vorzuhalten, was er nicht richtig macht, sondern es wäre richtiger, wenn wir uns gemeinsam darauf verständigen, wir wollen dieses Europa voranbringen.
Und dazu gehört natürlich auch, dass in diesem Europa, das wir miteinander vereinbart haben, auch gehalten wird. Und jetzt sage ich mal ein Beispiel. Wir haben, wie Macron sagt, Bankenunion. Wir haben die Bankenunion auf den Weg gebracht. Überhaupt keine Frage, das waren wir, die das auf den Weg gebracht haben. Und jetzt haben wir gesagt, aber es gibt zwei Bedingungen, die eingehalten werden müssen. Und das heißt, es muss eine klare Risikominimierung stattfinden. Und wenn dann die EU-Kommission kommt und sagt, also auf diese Minimierung warten wir jetzt nicht, sondern wir gehen weiter, dann ist dies ein Vorgang, den ich als Trickserei bezeichne und der das Vertrauen nicht stärkt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist es doch völlig richtig, wenn wir sagen, wir legen großen Wert darauf, dass die Regeln eingehalten werden. Also ein noch so leidenschaftlich für Europa hilft nichts, wenn wir nicht uns auch an das halten, was wir miteinander vereinbart haben. Das ist auch Teil einer Wertegemeinschaft. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, einen letzten Hinweis. Ich bin dankbar, dass die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin sich jetzt in diesen Tagen natürlich auch mit den außenpolitischen Herausforderungen beschäftigt. Wir haben heute Nachmittag einen großen Kongress von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zum Thema Rückkehrmöglichkeiten von Christen in die Nineveh-Ebene und von Jesiden. Mit dem Thema beschäftigen wir uns schon eine ganze Zeit. Wir sind dem Entwicklungshilfeminister Müller dankbar, dass er dort einen großen Beitrag leistet. Diese Aufgabe ist noch lange nicht gelöst. Und da kann ich nur sagen, wenn man in einer solchen Diskussion steht, muss man auch zeigen können, dass man mit einer gewissen Kompetenz und Stärke arbeitet. Und dazu gehört, Frau Nahles, sowohl Einhalten der ODA-Quote als auch die Bundeswehr auszurüsten. Niemand spricht von Aufrüsten. Aber ich kann es nicht akzeptieren, wenn der Wehrbeauftragte, der früher SPD-Kollege hier bei uns im Deutschen Bundestag war, starke Sprüche über den Zustand der Bundeswehr macht und Sie dann in der SPD sagen, dass dagegen nichts unternommen wird, weil man dafür kein Geld einsetzt. Diese Aufgabenteilung können wir nicht akzeptieren, beim besten Willen nicht. Und deswegen sage ich, es muss sowohl für die Entwicklungshilfe, und wir haben das aneinander gebunden, Entwicklungshilfe und Verteidigungshaushalt, und auf dem werden wir auch in dieser Koalition bestehen. Wir hatten einen guten Start in unserer gemeinsamen Klausurtagen. Das war gut, das wollen wir auch fortsetzen. Aber wir wollen schon, dass auch andere Aufgaben, Soziales, alles in Ordnung. Aber dass unsere Bundeswehr in einen Zustand kommt, der auch ihren Aufgaben entspricht, werden wir nicht lockerlassen. Für die AfD-Fraktion hat als nächstes das Wort der Kollege Dr. Alexander Gauland. Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Kollege Kauder, Beleidigungen meiner Kollegin und der ganzen AfD würde ich lassen, denn es bringt Ihnen keine Stimmen. Dafür bringt es uns Stimmen. Insofern mag das ja eine sinnvolle Taktik sein, aber bei Ihrer Politik müssen Sie das nicht machen. Wir kriegen ja auch so Stimmen. Meine Damen und Herren, wir haben über den Haushalt geredet. Ich fange mal ganz anders an. Die deutsche Gesellschaft ist ein Wunderwerk. Deutschland hat 83 Millionen Einwohner. 44 Millionen davon, die reichliche Hälfte, sind berufstätig im weitesten Sinne. 27 Millionen zahlen mehr Steuern an den Staat. Alle anderen leben von diesen Steuern. Zieht man jetzt noch diejenigen ab, die zwar Steuern zahlen, aber auch aus Steuermitteln bezahlt werden, Beamte, Soldaten, Politiker, Lehrer, bleiben 15 Millionen wirkliche Steuerzahler übrig. Diese kleine Gruppe trägt den gesamten Gesellschaftsaufbau und diesen Haushalt. Leider wird sie immer kleiner.
weil jährlich etwa 140.000 Hochkompetente, wie sie der Migrationsforscher Gunnar Heinsohn nennt, dieses Land verlassen und im Gegenzug nach derzeitigem Stand um die 200.000 sogenannte Flüchtlinge hereinkommen, von denen nicht nur kaum einer hochkompetent ist, sondern viele Analphabeten sind. In Deutschland, meine Damen und Herren, lebt bereits eine große soziale Unterschicht, in der fast 8 Millionen entweder keine Arbeit haben oder nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, wie die Bundesagentur für Arbeit 2016 festgestellt hat. Diese Zahl wächst seit 2015 durch die Zuwanderung von gering und unqualifizierten rasant. Meine Damen und Herren, Deutschland ist kein reiches Land, sondern ein leistungsfähiges. Das gesamte Vermögen der Bundesrepublik beträgt, darauf hat der Historiker Rolf-Peter Sieferle hingewiesen, gerade einmal das Dreifache des Bruttoinlandsprodukts. Diese Leistungsfähigkeit unseres Landes beruht auf einer Vielzahl von institutionellen, mentalen und kulturellen Bedingungen. Dazu gehören Rechtssicherheit, Infrastruktur, Investitionsbereitschaft, sozialer Friede und alles, was man unter Humankapital zusammenfasst. Ausbildung, überhaupt Bildungswille, Leistungsbereitschaft, Vertrauen, ein Mindestmaß an Ehrlichkeit und, meine lieben Kollegen, der zivilisierte Umgang miteinander. Werden diese Bedingungen zerstört, schwindet die Prosperität. Und sie werden zerstört, aber nicht durch uns. Wenn beispielsweise die Alimentierung von Einwanderern im Jahre doppelt so viel Geld kostet, wie das Bundesforschungsministerium an Mitteln erhält, kann man sich ausrechnen, dass die Leistungsfähigkeit des Landes rapide sinken wird. Deutschland schafft sich ab, hat das Thilo Sarrazin genannt. Wir haben aber keine anderen Rohstoffe als den Fleiß und die Intelligenz unserer Bürger. Es wird zwar offiziell geleugnet, dass es eine Masseneinwanderung gibt und neuerdings auch, dass sie illegal ist. Doch täglich kommen 500 illegale Einwanderer in unser Land, was im Jahr um die 200.000 ergibt. Eine Stadt von der Größe Braunschweigs. Anscheinend ist das keine Masse in diesem Haus. Dazu gesellt sich der einwandernde Familiennachzug zu denjenigen, die hier kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht haben. Ja, sogar Gefährder können ihre Familien nachholen, wenn sie geläutert erscheinen. Meine Damen und Herren, welch ein Irrsinn! Dabei ist der Kontrollverlust von 2015 noch nicht überwunden. Praktisch jeden Tag werden Asylbewerber mit zahlreichen Identitäten bekannt. Sie konnten heute in der Welt das wieder nachlesen, wie das in BAMF zugeht. Der Fall des Weihnachtsmarktmörders Amri ist allen bekannt. Es gibt 230.000 abgelehnte, aber bis heute nicht abgeschobene Migranten. Und trotzdem sollen pro Jahr eine 250.000 Menschen einwandern. Nach wie vor kommen 3/4 ohne Papiere. Sobald Sie das Wort Asyl sagen, werden Sie eingelassen. Das ist vollkommen verantwortungslos gegenüber dieser Gesellschaft. Unser Land hat sich durch Masseneinwanderung massiv verändert. Kein Volksfest, kein Weihnachtsmarkt, keine Großveranstaltung mehr ohne Merkel-Poller und aufwendige Sicherungsmaßnahmen. Blutrache und Messerattacken gehören inzwischen zu Deutschland. Die Polizei rät Frauen nicht mehr allein zu joggen oder bei Dunkelheit nicht mehr ohne männliche Begleitung auf die Straße zu gehen. Der CDU-Innenminister von Nordrhein-Westfalen empfiehlt den Bürgern als Schutz vor Messerangriffen, sie sollten nicht unbedingt Menschen nah an sich heranlassen. Das ist CDU-Politik im größten Bundesland. Und es ist leider kein Witz. Dabei wird uns allen Ernstes eine Statistik präsentiert, die sinkende Kriminalitätsraten beweisen soll. Glauben Sie wirklich, dass Sie damit das Gefühl wachsender Unsicherheit dem begegnen können? Am 13. November 2015, auf dem Höhepunkt der illegalen Masseneinwanderung,
erklärte Angela Merkel in der Sendung Was nun des ZDF, ich kämpfe für den Weg, den ich mir vorstelle, für meinen Plan, den ich habe, aus Illegalität Legalität zu machen. Und im Regierungsprogramm der CDU zur letzten Bundestagswahl findet sich der Passus, dass Deutschland seinen humanitären Verpflichtungen aus Resettlement und Relocation nachkommen werde. Was bitte schön, Frau Merkel, sind denn das für Verpflichtungen? Vor kurzem konnte man lesen, dass mehr als 10.000 Menschen aus Nordafrika und dem Nahen Osten in Deutschland eine neue Heimat finden sollen. Nach den Worten des EU-Flüchtlingskommissars nimmt die Bundesrepublik die Flüchtlinge im Rahmen eines EU-Umsiedlungsprogramms auf. Wer hat diesem Programm zugestimmt in diesem Hause und warum wird es klammheimlich an der Öffentlichkeit vorbei inauguriert? Das Ergebnis der Politik der Regierung Merkel ist eine tiefe politische Spaltung Europas. Die Migrationskrise hat deutlich gemacht, dass sich die Interessen der europäischen Partnerländer von denen der Berliner Republik unterscheiden. Die moralische Bevormundung aus Berlin wird von den anderen Europäern als anmaßend empfunden. Die Politik der grenzenlosen Aufnahmebereitschaft hat den Zerfall Europas als politische und wirtschaftliche Union eingeleitet. Denn mit ihrer Asylpolitik hat die Bundeskanzlerin den EU-kritischen Briten das Hauptargument für den Brexit geliefert. Und den Osteuropäern, die Frau Bundeskanzlerin ist nicht mehr da, gute Gründe gegen den weiteren Weg nach Westen. Und ich kann der Bundesregierung und der Frau Bundeskanzlerin auch viel Glück mit der neuen italienischen Regierung wünschen. Denn die wird diese Politik genauso heftig kritisieren, wie wir sie hier kritisieren. Als Macht der Mitte, als vermittelnde Macht, wie uns Herfried Münkler sieht, müsste Deutschland eine gemeinsame Linie für die Politik der Europäer finden. Tatsächlich hat die Bundesregierung das Gegenteil getan. Was in Ihrer Amtszeit, Frau Bundeskanzlerin, gestiegen ist, sind nicht nur die Steuereinnahmen und die Zahl der Messerattacken, sondern auch die Geringschätzung, die Deutschland international entgegengebracht wird. Sogar viele Einwanderer verachten dieses Land. Und wer sich selbst verachtet, wird verachtet. Es ist heute viel vom transatlantischen Verhältnis geredet worden. Unser Verhältnis zu Amerika, meine Damen und Herren, ist so schlecht wie nie. Donald Trump hat sich beim letzten Besuch von Frau Merkel auf seine Weise dafür revanchiert, von deutschen Politikern und Journalisten ständig als Trottel vorgeführt zu werden. Ihm sind die deutschen Moralpredigten inzwischen völlig gleichgültig geworden. Unser Verhältnis zu Russland ist so schlecht wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Viel zu voreilig und ohne Beweise hat sich die Bundesregierung im Fall Skripal und bei den angeblichen Giftgasangriffen Assads gegen Russland gestellt. Doch auch das amerikanisch-russische Verhältnis hat sich inzwischen verändert. Donald Trump hat die Ära des sogenannten Demokratieexports für beendet erklärt und gibt der Realpolitik den Vorzug. Der Kollege Kauder hat an dieser Stelle kürzlich das Werk Münklers über den 30-jährigen Krieg empfohlen. Recht hat er. Denn da findet sich gleich zu Beginn die erstaunliche Feststellung, Zitat, über die Verhängnisfolgen unbedingter Wertbindung lässt sich anhand des 30-jährigen Krieges sehr viel lernen. Unter anderem auch, dass es ohne eine Abkehr davon zu keinem Friedensschluss gekommen wäre. Das kann man getrost über unsere Konflikte mit Russland sagen, Herr Kollege Kauder. Doch wenn das schlechte Verhältnis zu Russland ja wenigstens als Kehrseite ein gutes zu den Osteuropäern bedeuten würde, das ist mitnichten der Fall. Die Osteuropäer, ich habe es schon gesagt, haben andere historische Erfahrungen als der Westen. Sie haben nie Kolonien besessen, sondern sind selber kolonisiert worden von den Osmanen, von der Sowjetunion, von den Nazis. Deshalb haben sie kein jederzeit aktivierbares schlechtes Gewissen. Herr Kollege Gauland, denken Sie an Ihre Zeit. Den kulturellen Selbsthass des Westens, deshalb lassen Sie sich auch nicht einreden, dass Ihre Gesellschaften nicht gut genug sind. Ja, ich muss zum Schluss kommen.
Deutschland geht es gut. Noch. Deutschland ist ein starkes Land, doch es knirscht hörbar im gesellschaftlichen Gebälk. Und dass Sie uns hier anhören müssen und uns immer anhören werden müssen, ist Teil dieses Knirschens. Und das zeigt deutlich, dass diese Gesellschaft von 15 Millionen Leistungsträgern ihre Politik des Weiter-so nicht mehr mitmachen will. Danke. Der nächste Redner ist für die SPD-Fraktion der Kollege Achim Post. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich weiß nicht ganz genau, über welches Land mein Vorredner geredet hat. Über den Haushalt jedenfalls hat er nicht geredet. Dafür weiß ich sehr wohl, dass das, was die erste Rednerin der AfD, Frau Weidel, gesagt hat, mit dem Grundgesetz, mit dem deutschen Grundgesetz jedenfalls nichts zu tun hat, jedenfalls nicht mit Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Haushaltsdebatten, Haushaltswochen, Haushalte sind immer wichtig. Wenn ich die Debatte hier verfolge heute, muss ich sagen, diese Haushaltswoche, diese Haushaltsdebatte, dieser deutsche Bundeshaushalt 2018 ist noch wichtiger als sonst. Warum? Viele Rednerinnen und Redner haben darauf hingewiesen, wie das politische Umfeld ist. Nicht nur im Nahen Osten, wo durch einseitiges Handeln des amerikanischen Präsidenten sowohl in der Frage der Botschaftsverlegung als auch in der Frage der Aufkündigung des Iran-Abkommens das Pulverfass Nahe Osten noch mit einem Brandbeschleuniger weiter in die falsche Richtung getrieben wird, mit unabsehbaren Konsequenzen. Und hier wurde vorhin angesprochen, der neue amerikanische Botschafter. In der Tat, ich habe mich auch gewundert. Vielleicht sollte dieser Herr Botschafter mal in seine Ernennungsurkunde gucken. Da steht nämlich drin, er ist Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in der Bundesrepublik Deutschland und nicht Korrespondent von Fox oder Breitbart News. Man muss aber dazu sagen, wenn man in den Nahen Osten guckt und wenn man auf die Lage gerade in Syrien guckt, ist das, was Russland in den letzten Monaten, ja in den letzten zwei Jahren gemacht hat, brutal, zynisch und menschenverachtend und hat mit dem Völkerrecht nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und gleichzeitig muss man bei all dem, bevor man auf Europa kommt, wissen, dass es eine große Macht gibt, China. Die versuchen, die neue Ordnungsmacht der Welt zu werden. Und zwar mit einer Systemalternative zu unserem Modell von Freiheit, Menschenrechten und Demokratie. Das muss man im Kopf haben. Bei allem Wissen, dass wir sowohl mit den Vereinigten Staaten, mit denen sowieso, das sind seit 20, 30, 40, 50 Jahren unsere wichtigsten Partner außerhalb Europas, aber auch mit Russland und China eng zusammenarbeiten muss und jede Dialogmöglichkeit nutzen muss, die sich nur bietet, meine Kolleginnen und Kollegen. Auf welcher Grundlage also ist dieser Haushalt aufgestellt worden, der Bundeshaushalt 2018? Wir haben in Deutschland, und darum würden uns viele in der Welt beneiden, stabile Wachstumsprognosen, sinkende Arbeitslosigkeit, steigende Beschäftigung. Und auf dieser Grundlage stellen wir einen Haushalt auf, und der Bundesfinanzminister ist da, den ich in aller Kürze mit drei Überschriften beschreiben würde. Das ist ein Haushalt der Solidität. Wir haben einen Haushalt für 2018 und darüber hinaus ohne neue Nettokreditaufnahme, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zweitens, das ist ein Haushalt der Solidarität. Jeder, der was anderes behauptet, sollte sich die Zahlen angucken. Wir geben viel Geld aus, um das Leben der Menschen in Deutschland zu erleichtern, zu verbessern und auch etwas gerechter zu machen. Gucken Sie sich genau an, was gerade in dem Haushalt von Hubertus Heil und Franziska Giffey passiert. Und dritter Punkt, das ist auch an die FDP gerichtet, ein Zukunftshaushalt. Man muss sich nur die Zahlen angucken, die wir investieren, denn das ist ja ein Gespenst, das hier gerade durchs Regierungsviertel marschiert. Das sei ein Haushalt, in dem nicht investiert würde. Wenn ich mir die Zahlen angucke für große Bereiche,
Diese Legislaturperiode im Vergleich zur letzten geben wir in dem Bereich Bildung und Forschung 18% aus. Geben wir in dem Bereich Arbeit, Familie und Soziales 18% mehr aus als vorher. Das sind Zahlen, die können Sie, das sind Zahlen, die Sie sich selber mal durchlesen sollten. Und gucken Sie, ja, das ist ein gutes Stichwort. Gucken Sie sich die Investitionen des Bundes an. Gucken Sie sich die an im Vergleich zum letzten Bundeshaushalt. Plus 18%. Die habe ich mir extra rausgesucht, diese drei Bereiche, weil das jedes Mal um 18% steigt. Das kann man sich leicht merken. Das sollten Sie sich auch merken, lieber Kollege von der FDP. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Der Haushalt ist für alle gleich. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wir kommen zu Europa. Das ist ja auch ein Lieblingsthema von einigen von Ihnen. Wie kann man sowohl das, was in der Welt passiert, als auch das, was wir in diesem Lande machen müssen, wie kann man das vernünftig nach vorne bringen? Das bringt man vernünftig nach vorne durch das, was die Bundeskanzlerin heute und was der Bundesfinanzminister gestern gesagt haben. Indem wir in Europa investieren. Das steht genau so im Koalitionsvertrag und Sie können sich darauf verlassen, wir werden diesen Koalitionsvertrag umsetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dazu gehören zwei Dinge. Zwei Pfeiler, wenn Sie so wollen. Ja, wir wollen die Eurozone stabiler machen. Ja, wir wollen die Eurozone krisenfester machen. Ja, wir wollen die Wirtschafts- und Währungsunion reformieren. Wir wollen gleichzeitig Europa sozialer machen. Wir wollen gleichzeitig mehr tun gegen Steuerflucht. Wir wollen gleichzeitig mehr tun gegen Steuerdumping. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir tun das bereits und wir werden das weiter fortsetzen. Und zu jeder Haushaltsdebatte, zu jeder Debatte darüber, wie die Politik der Bundesrepublik Deutschland in diesem Jahr und in den nächsten 4 Jahren aussehen soll, gehört Streit. Ohne Streit, würde ich sagen, ist eine Demokratie keine richtige Demokratie. Wollen wir doch mal streiten über 2, 3 große Punkte. Ich fange mal mit einem an. Ich streite leidenschaftlich dafür, dass das, was im Koalitionsvertrag steht, nämlich die Einführung einer Finanztransaktionssteuer und auch die Einführung einer Digitalsteuer umgesetzt wird, und zwar so schnell wie möglich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Frau Verteidigungsministerin, ich streite auch leidenschaftlich dafür, genauso wie es im Koalitionsvertrag steht, genauso wie wir es im Haushalt festgelegt haben, dass die Bundeswehr besser, deutlich besser ausgestattet wird als bisher. Das steht genauso. Und jeder Euro und jeder Cent, der im Haushalt steht, wird dann auch für die Bundeswehr ausgegeben. Wogegen ich aber bin, ist die Verdoppelung des Verteidigungshaushaltes. Und wogegen ich bin, sind neue Sonderwunschlisten, die es nur zu Weihnachten gibt, aber nicht zu Pfingsten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dritter Punkt, wenn wir über Europa streiten und auch über das, was wir mit Frankreich gemeinsam machen müssen, denn wir müssen es zuallererst mit Frankreich gemeinsam müssen und machen müssen, dann mit allen anderen, muss ich einmal zu Ihnen gucken, Frau Wagenknecht, bei aller Liebe und bei allem Respekt. Sie haben vorhin relativ spöttisch auf die Kolleginnen und Kollegen geguckt, die sich darüber gefreut haben, dass Herr Macron die Wahlen in Frankreich gewonnen hat vor einem Jahr. Können Sie mir noch einmal sagen, wer die Alternative in Frankreich war zu Herrn Macron? Das war Marine Le Pen, eine Rechtsradikale. Wollten Sie die? Ich kann ja wohl nicht hoffen, dass das der Fall ist. Und wir hier in der Koalition, das zeigt das Europakapitel dieses Koalitionsvertrags, wir sind die Letzten, die mit naiver Begeisterung für irgendjemand in Europa zu Werke gehen, sondern mit Realitätssinn, mit deutschem Eigeninteresse und mit europäischem Verstand. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist dieser Koalitionsvertrag gut, ist dieser Haushalt gut und wird die Politik der Großen Koalition gut. Schönen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat das Wort die Kollegin Simone Barrientos. Sehr geehrter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Kultur ist sehr viel mehr als nur Theater. Manchmal wünscht man sich das auch hier, aber da reden wir jetzt nicht drüber. Mir geht es um Kultur. Kultur ist der Kitt, der die Demokratie zusammenhält. Ohne Kultur geht der gesellschaftliche Konsens verloren. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
Nun hätte also dieser Haushalt und ganz besonders der Kulturhaushalt eine Antwort sein müssen auf die Entwicklung, die dieses Land in den letzten Jahren genommen hat. Menschen vor Märkte, Humanismus vor Kommerz, das wären gute Ansätze gewesen, verpasst. Der Kulturhaushalt ist, so meine ich jedenfalls, vor allem dafür zuständig, Kultur aus dem Zwang des kommerziellen Erfolges zu befreien. Denn wohin das führt, haben wir bei der Echo-Verleihung sehr deutlich gesehen. Unschön. Ja? Es gibt mannigfaltige Angriffe auf Kultur. Dort ist man auf Entziffungstour. Aber es ist, man muss sich darüber gar nicht aufreden, weil man andererseits einen sogenannten Heimatminister installiert hat, der von Leitkultur schwadroniert. Und dem geht es nicht darum, dass sich hier alle heimisch fühlen. Nein, der greift die Kultur in ihrer Vielfalt an. Das gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt und übrigens auch die innere Sicherheit. Nein, man kann die AfD nicht bekämpfen, indem man ihre Inhalte übernimmt. Bitte richten Sie das doch, Herrn Seehofer, der jetzt nicht mehr da ist, freundlicherweise von mir aus. Apropos Taugenichtse. Der Deutsche Kulturrat, und ich bin da ganz seiner Meinung, hat kritisiert, dass die Regierungsparteien, und nur Ihnen beiden wäre es möglich gewesen, das zu verhindern, dass Sie der AfD den Ausschuss für auswärtige Kultur überlassen haben. Was für ein Bild gibt das? Was für ein Bild? Verdammt nochmal, das hätte nicht passieren dürfen. Aber kommen wir zurück zum Haushalt. In den vielen Gesprächen, die ich in den letzten Monaten mit Verbänden wie zum Beispiel dem Ensemble-Netzwerk, der Allianz Freie Künste, dem Bundesverband der Bildenden Künstler, dem Deutschen Kulturrat und etlichen anderen geführt habe, wurden vor allem drei Punkte an mich herangetragen, die zu lösen man sich wünscht. Erstens, Bundeskulturförderfonds. Es braucht mehr Geld, es braucht einen einfacheren Zugang, es braucht Planungssicherheit. Wir beantragen deshalb die Erhöhung des Ansatzes von ca. 6,5 Millionen auf insgesamt 18 Millionen Euro. Jeder Einzelfonds muss unserer Auffassung nach auf 3 Millionen Euro erhöht werden. Dann wird es den Anforderungen der freien Netzwerke gerecht. Wir haben das mit denen besprochen. Die würden sich freuen. Stimmen Sie zu. Zweitens. Die soziale Lage der Kunst- und Kulturschaffenden ist zu verbessern. Es gibt unseren Antrag zu Solo-Selbstständigen. Wir bleiben dran. Muss an anderer Stelle geklärt werden, aber wir kämpfen weiter. Drittens. Kulturelle Vermittlung. Das derzeitige Budget ist bei weitem nicht ausreichend. Wir fordern eine Erhöhung um 1,5 Millionen. Ist auch nur ein Anfang, aber immerhin. Das Wichtigste für mich bleibt, Kultur muss als Staatsziel ins Grundgesetz. Nur dann kann den Herausforderungen der Zeit, den Angriffen von Ewiggestrigen, der Rollback-Bewegung angemessen begegnet werden. Und übrigens, auch das ist eine Frage von Kultur. Schwangerschaftsabbrüche haben im Strafgesetzbuch nicht zu suchen. Vielen Dank. Als nächstes erteile ich das Wort der Kollegin Dr. Frauke Petri. Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nur wenige Tage sind vergangen, seitdem der französische Staatspräsident Emmanuel Macron im Aachener Rathaus den Karlspreis erhalten hat. Was wir sahen, war eine Zäsur. Dort der junge, durchgestylte Franzose, hier die in die Jahre gekommene Kanzlerin. Was sich hierzulande erst langsam herumspricht, ist auf europäischem Parkett bereits offensichtlich. Die Erosion der deutschen Position in Europa. Es ist leider die Quittung für eine jahrelang verfehlte EU-Politik, die mit der Finanz- und Schuldenkrise begann, zur Griechenland- und Eurokrise ausuferte und zuletzt in einer Belehrung und Bevormundung europäischer Partner mündete. Trotz Brexit soll der EU-Haushalt wachsen. Olaf Scholz rechnet mit bis zu 10 Milliarden mehr Belastung für Deutschland
Und das, obwohl der deutsche Steuerzahler durch den ESM bereits zum Bürgen milliardenfacher Insolvenzverschleppung anderer EU-Staaten geworden ist. Verschleppung ist dabei das treffende Stichwort für den Politikstil der Bundesregierung, die seit einem Jahrzehnt markiert Problemverschleppung und nicht Problemlösung die Innen- und Außenpolitik unseres Landes. Es ist daher nicht überraschend, dass Frau Merkel dem Aufsteiger Macron wenig entgegenzusetzen hat. Wenn der französische Präsident ein europäisches Finanzministerium will, dann wird der Vorschlag beschwiegen. Wenn Macron eine europäische Arbeitslosenversicherung fordert, dann wird dies nicht kommentiert. Und wenn Paris nach einem souveränen, geeinten, demokratischen Europa ruft, in anderen Worten nach dem europäischen Zentralstaat, dann widerspricht Berlin wieder nicht. Meine Damen und Herren, diese Regierung, auch diese Kanzlerin, hat bereits zu Beginn dieser Legislatur nicht mehr die Kraft, die Herausforderungen anzunehmen, die von einer aggressiven, zentralistischen und etatistischen Politik auf Brüsseler Ebene ausgeht. Sie setzt keine Akzente, sondern wird von den äußeren Umständen getrieben. Das Primat des Bürgerwillens ist alternativlosem Lavieren gewichen. Der Besuch der Kanzlerin in Washington hat der Welt vor Augen geführt, dass diese Politik eben gerade nicht als Politik des Augenmaßes, sondern als der der Schwäche verstanden wird. Und statt die Lehren daraus zu ziehen, wird das Zerwürfnis mit unserem wichtigsten Bündnispartner auch noch gefeiert. Warum beginne ich mit diesem Diskurs? Weil für den Haushalt der Bundesregierung, das gilt, meine Damen und Herren, was die Politik der Bundesregierung ausmacht. Passivität, Problemverschleppung und mangelnder Wille, die Dinge endlich anzupacken. Der Abbau der Bundesschulden, ja, ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber vergleichen wir das, was möglich wäre, mit dem, was passiert, so sind es am Ende nur ängstliche Schritte. Die Antwort der Regierung bedeutet nicht einen größeren Schuldenabbau oder eine dringend nötige Entlastung der Bürger, sondern mehr Staatsausgaben. Das Bundeskanzleramt, dessen Etat in zweistelliger Millionenhöhe aufgestockt wurde, geht dabei mit gutem oder besser mit abschreckendem Beispiel voran. Der Haushalt krankt am wirtschaftlichen Grundverständnis der Bundesregierung. Ein jeder in diesem Haus sollte das Ziel vor Augen haben, dass der Wohlstand in unserem Land wächst. Und zwar nicht im statistischen Mittel, nicht anhand des wenig aussagekräftigen Bruttoinlandsproduktes, sondern auf allen sozialen Ebenen und real bei den Bürgern. Wenn die Einkommen von Geringverdienern, der Mittelschicht oder Topverdienern steigen, wächst auch die Ungleichheit, mögen manche unter ihnen bemerken. Sie ignorieren jedoch, dass es dann trotzdem vielen besser ergehen würde. Meine Damen und Herren, wir haben kein kapitalistisch verursachtes Problem, sondern ein durch die Regierung verursachtes Wohlstandsproblem und zugegebenermaßen ein Neidproblem. Entgegen der ökonomischen Vernunft erhöht der Staat das Haushaltsvolumen und entzieht damit der Bevölkerung die Grundlage, um weiteren Wohlstand zu schaffen. Er raubt den natürlichen Anreiz zu arbeiten und verbannt kreative, arbeitsfähige Menschen in die staatliche Abhängigkeit. Wenn wir wirklich etwas für die Bürger dieses Landes tun wollen, dann muss der Staat auf Geld verzichten, meine Damen und Herren. Der Haushalt darf nicht wachsen, er muss schrumpfen und infolge die Steuern deutlich sinken. Dies würde dazu führen, dass Geschäftsideen, die heute aufgrund hoher Abgaben und Steuern nicht profitabel sind, wieder profitabel würden. Neue Arbeitsplätze und neue Dienstleistungen würden so geschaffen. Ein Wirtschaftswunder 2.0 würde die heutigen Sozialromantiker ebenso überrumpeln, wie es einst Ludwig Erhard mit der Abschaffung der Preisbindung ermöglichte. Wenn man nun aber immer noch an das Umverteilungsmärchen im Namen der Gerechtigkeit glaubt, nämlich dass gesamtgesellschaftlicher Wohlstand durch Umverteilung generiert wird, dann muss man sich nicht wundern, dass, wie auch der Bund der Steuerzahler moniert, sich Arbeit in Deutschland viel zu häufig nicht mehr lohnt. Wie auch, wenn über 100 verschiedene Sozialleistungen von über 40 staatlichen Stellen verwaltet oder besser gesagt auch in der sozialen Industrie vernichtet werden. Eine vierköpfige Familie braucht heute einen Bruttolohn von ca. 2.500 Euro, um netto Hartz-IV-Niveau zu erreichen. Ein Konzept der negativen Einkommenssteuer würde dagegen für soziale Wärme ohne bürokratische Kälte sorgen. Man braucht nur Mut. Apropos Mut, Frau Göring-Eckardt, er ist nicht mit grüner Hysterie zu verwechseln. Das Insektensterben zu beklagen, aber gleichzeitig zu verschweigen, dass dafür unter anderem auch die großen Monokulturen zuliebe der Umwelt von Mais und Raps verantwortlich sind, das bleibt zu kurz gesprungen.
Anstatt uns ein permanent schlechtes Gewissen wegen der Bienen, wegen Glyphosat, des CO2-Ausstoßes und der Dieselmotoren einzureden, tun Sie etwas Produktives. Helfen Sie uns, eine der unsinnigsten Subventionen zu beenden, nämlich die der Holzöfen. Der Feinstaub verursacht durch Holzöfen in Deutschland, getrieben von KfW-Subventionen und denen der Länder, steigt seit über 10 Jahren drastisch an. Die Blaue Partei lädt die Grünen herzlich ein, sich gemeinsam mit uns für saubere Luft einzusetzen. Die Bundesregierung hat leider den entscheidenden Moment versäumt, eine echte Wende in der Haushaltsplanung herbeizuführen. Mutloses Krämertum wird uns aber nicht vor den Herausforderungen retten, die auf uns zukommen. Die horrenden Sozialleistungen, die der unkontrollierte Zuzug von Einwanderern für uns mit sich bringt, wurden nicht einmal thematisiert. Was wir brauchen, ist eine Rückkehr der Finanzpolitik zur Vernunft und zur bürgerlichen Verantwortung für jeden von uns selbst und für die Gesellschaft. Nur so können wir die Träumereien derjenigen entlarven, deren fatale Antwort auf alle Probleme immer nur wieder bedeutet, mehr Staat, mehr Ausgaben, mehr Zentralismus. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Alexander Dobrindt für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat erleben wir mit der Globalisierung eine Vielzahl neuer Spannungsfelder auf der Welt, gekoppelt mit dem Wunsch der Menschen nach Heimat, nach Herkunft, nach Identität. Und wir diskutieren auch die Chancen der Digitalisierung und wollen gleichzeitig dafür sorgen, dass alle die Möglichkeit haben, davon zu profitieren. Und wir reden auch in der Haushaltsdebatte gerade über die Verantwortung von uns in der Welt, übrigens auch gerade über die humanitäre Verantwortung Deutschlands in der Welt und die Verantwortung für Sicherheit, kulturelle Stabilität und den gesellschaftlichen Frieden. Das alles wollen wir zusammenbringen, und dies geht auch nur dann, wenn man die Bereitschaft hat, in einen starken Staat zu investieren. Ein Staat, der Recht setzt und auch Recht durchsetzen kann, der die Innovationen vorantreibt, der den Wohlstand fortschreibt, der Europa gestaltet und die Souveränität unserer Heimat bewahrt. Das ist die Aufgabe, die mit einem soliden Haushalt auch erfüllt werden kann. Und zu diesem soliden Haushalt gehört gerade das Fortschreiben dessen, was wir in der letzten Legislaturperiode begonnen haben, nämlich einen ausgeglichenen Haushalt vorzustellen mit einer schwarzen Null. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso man da nach all den Erlebnissen, die wir in der Vergangenheit mit der Schuldenkrise in Europa haben, nur einen Hauch an Kritik äußern kann. Ich verstehe nicht, wenn die Zeitungsberichte stimmen, warum in der SPD-Fraktion auch über den Finanzminister gelästert wird, als Olaf Schäuble die Verlängerung von Wolfgang Schäuble. Seien Sie doch stolz darauf, dass wir die Errungenschaften der Schwarz-Null weiterentwickeln in diesem Land und erhalten für die Zukunft. Ja, der Budgetfetisch, der da immer zugerufen wird, derjenige, der das behauptet, der hat in der Tat aus der Schuldenkrise beim besten Willen nichts gelernt. Vollkommen egal, ob dieser Unsinn im Deutschen Bundestag oder in Aachen erzählt wird. Es war nicht der Budgetfetisch, der Europa in die Krise gebracht hat. Es war der linke Schuldenfetisch, der einige Länder Europas an den Rande des Abgrunds gebracht hat. Mehr Schulden bei weniger Investitionen. Mehr Ausgaben, weniger Wachstum, mehr Umverteilung, weniger Leistung. Das ist doch die linke Politik in Europa gewesen. Diese Lasten haben wir immer noch zu tragen, und tragen können wir sie ausschließlich nur in Europa, weil Deutschland in der Lage ist, solide Haushalte abzuliefern. Deswegen funktioniert das Ganze nicht. Die Frau Bundeskanzlerin hat darauf hingewiesen, dass die Schulden von heute nichts anderes sind als Steuererhöhungen von morgen. Und da darf man auch sagen, wer das fordert, Schulden, der fordert die Steuererhöhungen. Wer die Steuererhöhungen fordert, der will nichts anderes als heute konsumieren und die Zeche die nächste Generation bezahlen lassen. Wir stehen hier für Generationengerechtigkeit und werden daran nichts ändern, meine Damen und Herren. Und neben der Bedeutung der Investitionen geht es natürlich in der Tat um
die Entlastung der Bürger bei Rekordhaushalten, bei Rekordsteuereinnahmen. Ja, da muss man dann auch die Entscheidung für Entlastungen kraftvoll treffen. Und dabei ist der Abbau der kalten Progression nur eine zwingende Notwendigkeit. Ich teile das ganz genauso. Aber, liebe Kollegen von der FDP, der Vorwurf, wir würden uns durch Entlastung Zustimmung einkaufen. Die FDP hat früher mal davon gesprochen, dass mehr Netto vom Brutto doch eigentlich ihr Thema ist. Und jetzt den Menschen etwas zurückzugeben, wenn wir die größten Steuereinnahmen haben, gleichzeitig in starke Regionen investieren, gleichzeitig in die Zukunft zu investieren, das nenne ich nicht Zustimmung einkaufen, das nenne ich Leistung honorieren, Wohlstand fortschreiben. Das ist das Ergebnis und das, was wir aus der Bundestagswahl abgeleitet haben. Und deswegen sage ich Ihnen auch, es ist jetzt ein richtiger Zeitpunkt, dass wir über die Senkung der Sozialabgaben reden. Die Sozialkassen sind in der Tat keine Sparkassen. Und wenn wir bei der Bundesagentur für Arbeit jetzt Rücklagen in der Größenordnung von 20 Milliarden Euro demnächst haben, dann ist das das Geld der Beitragszahler und dann muss das an die Beitragszahler zurückgegeben werden. Wir haben vereinbart, 0,3% zu senken, 3,6 Milliarden Euro zurückzugeben. Ich bin heute der Überzeugung, wir können an dieser Stelle mehr machen. Und deswegen lassen Sie uns darüber reden, dass wir die Arbeitslosenversicherung um 6 Milliarden Euro absenken, um 0,5 Punkte, nicht die Sparkasse verlängern, das Geld zurück an den Beitragszahler geben. Das ist der Auftrag, den wir da haben. Und ich bin froh, dass wir auch in dieser Debatte ausgiebig über Europa gesprochen haben. Ein starker Staat, wie wir ihn anlegen in unserem Haushaltsentwurf, der funktioniert heute als starker Nationalstaat auch wirklich nur dann mit nationaler Souveränität, wenn es ein starkes Europa gibt. Nur dann werden wir unsere nationale Souveränität auf der Welt erhalten können. Ich will ein starkes und geeintes Europa. Das heißt aber nicht, dass ausschließlich nur diejenigen gute Europäer sind, die am meisten Kompetenzen möglichst schnell nach Brüssel abgeben wollen. Es geht darum, Europa weiterzuentwickeln, nicht als ständig ever closer Union, sondern als ever stronger Union. Das ist der Auftrag. Wir wollen stärker werden in Europa und das heißt, einen klaren Mehrwert mit dem, was wir für Europa vereinbaren wollen, verbinden. Mehr Europa im Großen, weniger im Kleinen. Dafür sind wir auch bereit, finanzielle Aufwendungen bereitzustellen. Wir wollen den Schutz der Außengrenzen auch vorantreiben und wir wollen dafür sorgen, dass Europa in der Tat bei den ganzen Fragen der Migration mehr Verantwortung übernehmen kann. Meine Damen und Herren, wir haben heute auch noch sehr stark mit der Aufarbeitung der Flüchtlingskrise zu tun. Ja, wir sind aber auch bereit, diese Aufarbeitung voranzutreiben. Dazu gehört, dass wir eine funktionierende Rückführungskultur in Deutschland auch schaffen. Wer kein Bleiberecht hat, der muss auch wieder gehen. Und wer kriminell ist, der hat in der Tat sein Bleiberecht verwirkt. Der Bundesminister Horst Seehofer entwickelt dafür den Masterplan für Rückführungen. Wir arbeiten an der Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten. Wir wollen das auch beim Aufwuchs der Mittel für die Entwicklungshilfe Gelder. Eine Kombination mit der Kooperationsbereitschaft von Drittländern für Rückführungen stattfindet. Wir werden die Ankerzentren aufbauen und damit unser Asylsystem auch wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Erst wenn die Identität geklärt ist, das Verfahren abgeschlossen ist, wird auf die Kommunen verteilt oder direkt aus den Ankerzentren abgeschoben. Wer kein Bleiberecht erhält in Deutschland, der soll sich auch in diesem Land erst gar nicht einrichten, meine Damen und Herren. Und jetzt will ich schon noch mal darauf hinweisen, dass wir bei den Asylverfahren ein Aufwachsen haben vom Jahr 16 auf 17
um mehr als das Doppelte auf 360.000 Verfahren. Und ja, das überlastet in der Tat unsere Verwaltungsgerichte. Das führt zu einer extrem langen Dauer der Asylverfahren. Das führt zu einer Verstetigung der Aufenthalte und es führt auch zu einem Pull-Effekt. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir brauchen natürlich eine Beschleunigung der Asylverfahren. Und es gibt bis heute keine Mitwirkungspflicht der Asylbewerber bei Widerrufsverfahren. Wer sich taubstumm stellt in einem Widerrufsverfahren, der kann auch überhaupt nicht überprüft werden. Wir wollen aber eine Mitwirkungspflicht der Asylbewerber haben, wenn überprüft wird, ob es noch einen Schutzgrund gibt. Weil wenn wir nicht mehr überprüfen können, ob die Schutzgründe noch bestehen, dann kann man am Schluss auch nicht dafür sorgen, dass Menschen, die keinen Schutz mehr haben, wieder in ihre Heimatländer zurückgebracht werden. Das ist aber notwendig, um Akzeptanz im System auch zu erhalten. Und deswegen halt mal den Hinweis noch, lieber Christian Lindner, weil Sie darauf hingewiesen haben, es gibt keine Anti-Abschiebe-Industrie in Deutschland. Man kann beim Bäcker sicher viel lernen, aber nicht alles vermutlich. Und deswegen will ich Ihnen einfach mal den Hinweis geben, schauen Sie sich mal, was die Flüchtlingsräte veröffentlichen, die davon ausgehen, dass sie mit ihren Aktionen immer weniger Flüchtlinge in die Abschiebeflugzeuge bringen, die davon ausgehen, dass sie Abschiebungen verhindern können, wenn die Betroffenen gewarnt werden und die Betroffenen untertauchen, so wörtlich, das ist ein Erfolg. Und deswegen, wer heute dazu auffordert, wie es Flüchtlingsräte tun, dass Unterstützer und Anwälte über Abschiebetermine informieren sollen, damit gefährdete Personen sich verstecken können. Wer darauf hinweist, dass man sich nicht zu Hause aufhalten soll, wenn Abschiebetermine anstehen, oder blau machen soll, weil es so wörtlich kreative Möglichkeiten gibt, warum man mal nicht in die Arbeit kommen kann. Das ist mit Sicherheit alles andere als ein rechtsstaatliches Verständnis von Asylverfahren, meine Damen und Herren. Danke. Der nächste Redner ist der Kollege Dr. Marc Jongen für die AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, für Kultur kann es eigentlich nie genug Geld geben. Mit diesem positiven Vorurteil muss sich jeder Kulturpolitiker, der ja ein Freund und ein Mensch der Kultur sein sollte, seinem Ressort nähern. Ja, Sie sind eher Freunde der Propaganda und Ideologie, dazu komme ich noch. Eine Kulturnation wie Deutschland muss sich ihr kulturelles Erbe auch etwas kosten lassen. Das sind wir uns schuldig. Das sind im Übrigen auch Investitionen, die sich durch indirekte Effekte wie Tourismus, Kreativwirtschaft etc. hundertfach bezahlt machen. Der vorliegende Haushaltsplan indes und damit die Kulturpolitik der Bundesregierung geben Anlass, von diesem positiven Vorurteil abzurücken und einzusehen, es gibt auch im Feld der Kultur und Medien Investitionen, die besser nicht getätigt würden, nämlich solche in linksideologische Propaganda und Förderprogramme, die einzig und allein dem Zweck dienen, Kunst und Kultur auf globalistische, migrations- und EU-euphorische Linie zu bringen. Das sind kulturelle Schadprogramme, deren Mittel besser in Denkmalschutz und kulturellen Substanzerhalt fließen sollten, meine Damen und Herren. Prominentes Beispiel die Kulturstiftung des Bundes. Wird im Haushaltsplan der Bundesregierung mit 35,5 Millionen Euro bedacht. Laut ihrer künstlerischen Direktorin, Frau Hortensia Völkers, will die Kulturstiftung Maßnahmen gegen Abschottung und ideologische Homogenisierung fördern, etwa zum Beispiel mit dem Programm 360 Grad, das eine, Zitat, diversitätsorientierte Öffnung von Kultureinrichtungen anstrebt. Welcher Neusprech, meine Damen und Herren. Die Einzelprogramme,
Die Einzelprogramme heißen dann Everyone's Welcome, Theater Bremen Goes Diversity, Migranten sollen Angebote in der Stadtbibliothek Köln entwickeln und dergleichen mehr. Bis 2024 sollen 21 Millionen Euro in das Programm 360 Grad fließen. Meine Damen und Herren, Kunst und Kultur werden hier zu propagandistischen Begleitmusik für eine verfehlte Politik der Masseneinwanderung degradiert. Man führt auf deutschen Theaterbühnen einen paranoiden Kampf gegen rechts, wobei rechts schon jeder ist, der nicht bereit ist, Tradition und kulturelles Erbe einer staatlich verordneten multikulturellen Zukunft zu opfern. Mit anderen Worten, der nicht bereit ist, der Zerstörung dieses kulturellen Erbes, jedenfalls einem gewaltigen Niveauverlust zuzustimmen. Ich finde es auch immer wieder frappierend, dass je vehementer Vielfalt eingefordert wird, das Ergebnis desto uniformer und austauschbarer aussieht, weil es eben nicht die gewachsene Vielfalt von unten ist, sondern eine von oben aufgestülpte Vielfaltsideologie, meine Damen und Herren. Und das Fatale ist, mit solcher Kulturpolitik züchtet man sich eine Kaste von Staatskünstlern und Staatskulturschaffenden heran, die genau wissen, was sie abzuliefern haben, um an die begehrten Fördertöpfe zu gelangen. Wer nicht das hohe Lied von Vielfalt, Gender, Migration singt, der geht leer aus. Und die Freiheit der Kunst besteht bald nur noch auf dem Papier des Grundgesetzes, aber wirklich unabhängige Köpfe führen hier in Deutschland mittlerweile ein Dissidentendasein. Das ist die traurige Realität. Ich will nicht nur anklagen, es gibt auch positive Aspekte der Kulturförderung durch den Bund, dass zum Beispiel der Etat für das Humboldt-Forum im Berliner Stadtschloss massiv erhöht wurde, war dringend notwendig, damit dieses kulturelle Schaufenster Deutschlands zur Welt in die operative Phase eintreten kann. Und ich habe mich gestern, werte Frau Grütters, am einstimmigen Beschluss im Stiftungsrat des Humboldt-Forums für die neue Organisationsstruktur und den neuen Generalintendanten beteiligt. Und ich kann Ihnen die wohlwollend kritische Begleitung dieses wichtigen Kulturprojekts durch die AfD-Fraktion zusagen. Umso wichtiger ist es mir, Sie und die Bundesregierung hier an dieser Stelle noch aufzufordern, stoppen Sie bitte dieses unsäglich misslungene Freiheits- und Einheitsdenkmal, die sogenannte Einheitswippe, die direkt neben dem Humboldt-Forum errichtet werden soll und die mit sage und schreibe 17 Millionen Euro zu Buche schlägt. An die Stelle neben dem Stadtschloss gehören die historischen Kolonnaden wieder hin, meinetwegen in einer analog veränderten Fassung, wie auch das Stadtschloss wieder aufgebaut worden ist, aber nicht diese alberne Bundesbanane, mit der auch in Wahrheit niemand glücklich ist. Noch ist Gelegenheit dazu. Herr Kollege Jongen, ich komme zum Schluss. Noch ist Gelegenheit dazu. Bitte streichen Sie diesen Unsinn. Vielen Dank. Ich erteile das Wort dem Kollegen Martin Gerster für die SPD-Fraktion. Ja, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, die Haushaltsdebatte ist ja traditionell natürlich auch eine gute Gelegenheit für die Opposition, Kritik zu üben. Wie oft hört man, das ist zu wenig, zu viel, zu schnell, zu langsam, zu früh, zu spät, falsche Richtung. Das gehört zur demokratischen Debatte, zur Auseinandersetzung. Aber ich finde, heute haben wir eine neue Dimension erfahren müssen. Und da muss ich sagen, die Diskriminierung von bestimmten Gruppen in unserer Gesellschaft, das halte ich für unerträglich, auch in einer Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag. Und viele glauben, Haushalt ist ja reine Zahlenhuberei. Nein, es ist in Zahlen gegossene Politik. Und ich finde, bei diesem Haushaltsentwurf kann man ganz gezielt und ganz konkret ablesen, was es für die Menschen tatsächlich bedeutet, wenn an der einen oder anderen Stelle eben mehr im Haushalt verankert ist, beziehungsweise entsprechend die Haushaltsansätze, die guten Haushaltsansätze fortgeschrieben werden. Ich finde, Finanzminister Olaf Scholz hat gestern völlig zu Recht gesagt, das ist ein Haushalt der Investitionen, der sozialen Sicherheit, öffentlichen Sicherheit und auch
der emotionalen Sicherheit. Und ich will ein paar Beispiele nennen aus Begegnungen und Gesprächen in den letzten paar Wochen bei mir in der Region in Oberschwaben im Allgäu, wie letztendlich dieser Haushalt auch viele Verbesserungen für die Menschen bringen wird. Da war die junge Familie, die geklagt hat, Vereinbarkeit von Beruf und Familie klappt noch nicht so gut. Und da will ich sagen, ich finde es großartig, dass unsere neue Familienministerin Franziska Giffey das gute Kita-Gesetz auf den Weg bringen will. Mehr Qualität für die Kita, aber auch die Möglichkeit, die Gebührenfreiheit in allen Bundesländern durchzusetzen. Ich finde es nach wie vor nicht in Ordnung, dass in Baden-Württemberg unter einem grünen Ministerpräsidenten die Familien Kita-Gebühren bezahlen müssen. Das macht oft mehrere hundert Euro aus. Und deswegen sage ich an dieser Stelle, wir ermöglichen allen Bundesländern die Gebührenfreiheit durchzusetzen. Und ich sage auch ganz selbstbewusst, die SPD hat in ihrer Geschichte das Schulgeld abgeschafft, die Studiengebühren abgeschafft. Und wir werden es auch schaffen, die Kita-Gebühren in allen Bundesländern abzuschaffen. Da war die Familie, die gesagt hat, wir haben den Traum nach einem eigenen Haus, nach einer eigenen Wohnung und wir werden diese Familien unterstützen. Es kann nicht der einzige Baustein sein für das Eigentum, aber es kann vielleicht der entscheidende Baustein sein, um eine Eigentumswohnung, ein Eigenheim zu erwerben. Und deswegen sage ich, es ist gut, dass wir das Baukindergeld einführen werden. Es sind für eine Familie drei Kinder 1.200 Euro. Und das macht dann insgesamt über 10 Jahre schon 36.000 Euro aus. Deswegen sage ich, das gehört entsprechend unterstützt und ist ein guter Baustein für junge Familien. Aber wir investieren auch ganz viel in den sozialen Wohnungsbau. Und das ist auch ganz wichtig für Leute, die sagen, Mensch, ich kann bald die Miete nicht mehr bezahlen. Ich habe Angst, dass ich hinausgetrieben werde aus der Wohnung. Und da tun wir auch was, indem wir letztendlich die Umwälzung der Ausgaben für Modernisierung auf die Mieterinnen und Mieter stoppen. Da war der 18-Jährige, der gesagt hat, ich habe jetzt meine Abi-Prüfung gerade geschrieben und meine Eltern haben nicht so viel Geld. So, und kann man jetzt sagen, na, wir werden im Laufe dieser Legislaturperiode ganz viel tun, um solche jungen Leute zu unterstützen, wenn sie studieren wollen. 1 Milliarde mehr in dieser Legislaturperiode für das Schüler- und Studierenden-BAföG, dazu nochmal 350 Millionen Euro für das Meister-BAföG. Ich glaube, das ist eine richtig gute Nachricht für junge Leute. Im Übrigen, wir als SPD haben in den meisten Bundesländern ja durchgesetzt, dass die Studiengebühren abgeschafft werden. Auch das ist ja eine gute Botschaft, die heutzutage oft vergessen wird. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass in manchen Bundesländern schon wieder diskutiert wird, dass für Teile der Studierenden wieder Studiengebühren eingeführt werden sollen oder schon wieder eingeführt worden sind. Da war die Pflegekraft, die gesagt hat, wir haben viel zu wenig Personal. Ich fühle mich überlastet, überfordert. Ich werde im Urlaub angerufen, ob ich nicht kommen kann. Da finde ich es gut, dass wir auf das Schulgeld verzichten und dafür ja die Ausbildungsvergütung entsprechend einführen. Ich glaube, das ist ein großer Baustein, damit dieser Beruf attraktiver wird. Und ganz konkret im Haushalt stehen ja auch 2 Millionen Euro für eine Kampagne zugunsten des Pflegeberufs. Ich glaube, das ist eine richtig gute Sache in diesem Haushaltsentwurf. Ich denke an die THW-Helferin, die ich über die Jahre immer wieder getroffen und gesprochen habe, die 2013 gesagt hat, das kann doch nicht sein, ich bringe mich ehrenamtlich ein, ich helfe anderen Menschen, wenn sie in Not geraten. Aber meine Unterkunft vom THW-Ortsverband ist in einem völlig maroden Zustand, das kann doch nicht so bleiben. Ein bisschen Wertschätzung hätte ich auch gern und ich will daran erinnern, dass wir das Liegenschaftsprogramm, das Fahrzeugprogramm und viele andere Maßnahmen ergriffen haben für diese Helferinnen und Helfer, die unsere Unterstützung auch verdient haben. Ich denke an den Einwanderer, der seine Zukunft in Deutschland sieht, wo wir 2013 bei Integrationskursen gerade mal 200 Millionen Euro im Haushalt hatten. Jetzt ist es eine Dreiviertelmilliarde, damit wir diese Leute auf einen guten Kurs bringen, damit sie Erfolg haben in unserer Gesellschaft und letztendlich gut unterwegs sein können. Ich denke an Leute, die verunsichert sind, sagen,
draußen fühle ich mich nicht mehr wohl, die Angst haben vor Wohnungseinbruch. Hier haben wir viel getan, wir haben die Sicherheitsbehörden gestärkt, aktuell im Haushalt 2000 zusätzliche Stellen bei Polizei und Bundeskriminalamt. Ich denke aber auch an unser Programm letztendlich zur Verbesserung von Einbruchschutz. Das sind unglaublich viele Leute, die das beantragt haben, und das ist eine großartige Sache. Man könnte jetzt so weitermachen, wenn ich noch eine Viertelstunde Redezeit hätte, würde diese auch nicht ausreichen, um aufzuzeigen, wie viele Menschen ganz konkret von unserer Politik, unserem Haushalt profitieren. Aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit, hier in der Haushaltsdebatte und auch im Haushaltsausschuss entsprechend die Positionen zu besprechen. Jedenfalls glaube ich, dieser Haushaltsentwurf eine gute Sache. Herzlichen Dank an Olaf Scholz und das Bundesfinanzministerium. Vielen Dank. Für die Bundesregierung hat das Wort die Frau Staatsministerin Monika Grütters. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, von Jean Sibelius, dem berühmten finnischen Komponisten, stammt das Bonmot: Über Musik könne man am besten mit Bankdirektoren reden, Künstler redeten ja sowieso nur übers Geld. Zumindest die erste Behauptung, den Kunstsinn der Kassenhüter betreffend, deckt sich auch mit meinen persönlichen Erfahrungen. Nicht nur mit Bankdirektoren, auch mit Haushalts- und Finanzpolitikern kann man ganz hervorragend über Kultur reden. Und das macht sich dann in Euro und Cent bezahlt. Was wiederum Künstler und Kreative wie auch Kulturpolitiker freut. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden mit dem Ausgang der Gespräche zum Kultur- und Medienhaushalt 2018, denn erneut konnte die Kulturfinanzierung des Bundes signifikant gesteigert werden, zum Wohle zahlreicher kultureller Einrichtungen und Projekte im ganzen Land. Lassen Sie mich ganz kurz auf die wesentlichen Veränderungen eingehen. Wie bereits im März in der Generaldebatte hier im Deutschen Bundestag angekündigt, ist es mein Ziel, in dieser Legislaturperiode die Aufarbeitung von und den Umgang mit Beständen aus kolonialen Kontexten in Sammlungen und Museen voranzubringen. Deshalb stocke ich mit meinem Haushalt 18 die Mittel für Provenienzforschung ein weiteres Mal auf, um mehr als eine halbe Million gegenüber dem ersten Regierungsentwurf und für den Entwurf 2019, den wir derzeit erarbeiten, beabsichtige ich gerade hier weitere Erhöhungen. Ein erster wichtiger Schritt war die Unterstützung des Deutschen Museumsbundes bei der Erarbeitung eines Leitfadens zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Den haben wir am Montag veröffentlicht. Und ich bin sicher, er wird sowohl den Museen wie auch der Politik helfen, diesem anspruchsvollen und, das kann man bei der Befassung wirklich lernen, sehr vielschichtigen Thema gerecht zu werden. Dieser Aufgabe sollten, ich glaube, müssen wir uns mit Aufrichtigkeit und Nachdruck stellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, viel zu lange war die Kolonialzeit ein blinder Fleck in unserer Erinnerungskultur. Und viel zu lange war das in dieser Zeit geschehene Unrecht vergessen und verdrängt. Es endlich ans Licht zu holen, ist Teil der historischen Verantwortung Deutschlands gegenüber den ehemaligen Kolonien und Voraussetzung für Versöhnung und Verständigung mit den dort lebenden Menschen. Deshalb ist es gut, dass diese Fragen auch mit dem Baufortschritt beim Humboldt-Forum ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt sind. Dort haben wir gestern einstimmig, das ist richtig, Herr Jung, mit allen in den Stiftungsrat entsandten Vertretern der Parteien, der Regierung, Experten einstimmig Hartmut Dorgalow zum Generalintendanten gewählt. Dass wir diesen großen und, wie ich glaube, wirklich wichtigen Schritt in dieser Einmütigkeit getan haben, war zwar nicht unbedingt zu erwarten, freut mich aber doch umso mehr. Zeigt es doch, wie wirksam eine Kultur der Verständigung sein kann. Hartmut Dorgalow wird diese, so beschreibt er selbst das Humboldt-Forum, Freistätte für Kunst und Wissenschaft der Allgemeinheit erschließen. Ich danke an dieser Stelle ausdrücklich Neil MacGregor, der bislang gemeinsam mit Horst Bredekamp und Hermann Patzinger den inhaltlichen Feinschliff am Großprojekt Humboldt-Forum vorgenommen hat.
Es ist damit gut gerüstet für die letzten Monate bis zur Eröffnung Ende 2019. Und ich möchte an dieser Stelle auch ausdrücklich, jetzt ist er leider gerade gegangen, Herrn Pronold, dem Staatssekretär im Bauministerium, danken, der das Projekt bisher ganz hervorragend gemanagt hat. Im Humboldt-Forum in dieser Freistätte laden wir die Besucher ein, Weltbürger zu sein. Wie wichtig es wieder geworden ist, demokratische Errungenschaften wie die Kunstfreiheit, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit aktiv zu verteidigen, müssen wir täglich, übrigens nicht nur im Blick auf manche Nachbarländer, erleben. Immerhin darf Hajo Seppelt jetzt doch nach Russland einreisen. Aber wenn wir auf den Theatermacher Srebrennikow dort schauen, der nicht zum Theatertreffen kommen konnte, wenn wir sehen, wie schwer es unabhängige Journalisten in Ungarn haben und wenn wir die zunehmende Einschränkung der Medienfreiheit in Polen durch das neue Mediengesetz beobachten, wenn wir mit ansehen müssen, wie Liu Xia, die Witwe des Schriftstellers Liu Xiaobo, in China leiden muss. Oder wenn wir sehen, wie viele Künstler und Intellektuelle in der Türkei immer noch im Gefängnis sitzen. Und wenn wir auch hierzulande mit Vorwürfen wie Lügenpresse konfrontiert werden, spätestens dann wird klar, wie wichtig und wie notwendig hier bei uns wirksame Programme sind, die die Bürger, vor allem auch junge Menschen, sensibilisieren für den Wert der Freiheit. Im Austausch mit Experten erarbeiten wir dazu bei BKM neue, vertiefende, weitere Projekte zur Erinnerungskultur, zur Integration und zur Medienkompetenz. Die hierfür bereitgestellten Gelder dürften bestens investiert sein. Die Steigerung, ich komme zum Schluss, des Kulturetats, meine Damen und Herren, ist vor allem eins. Sie ist Ausdruck der Wertschätzung für Kultur und Medien in ihrer Bedeutung für eine offene, demokratische Gesellschaft, für Verständnis und Verständigung, für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Integration. Und warum Künstler und Kreative für Förderung und Unterstützung verdienen, hat der kürzlich verstorbene Kardinal Karl Lehmann, der heute an diesem 16. Mai seinen 82. Geburtstag gefeiert hätte, einmal so formuliert. Ich zitiere, weil wir in einem Zeitalter leben, das häufig vom Nutzenkalkül regiert wird, stellen wir in vielen Lebensbereichen nur Fragen, die wir auch knapp und effizient beantworten können. Nennen wir sie einmal die kleinen Fragen. Deshalb sind Menschen so wichtig, die uns lehren, an den großen Fragen festzuhalten. Und da rangieren die Künstler sicherlich mit an vorderster Stelle. Sie stellen unsere oft eindimensional festzementierten Weltbilder immer wieder heilsam in Frage. Soweit Kardinal Lehmann, auch hier im Deutschen Bundestag. Können wir ja oft nur die kleinen Fragen beantworten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Umso wichtiger ist es, dafür Sorge zu tragen, dass unsere Gesellschaft im Gespräch, in Verständigung auch und gerade über die großen Fragen bleibt. In diesem Sinne bitte ich Sie um Unterstützung meines Haushaltsentwurfs für Kultur und Medien in den anstehenden parlamentarischen Beratungen. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Joanna Kota für die AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, bei beeindruckenden 3087 Seiten kann man schon mal etwas übersehen im aktuellen Haushaltsentwurf. Wenn aber auch die digitale Suche darin nicht den geringsten Budgetansatz für die kürzlich ernannte Staatssekretärin Dorothee Beer erbringt, wenn die Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung allem Anschein nach mittellos ist, dann wirft das Fragen auf. In keinem Kapitel, in keinem Einzeltitel ein Hinweis auf eine finanzielle Ausstattung dieses so wichtigen Amtes. Kein Wunder, dass sie heute bei dieser zentralen Debatte auch nicht reden darf oder nicht reden will. Liebe Frau Beer, ein altes Sprichwort sagt, wer Geld hat, der kann dem Teufel Beine machen. Wer keins hat, bei dem kommt noch nicht einmal der Mann, der nach ihm ruft. Sie haben Ihr Amt in einem Interview als Arbeitsmuskel bezeichnet, für den Sie, ich zitiere, Querdenker und Nerds suchen, die im positiven Sinne verrückt sind. Im positiven Sinne verrückt muss man schon sein, wenn man sich auf derart dünnes Eis begibt.
Es braucht mehr als einen Arbeitsmuskel, Frau Kollegin, um die sträflich vernachlässigte Digitalisierung endlich voranzutreiben. Ich würde Ihnen und uns wünschen, dass Sie in die Lage versetzt werden, bedeutende Entwicklungen zielgerichtet zu fördern, dass Sie Leuchtturmprojekte schaffen können und das über alle Ressorts hinweg. Wie das ohne Geld gehen soll, ist mir völlig schleierhaft. In 14 Ministerien sind mehr als 70 Abteilungen mit der Digitalisierung befasst. Die Chance, diesem allem eine Stoßrichtung zu geben, die weitgehend wirkungslosen Digitalinitiativen zu bündeln, die hatten wir als Mindestvoraussetzung für die Fortschritte in dieser Legislaturperiode angesehen. Jetzt also Arbeitsmuskel, keine Knete, aber Muckis. Ich darf daran erinnern, dass die AfD ein Digitalministerium gefordert hat. Um in ihrem Bilde zu bleiben, keinen Muskel, sondern ein bestens ausgestattetes Fitnessstudio, das dieses Land ganzheitlich auf Zukunftssicherheit trimmt. Eine Staatssekretärin für Digitales ohne ausreichendes Budget ist eine Luftnummer. Was soll denn aus Ihren Ansätzen werden, vom digitalen Schulranzen bis hin zum Lufttaxi, wenn man Ihnen keine müde Mark zur Verfügung stellt, Frau Bär? Das Fehlen eines Budgetansatzes, aber auch die durchgängige Nichtnennung Ihrer Position lässt mich fragen, was denn Ihre Rolle sein soll. Zumindest werden Sie sich nach eigenem Bekunden gut mit Frau Christiansen verstehen, mit Frau Merkels geschätzter Abteilungsleiterin im Kanzleramt für Innovation und Digitalpolitik. Wer da Köchin und wer Kellnerin ist, das wird sich zeigen. Vielleicht arbeiten Sie auch gut mit Ihrer Kollegin, der Kulturbeauftragten, zusammen. Die hat allerdings immerhin einige Millionen Euro für die Digitalisierung von Musikclubs, Kinos und Museen in der Schatulle. Das versteht man wohl unter Verantwortung in einer Hand. Es gibt in diesem Girls Camp Digitalisierung der Kanzlerin sogar noch eine Mitspielerin, Gesche Joost, digitale Botschafterin Deutschlands bei der EU-Kommission. Die Dame kassiert jährlich 100.000 Euro und hat sich zur Unabhängigkeit verpflichtet. Das hindert sie aber nicht daran, sich in den Aufsichtsrat von SAP wählen zu lassen und sich mit Telekom und ING Bank zu verbandeln. Die digitale Agenda Deutschlands ist leider mit einer Günstlingswirtschaft verbunden, die alles ist, nur nicht zielführend. Frau Merkel, bei der Digitalisierung liegen wir nicht nur im internationalen Vergleich weit zurück. Um den Anschluss zu schaffen, müssen wir schneller rennen als alle anderen. Sie aber, Sie machen Deutschland zu einem lahmen Gaul und das hat unser Land nicht verdient. Vielen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Martin Rabanus von der SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren auf der Besuchertribüne, es ist guter Brauch, dass in der Generaldebatte um das Kanzleramt die Kultur mit einer Rolle spielt, weil sie dort etatisiert ist, weil BKM dort auch beheimatet ist. Und es ist auch guter Brauch, dass in dieser Generaldebatte natürlich die Regierungsfraktionen, die Regierungsvertreter darstellen, was alles Gutes ist und die Opposition natürlich darstellt, was alles schlecht ist. Einverstanden, genau, also ich bin da ganz der Auffassung von meinem Kollegen Kaas, die Regierungsvertreter, die sagen, es ist super, haben natürlich recht. Ich will damit aber jetzt mal einen kleinen Moment brechen und will versuchen, am Beginn meiner Ausführungen das Gemeinsame und das Verbindende auch mal deutlich zu machen, jedenfalls was fünf Fraktionen dieses Hauses angeht, nämlich, so erlebe ich auch unsere Beratungen im Kulturausschuss, dass wir gemeinsam versuchen, tatsächlich im Ringen um die richtigen Instrumente, um die richtigen Schwerpunktsetzungen, aber dass wir die Sicherheit haben wollen, in einem weltoffenen, freien, toleranten, demokratischen Land zu leben und auch Räume zu eröffnen, in denen diese Freiheiten sich entfalten können. Ich sage, ein Konsens von fünf Fraktionen, weil die Beiträge der AfD doch immer wieder zeigen, dass sie genau das anders sehen. Alles, was in ihren Verstand, in ihre kleinen Vorstellungen nicht reinpasst oder was ihnen einfach nicht gefällt, wird schnell in die ideologische Ecke gestellt und dann als ein solches bekämpft. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Wir wollen Räume schaffen, in der Kultur und Kunst frei sein kann. Sie wollen bestimmen, was das inhaltlich bedeutet. Das wird mit uns nicht passieren. Es geht darum, dass wir, und dafür ist auch BKM und die Kulturförderung des Bundes da, dass wir eben genau diese Räume schaffen. Das haben wir uns als Koalition vorgenommen.
in einem, wie wir es bezeichnet haben, kooperativen Kulturföderalismus mit den Ländern auch gemeinsam die Dinge voranzubringen. Ich will da zwei Punkte in besonderer Weise stark machen, weil sie uns auch als Koalition, ich glaube, das kann ich so sagen, in besonderer Weise auch wichtig sind. Neben dem, was Bundeskulturpolitik hier in der Hauptstadt macht, neben dem, was über den Hauptstadtkulturvertrag abgebildet ist, zu dem wir selbstverständlich auch stehen und der die entsprechenden Mittelerhöhungen erfährt, wollen wir in den kommenden Jahren die Kultur vor allen Dingen in der Fläche, in den ländlichen Räumen als Bund auch stärken. Wir wollen mit einer Agenda für Kultur und Zukunft eben Impulse breit in die Gesellschaft bringen, wollen ein Programm Kultur in den Regionen etablieren, mit denen wir tatsächlich in die ländlichen Räume, in die Graswurzelarbeit sozusagen vor Ort auch mit einsteigen. Das ist uns sehr wichtig und es ist für uns ein wichtiger Bestandteil, die Kultur auch für die Stärkung der ländlichen Räume. Eben nicht nur Landwirtschaft, eben nicht nur technische Infrastruktur, sondern vor allen Dingen auch Bibliotheken, kleine Theater, Initiativen, die wir dort haben. Das darf nicht vergessen werden, wenn wir über Stärkung von ländlichen Räumen reden. Wir wollen selbstverständlich dann die Künstlerinnen und Künstler, die Kreativen fördern, im Bereich der Gleichstellungspolitik auf der einen Seite, aber insbesondere auch im Bereich der sozialen Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern, weil das ist auch notwendig, zwingend notwendig, um Kultur in der Fläche auch erhalten zu können, jenseits der großen Kulturinstitutionen, denen ich um Himmels Willen die Berechtigung nicht absprechen will. Wir brauchen auch Erinnerungskultur, eine Stärkung der Erinnerungskultur in den Gedenkstätten, die bundesgefördert sind, dass wir dort Impulse setzen können. Wir haben in der Koalition vereinbart, ein Programm auf den Weg zu bringen, das Jugend erinnert heißt, eben um nicht zu vergessen, weil unsere Zukunft muss auf unserer Vergangenheit begründet sein, ohne irgendwelche Schuldgefühle oder dergleichen mehr, aber in Verantwortung für die Zukunft auf der Grundlage unserer Vergangenheit. Und ich will einen weiteren Punkt benennen, der uns in besonderer Weise wichtig ist, und das ist, da schaue ich auch den Außenminister an, das ist die Deutsche Welle, die als die größte Einzelinstitution bei BKM etatisiert ist und die für uns eine starke Stimme ist in dieser Welt. Sowohl die Kanzlerin wie auch der Herr Kollege Kauder und viele andere aus der Debatte haben auf die aktuelle Weltlage hingewiesen, haben darauf hingewiesen, dass wir an allen Stellen Fakten und nicht Fake News verbreiten wollen, dass wir in diesen Konflikten dafür sorgen müssen, dass wir mit einem hochglaubwürdigen Instrumentarium, unserem Auslandssender der Deutschen Welle, auch die Impulse setzen können, die wir für wichtig und richtig halten. Dafür wird es notwendig sein, an der einen oder anderen Stelle im Etat, aber insbesondere auf der Strecke bis zum Ende der Legislaturperiode noch ein bisschen nachzuarbeiten, um hier Planungssicherheit zu gewährleisten und um unsere Deutsche Welle, unseren Sender entsprechend in der Perspektive aufstellen zu können. In der Summe kann man sagen, ja, der Haushalt ist gut, der beläuft sich auf knapp 1,7 Milliarden Euro. Das ist ein Allzeithoch. Auch das ist gut. Aber da noch ein bisschen weiter dran zu arbeiten, um noch weitere Impulse zu setzen, das wird die Aufgabe der kommenden Wochen und Monate in der Haushaltsberatung sein. Herzlichen Dank. Das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Grüne hat der Kollege Erhard Grundl. Herr Präsident, sehr verehrte Frau Staatsministerin, meine Damen und Herren! Oskar Maria Graf, der Unbeugsame, verstand seine Kunst zeitlebens als Verpflichtung. Die Bücher, die uns Graf hinterlassen hat, sind heute Kult. Sie begleiten uns, berühren uns, geben uns Fragen mit. Unser Land ist auch heute reich an engagierten Künstlerinnen und Künstlern. Ihre Arbeit ist genau wie die von Graf viel mehr als das repräsentative Aushängeschild unserer Nation. Meine Damen und Herren, Ihr Kulturvertrag las sich gut in Sachen Kultur. Kollege Rabanus hat es eigentlich fortgeführt. Nur die Erwartungen wurden geweckt,
aber im Haushaltsentwurf werden sie nicht erfüllt. Kultur und kulturelle Bildung sollten allen zugänglich sein, sollen im urbanen und im ländlichen Gebiet unabhängig vom Einkommen erreicht werden. Das ist völlig richtig, aber nichts davon steht in diesem Haushaltsplan. Wenn freie Theater aufgeben müssen, wenn Programmkinos schließen, Jugendliche keinen Ort haben, um ihre Kreativität auszuleben, wenn Ateliers und Werkstätten fehlen, wenn es keine Proberäume gibt, in denen man den Verstärker auch mal so aufdrehen kann, dass der Putz an den Wänden wackelt, dann ist die kulturelle Teilhabe nicht gegeben. Ihr Haushaltsentwurf konzentriert sich auf wenige Projekte mit großer Strahlkraft. Diese werden mit Millionenbeträgen gefördert. Die Popularmusik, die Soziokultur, die darstellenden Künste, die Literatur erhalten nur einen Bruchteil. Natürlich, die Bayreuther Festspiele und so, natürlich auch das Humboldt-Forum sind förderungswürdig. Aber was tun Sie wirklich für Kulturförderung in den Regionen? Was für die Künstlerinnen und Künstler? Aktuell lehnen die Förderfonds des Bundes Anträge in großer Anzahl ab, weil die Mittel nicht ausreichen. Ein Beispiel ist der Deutsche Literaturfonds. In unserem Land der Dichter und Denker liegt die Förderquote hier bei knapp 12%. Das ist ein echtes Armutszeugnis. Ein anderes Beispiel, der Spielstättenpreis. Musikclubs bereichern unser Kulturleben, sowohl in den ganz großen Städten, aber wie etwa der alte Gasometer in Zwickau, die Rätschenmühle in Geislingen oder das alte Spital in Fichtach im Bayerischen Wald, vor allem abseits der Metropolen. In ihrem Haushaltsentwurf wurde der Spielstättenpreis jetzt von 2 Millionen Euro auf 1 Million halbiert. Eine herbe Enttäuschung. Meine Damen und Herren, bei der Erinnerungskultur steht Deutschland an einem historischen Wendepunkt. Augenblicklich finden die letzten Strafprozesse statt. Zeitzeugen werden immer weniger. Schicksale wie beispielsweise die der Frauen und Mädchen, die im KZ Uckermark zwischen 42 und 45 eingesperrt und umgebracht wurden, sind aufgrund fehlender Mittel weitgehend unerforscht. Umso wichtiger ist es, die Anerkennung für bisher ausgegrenzte Opfergruppen des Nationalsozialismus jetzt voranzubringen. Umso wichtiger ist es auch, die Gedenkstätten auch als Orte des Wissens und der Forschung zu stärken. Die Besucherzahlen in den Gedenkstätten steigen. Ganz offensichtlich ist das Interesse der deutschen Bevölkerung groß, sich mit diesen Verbrechen und ihren Ursachen auseinanderzusetzen. Doch schon jetzt können in Buchenwald oder Sachsenhausen Anfragen nach Führungen oft nicht erfüllt werden. Diese Unterfinanzierung der Gedenkstätten ist nicht akzeptabel. Die Verbrechen des Nationalsozialismus haben Deutschland geprägt und sie bedeuten eine Verantwortung für uns alle. Eine Verantwortung, die nicht vergeht und die auf keinen Fall verjährt. Meine Damen und Herren, wenn nicht jetzt, ist der Zeitpunkt, sich darauf zu besinnen, was uns Kunst und Kultur wert sind. Wann, wenn nicht jetzt, macht es Sinn, diesen Etat deutlich aufzustocken, damit Kunst und Kultur mehr Menschen erreicht. Denn wer die Spaltung der Gesellschaft, wer ihr entgegenwirken möchte, der muss auf kulturelle Teilhabe setzen. Der Kulturbetrieb muss neue Konzepte entwickeln, um soziale Barrieren zu überwinden. Und im Gegenzug muss die Bundesregierung den kreativen, aber auch die finanziellen Mittel dafür an die Hand geben. Diese müssen in den Haushalt rein. Wann, wenn nicht jetzt? Lassen Sie mich einen Satz abseits der Kulturpolitik sagen zum Kollegen Dobrindt. Ich finde es einen Skandal, wenn hier im Deutschen Bundestag Rechtsanwälte beschimpft werden. Es ist unwürdig, wenn man die Gewaltenteilung, auf die unser Rechtsstaat beruft, hier so lapidar, weil in Bayern Wahlkampf ist, anbaut. Und ich möchte Ihnen sagen, ich vermute, Sie waren einfach einmal zu oft mit Orbán zusammen und das hat Ihr Weltsicht geprägt. Vielen Dank. Die letzte Rednerin zu diesem Geschäftsbereich ist die Kollegin Patricia Lips, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, Herr Grundl, wir stimmen in vielem miteinander ganz sicher durchaus überein, insbesondere was die Ausstattung angeht im Bereich der Kultur- und Medienpolitik. Aber lassen Sie mich an dieser Stelle sagen,
Nimmt man es prozentual, dann ist genau dieser Bereich in den letzten 10 Jahren in unionsgeführten Regierungen kaum ein anderer Etat so stark gestiegen wie genau dieser. Er hat sich nämlich in 10 Jahren fast verdoppelt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es liegt in der Natur der Sache, dass es bei Haushaltsberatungen um Geld geht, oft um viel Geld. Das betrifft nicht nur den Deutschen Bundestag, sondern alle politischen Ebenen. Und wie in vielen Situationen im Leben verbindet sich damit ganz konkret bei manchen die Frage, was habe ich, was hat das Land, was haben die Menschen davon, wenn ich diese oder jene Maßnahme in die Wege leite. Wenn man die Menschen auf der Straße fragt, wofür würdest du an meiner Stelle vorrangig Geld ausgeben, dann steht ein Thema, leider, zumeist sicher nicht gleich an erster Stelle, obwohl man es überall sieht und hört. Denn es ist dieses Thema, das prägt und unsere Gesellschaft verbindet, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist die Kultur in ihrer ganzen Vielfalt, die sehr maßgeblich ebenfalls von dem Einzelplan des heutigen Vormittags angehört. Und unser schönes Land ist voll davon. Musik, alle Arten der Kunst und Literatur, Theater, unsere Museen, die Förderung der Medien- und Filmwirtschaft, einmal mehr ein Schwerpunkt im Haushalt, aber auch unzählige Denkmäler unserer Geschichte und vieles mehr. Kultur stiftet Identität, sie nimmt breiten Raum in der Bildung ein. Der Kollege Rabanus hat es auch mit Erinnerungskultur beschrieben. Kultur ist ein Brückenbauer und Botschafter unseres Landes zugleich. Sie umfasst die Bewahrung unseres kulturellen Erbes, die Beschäftigung mit unserer Vergangenheit. Sie schafft aber auch immer wieder Neues und hat ja gleichzeitig viel mit dem Begriff Freiheit zu tun. Und sehr geehrter Kollege Jongen, mir gefällt auch nicht immer alles, muss es auch nicht. Aber ich bin gerade stolz auf diese Freiheit, die heute in diesem Land bei Kunst und Kultur Gültigkeit hat. Und wenn man, ich hoffe, ich kriege es noch einmal richtig zustande, die aktuelle Kultur- und Medienpolitik als propagandistische Zerstörung unseres kulturellen Erbes bezeichnet, sehr geehrte Kollegen, das ist einfach nur platt. Es verhöhnt Menschen und Einrichtungen, die in diesem Land künstlerisch unterwegs sind. Und gestatten Sie mir zu sagen, es zeigt auch, wie wichtig manch ein Programm ist. Es stimmt, die Kulturhoheit, Kolleginnen und Kollegen, liegt grundsätzlich bei den Ländern und Kommunen. Sie stemmen den Löwenanteil. Doch wie in anderen Bereichen auch, ist durch die Jahre ein stetiger Aufwuchs im Bund erfolgt. Ich bekenne mich dazu, und ich glaube, das tun auch alle, dass natürlich der Bund vorrangig um Einrichtungen von nationaler und internationaler Bedeutung sich kümmern muss. Dazu gehört natürlich auch die Förderung der Hauptstadtkultur, die ein wichtiges Anliegen bleibt. Berlin ist ein Schaufenster zur Welt und nicht nur ein politisches, sondern auch ein kulturelles Zentrum. Das wurde im Koalitionsvertrag entsprechend gewürdigt und im Rahmen des Hauptstadtfinanzierungsvertrages konnte auch bereits vieles auf den Weg gebracht werden. Und auch in anderen Städten, die immer als Magnete in ihre unmittelbare Umgebung ausstrahlen, gibt es Projekte von regionaler Bedeutung. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich möchte es noch einmal betonen, die Besonderheit dieses Landes, welches im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern Europas über die Jahrhunderte bis heute durch einen starken Föderalismus geprägt ist, bringt es mit sich, dass gerade auch in ländlichen Regionen viele kulturelle Leuchttürme existieren. Dort leben noch die meisten Menschen, dort haben sie ihr familiäres und berufliches Umfeld. Sie machen sich Gedanken, wie man auch künftig gerne und erfolgreich selbst in diesen Regionen lebt und zusätzlich verstärkt um Gäste wirbt, um einen eigenen Beitrag zum Erhalt der Infrastruktur im ländlichen Raum zu leisten. Und die kulturelle Infrastruktur gehört zweifelsohne dazu.
Kolleginnen und Kollegen, es wurde bereits vieles gesagt. Die Staatsministerin hat auch einige Punkte genannt. Ich möchte sie nicht wiederholen. Und ich schließe ganz einfach mit den Worten, ich freue mich auf die künftigen Wochen, die sehr intensive, spannende und lange Beratungen versprechen. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache zu diesem Geschäftsbereich abgeschlossen. Wir kommen nun zum Geschäftsbereich des Auswärtigen.